Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin etwas laut. Heide Witzka. Hui, da hat aber wer an dem Lautstärker-Dings geregelt. Hallo zum Plankschnack Nummer 18. Mit folgenden Gästen. Hoffentlich alle im richtigen Fenster. Ich denke schon. Oh, yes. Ich glaube, wir haben es richtig. Haben wir wen da? Man kann euch hören, glaube ich. Juhu. Juhu. Yay. Hallo. Willkommen. Yay. Heißer. Hi. Bist du auf Speed oder was? Ich? Nee. Ist Plankenschnack, ist Sonntag, da ist man gut dran. Ach ja, wir haben Plankenschnack. Ja, was, ach so. Wir machen jetzt hier das Wort zum Sonntag, oder? Ich hab mich schon gewundert, was schreit der so? Entschuldigung. Ja. Wow, geil. Völlig aufgedreht. Echt, hier ist mal überhaupt keine gute Laune. Wen stellen wir denn heute eigentlich vor? Also, wer darf sich vorstellen? Weil sonst stellt sich immer der Gast vor. Stell du dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du? Ja. Wo kommst du weg? Wer möchte heute moderieren? Möchte heute wer vielleicht auch moderieren, mal hausintern so zur Praxis? Du, Slabby, eventuell? Versuch's. Ja, Dizzy. Schönen guten Abend, Freunde! Stell dich doch mal vor, Dizzy. Das war Freunde der Sonne, wenn denn schon. Ich bin Freunde da. Der Sonne! Ja, siehst du, geht doch. Da muss richtig schön zack. Ja, hallo, ich bin Dizzy, zu Gast heute beim Plankenschnack. Vielen Dank für die Einladung. Ich hatte eine sehr lange Unterhaltung mit Garak. Der hatte mich irgendwie versucht, mit Prügel und Angeln dazu verleitet, hierher zu kommen und vorzusprechen. Glücklicherweise bin ich dort dem Angeln entkommen. Ja? Also ich muss jetzt nicht nach Kiel fahren und angeln. Ich bin Vollzeitstreamer bei Twitch und freue mich, dass ich hier bin. Ja, Dankeschön. Wow. Schön, dass du Zeit hattest. Ja, freut uns echt extrem. Also. Und das war so schwer, ihn hier vor die Kamera zu bringen. Ja, den Gründer der Bay Pirates, weißt du. Und damit haben wir schon die richtige Überleitung gefunden. Du solltest wir reden heute nämlich über die Bay Pirates. Über uns, über unser Lieblingsthema. Yep. Wow. Ja. Ja, ich hoffe, ich kann was dazu beitragen. Ich wollte gerade fragen. Ich bin ja sonst nicht so gesprächig bei diesem Thema, aber ich hoffe, ich habe genug da, um euch da ein bisschen zuzustecken. Ja, Dizzy, dann erzähl doch mal, Bank aus dem Leben der Bay Pirates. Wie hat das eigentlich alles damals angefangen? Also damals? Ja. Das war damals. Noch, da habe ich noch so mit Murmeln auf dem Hof gespielt und mit den Frauen dieses komische Gummitwist, ja. Habe ich nämlich gehört, habe ich gelernt, das ist der Bringer. Und da war damals schon, da war mir schon so miesmuschelige Stimmung auf dem Spielplatz. Und das hat mir immer nicht gefallen. Und da hat sich bei mir schon rauskristallisiert, ich bin ein Einzelgänger. Ich mag andere Menschen nicht, ja? Oder andere Menschen mögen mich nicht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, hier ist das Internet. Hier kann man sich ja vereinen mit Menschen, die vielleicht genauso denken wie du. Und dann ich glaube, nunmehr 3 Jahren, circa 2,5, habe ich dann mich dazu entschlossen, dieses Auffangbecken für vernünftige Menschen zu gründen. Und so ist es dann passiert. So sind die Bay Pirates entstanden. Und nun sind wir ja nun mittlerweile schon sehr großes Team an Streamern, haben sehr viele schöne Sachen, die wir machen. Und es kommt immer mehr und mehr und mehr und das ist schön. Also, ja, so würde ich sagen, ist das entstanden, ja. Eine Familie, kann man sagen. Wow, seit 3 Jahren. Ich glaube schon, ja. Im Prinzip heißt das jetzt, ich bin länger dabei, als ich nicht dabei war. Könnte man fast sagen. Also ich gehöre zum alten Eisen mittlerweile. Ja. Wenn du jetzt nur noch aktiv streamen würdest, könnte man sogar sagen, dass du einer vom Streamteam wärst. Moment. Das mit dem alten Eisen stimmt, aber wenn man auf dein Alter abzielt, ne? Ja. Ah, das stimmt. Ja. Mit 30 ist alles vorbei. 31. 31. Bist du schon 31 geworden? Ja. Ach ja, ihr habt ja vorhin gesungen. Ja, alles Gute nachträglich. Ach so, du moderierst ja, Entschuldigung. Ja. Ich wollte dir jetzt nicht ins Wort fallen. Ja, gut, dass ich mich vorbereitet habe. Davon wusste ich auch nichts, dass ich heute moderiere. Genau. Wir reden heute über die Bay Pirates, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Sag mal, Dizzy, was wäre so eine schöne Frage, die man jetzt so stellen könnte?
Ach, Slammy, das ist eine gute Frage, dass du diese Frage stellst, ja? Zwischen euch könnten wir jetzt vielleicht mal die Zuschauer darauf aufmerksam machen, dass wir bei Twitter unter Hashtag Plankenschnack noch Fragen einreichen können, um die wir uns wahrscheinlich kümmern werden nachher. Und das Ganze geht jetzt los. Also wenn ihr wollt, könnt ihr unter Hashtag Plankenschnack eure Fragen reinhauen und wir werden darauf nachher fachmännisch eingehen, ja? Los geht's. Wir haben das auch alle vier offen. Eine schöne Frage wäre zum Beispiel, wie seid ihr zu den Bay Pirates gekommen? Das ist eine sehr schöne Frage. Und da würde ich sehr gerne das Wort zum Beispiel mal an Garak und Sali richten, denn die haben heute noch gar nichts gesagt, der Herr Moderator. Ja, das haut er nicht hin mit dem Moderator hier. Wie bin ich zu den Bay Pirates gekommen? Ich hab gebettelt, ne? Bis sie mich endlich aufgenommen haben. Ich war ja vorher bei einer anderen Gruppierung, ja, dessen Namen ich nicht erwähnen möchte, weil sie es nicht wert sind. Und und ich habe mich dann umentschieden. Und dann habe ich einfach gesehen, da ist eine coole Streamergruppe, dachte ich zumindest damals noch. Und hab dann mal mit Nils ein wenig hin und her gemailt. Und schwupps war ich B-Pirate, ja. Also es hat eine Weile gedauert, das ist nicht so ganz einfach. Es gab nämlich damals schon das Aufnahmeverfahren aus irgendeinem Klabautermänner, genau so heißen die. Keiner weiß, wer das ist. Und damals schon war das nicht so ganz trivial. Also in diese Gruppe reinzukommen, ist nicht so ganz einfach. Ich habe auch bis heute nicht rausgefunden, warum ich überhaupt da reingekommen bin, aber irgendwie habe ich es wohl geschafft. Nur die Kriterien sind nicht ganz klar. Was? Also ich finde die Kriterien ganz klar. Also in meinem Kopf ergeben die einen Sinn. Ja, das stimmt wohl. Sie machen auch Sinn im Nachhinein. Ja. Aber wenn man so davor steht, nicht so ganz. Weil man gar nicht weiß, was für Kriterien gibt es überhaupt. Also damals. Die B-Paris haben sich ja im Laufe der Zeit komplett verändert. Also zu der Zeit, wo ich dazu gestoßen bin, gab es ja keine, ja, da gab es die B-Pirates, das warst und bist du, Nils, und ansonsten, ja, das war noch gar nicht so aufgestellt wie heute, es gab noch keine Regeln und so weiter, das hat sich dann ja erst später ergeben, unser B-Pirates-Kodex zum Beispiel, der doch einige Sachen umfasst, was auch für den einen oder anderen Streamer halt dann eben ein Hinderungsgrund ist, dazu zu stoßen, zum Beispiel, ne? Also wir sind da schon ziemlich streng, was das angeht, und das finde ich ganz gut. Also das ist auch einer der Gründe, die ich recht gut finde. Aber wie gesagt, wie ich dazu gekommen bin, jo, ich habe einfach gebettelt. Das ging dann irgendwann. Aber dann bist du aber die Ausnahme. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie das entstanden ist. Ich glaube, wir haben mal ein sehr langes Gespräch geführt, oder? Ja. Genau, das haben wir. Ja. Wir wollten mal kurz 10 Minuten und das waren dann irgendwie, ich glaube, deine gesamte Mittagspause. Ja. Und danach auch, glaube ich, noch irgendwann mal. Ja. Aber da warst du ein Einzelfall, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da muss ich sagen, da habe ich das alles noch alleine gemacht, ja. Aber dazu können wir ja später mehr erzählen noch. Sali, wie war das bei dir? Ich bin zur gleichen Zeit wie Garak dazugekommen. Das war gleichzeitig. Das weiß ich noch. Wie war das bei mir? Ich weiß noch, wie das war. Du warst ab und zu bei mir erstmal war ich bei dir im Stream und irgendwie bist du durch Bloodborne auf meinen Stream aufmerksam geworden. Also nicht, dass ich jemals erwähnt hätte, dass ich streame, sondern durch Bloodborne warst du dann morgens auf einmal da. Ich habe Erdbeeren gegessen und oh Gott, dann ging das noch Ewigkeiten. Also ich habe die Bay Pirates ja vorher schon, aber jetzt sag ich, gekannt. Wurde dann irgendwann von dir gefragt, ob ich Interesse hätte, dieser Community beizutreten. Da war ich dann schon so, wow, ja. Und dann hieß es so, okay, aber das müssen wir dann jetzt erstmal abklären. Ich habe schon gedacht, ja, ich bin drin. Ja, das muss jetzt erstmal, da sind noch Leute im Hintergrund, ne? Die checken das dann jetzt alles noch ab. Und dann ist okay. Ja, dann hat es noch eine Zeit lang gedauert und dann habe das gehighlightet. Ich habe Tropico damals gespielt, ich weiß das noch, als ich es erfahren habe. Ja, und dann bin ich zu den Bay Pirates gekommen. Und dann gab es den großen Umschwung. Und ja, kurze Geschichte eigentlich. Gefragt, gefreut,
gewartet, drin gewesen. Wuhu! Ja, und bei Slappy war das damals noch ganz anders, ja? Aber richtig kompliziert. Ja. Also. Wie war das bei dir? Das weiß ich auch noch. Ich habe Minecraft gestreamt, gerade einen Monat. Und dann, ich war sowieso im Moment da in der Zeit quasi in meiner Hype-Phase, wo plötzlich alle Dämme gebrochen sind und plötzlich kam dann halt auch der Herr Dissington, den ich ja auch schon kannte, weil ich dem auch schon zugeguckt hatte bei Minecraft damals, bei mir vorbei. Und dann hast du mich, glaube ich, gefragt, willst du nicht mal vielleicht kurz aufs CS gekommen oder so? Dann bin ich aufs CS gekommen und dann meintest du irgendwie, ja, so, hast du nicht Bock hier bei Pirates und so, aber ich kann es dir noch nicht versprechen, weil da müssen noch andere zusagen. Und dann habe ich, glaube ich, einen Monat oder so gewartet und irgendwann war es dann soweit. Dann durfte ich dabei sein. War aber noch ganz anders, als es jetzt ist. Da gab es noch keine, glaube ich, regelmäßigen Termine und so, wo sich alle gemeinsam getroffen haben und abgestimmt haben, ob das sein darf oder nicht und so. Und ja, wie es quasi jetzt ist. Wir sind halt organisierter, sagen wir es mal so, Genau. ja. Und dafür bin ich auch, da bin ich sehr dankbar. Also nochmal ganz großes Dankeschön an alle, die hinter mir die Strippen ziehen. Wir sind durch dick und dünn jetzt gegangen mit nunmehr. Und ich habe irgendwann mir helfen lassen und das finde ich sehr schön. Hier ist eine sehr schöne Frage, die ich gleich am Anfang aufgreifen wollte oder würde, denn sie passt sehr gut rein. Und zwar, was sind die Bay Pirates überhaupt? Eine Art Clan, eine Gilde, ein Team? Wie empfindet ihr das? Das finde ich sehr schön. Das haben wir vorher auch diskutiert. Ich möchte bitte vorweg sagen, es gibt sehr heiße und brisante Ansichten dieser ganzen Tatsache. Und versteht das bitte nicht falsch. Wir sind ein Ganzes, wir sind eine Familie und das wird auch jeder von euch abnicken. Aber jeder hat eine andere Ansicht. Und ich würde sehr gerne dazu Garak zuerst befragen, weil der schmunzelt schon so, der ist steht in den Startlöchern. Ich wollte kurz noch was dazu Ja, dann sagen, mach ne? du's. Wie in jeder Familie gibt es halt auch diesen einen Onkel mit der roten Nase. Mann, das ist ein Sonnenbrand. Okay. Ja, wie wir überraschend in unserem Vorgeplänkel, wir üben ja immer vorher ein bisschen, ob das mit dem Bild passt und so, weil bei mir passt das nie. Und mein Retro-Look wurde heute auch abgelehnt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Der ist sehr, sehr schick, aber egal, jedenfalls habe ich da etwas losgetreten, was bei Sali vor allen Dingen das auf Unverständnis stieß. Und zwar die Sichtweise, was sind die Bay Pirates? Und wie sieht man sich innerhalb der Bay Pirates oder wie sehe ich mich innerhalb der Bay Pirates? Weil das ist ja eigentlich das Entscheidende für mich, ja, wie sehe ich mich? Die Bay Pirates sind, oder sagen wir mal so, ursprünglich war meine Meinung, dass die Bay Pirates eine Gruppierung werden von Streamern, die sich zusammengetan haben unter dem Label Bay Pirate. In Wirklichkeit ist das eigentlich nicht so richtig. Es ist eine Gruppierung von Streamern, die sich um Nils, das ist der neben mir, geschart haben. Ja? Das heißt, Nils ist die Bay Pirates. Das hat sich nie geändert. Er war das vorher, es ist jetzt. Er ist derjenige, der das verkörpert. Viel mehr als alle anderen. Sali kommt noch vielleicht relativ nah dran, kann sie gleich was zu sagen. Das sehe ich nämlich genauso. Aber ich zum Beispiel, ja, bei mir steht oben im Tag drin, dass ich zu den Bay Pirates gehöre. Man weiß, dass ich zu den Bay Pirates gehöre, weil ich hier im Plankenschnack auftrete. Und das war es dann aber eigentlich auch schon. So richtig viel von der Gruppe bekomme ich nicht mit, aber ich bin da vielleicht auch ein Einzelfall, weil ich halt meine, also jeder, und das ist auch das Ziel der Bay Pirates, beziehungsweise in den Statuten steht das sogar irgendwo drin, jeder Streamer ist sich selbst gegenüber, also jeder Streamer ist der Entertainer für sich selbst oder ist der Entertainer und hat seine eigene Marke zu vertreten. Ich bin der Chefsimulant, ja. Das heißt, bei mir gibt es Simulationen, das weiß jeder. So. Und ich habe meine eigene Marke und wie ich im Vorgespräch schon gesagt hatte, wenn in irgendeinem anderen Kanal, wenn ich da irgendwo bin, hey Garak, hey cool, Simulant, dann finde ich das toll, wenn da einer sagen würde, ey, da ist ein Bay Pirate, finde ich das auch noch toll, aber ich möchte nicht darauf reduziert werden. Weil ich bin der Chefsimulant, das ist meine Marke. Und
Und die Kombination macht es aber letztendlich. Ich glaube, die Gruppierung ist cool, aber Bay Pirates als Bay Pirates ist immer Nils gewesen und das wird sich auch nie ändern. Ich denke, ihr als Zuschauer, vor allem die, die hauptsächlich bei Nils zugucken, sehen das genauso, weil Nils ist der Bay Pirate. Und da ging die Meinung im Vorgespräch etwas auseinander, weil Sali das ein bisschen Ich sehe anders das nicht sieht. so. Und ja, ich finde es aber gut, so wie es ist. Das ist keine Kritik oder es ist nicht negativ, sondern ich finde das vollkommen in Ordnung. Und ich bin auch gerne in Anführungsstrichen ein Bay Pirate. Ich bin gerne in der Gruppierung der Bay Pirates, weil das einfach nur coole Streamer sind. Und wir haben coole Statuten und wir haben keine Idioten dazwischen und das ist alles toll. Wir haben keine, naja, wie auch immer. Bitteschön, der Nächste. Also ich sehe das nicht so. Und zwar sind wir, als wir damals zu den Bay Pirates gekommen sind, gab es eben diesen Umschwung, wo wir alle zusammengesessen sind und wo es eben heißt, dass das Dizzy hat damals alles alleine gemacht und er hat das, wollte das abgeben und wir machen eine Gruppierung und eine, wir sind zusammengesessen, wir haben zusammen die Statuten aufgestellt. Es wurde jeder gefragt, ob er damit einverstanden ist oder nicht, was man dazu nehmen könnte oder nicht. Und ich empfinde die Bay Pirates, das ist nichts gegen Dizzy, so oh nein, sondern ich sehe mich als komplettes, hundertprozentiges Mitglied der Bay Pirates. Und für mich ist das ja nicht nur Nils, Dizzy. Also, Das Sali, ist. ich sehe mich auch als hundertprozentiges Mitglied der Bay Pirates, aber das hat nichts damit zu tun, dass Und ich ich nicht verkörpere das auch so. ein ja, das tue ich, aber Ich auch. der Unterschied ist allerdings, dass ich in erster Linie meine Marke vertrete. Und das ist auch richtig so, weil Ja, alles andere natürlich. wäre Blödsinn. Ja? Ja, Also, ich begrüße die Leute in ich meinem wäre ja Stream nicht auch bei nicht den Bay herzlich, Pirates, wenn herzlich ich sagen willkommen bei würde, den dass Bay Pirates, ja, sondern ich sage herzlich willkommen, ne? Sind wir momentan so ein bisschen am Umschwenken. Was der Garak, glaube ich, meint, ist, dass wir alle sind quasi Bay Pirate, aber wir haben auch alle unsere weiß ich nicht, ne, unsere Community. Der Dizzy ist Bay Pirate und er hat seine Bay Pirates sozusagen. Ne? Also Genau. beim Weil Dizzy gibt es Dizzy keine halt das Thema hat Abschweifung. auch. Ja, eben. Nee. Nee, nee, Dizzy ist Bay Ja, Pirates. aber da, warum soll, also, Also wir ja. hätten das Ganze umbenennen sollen letztes Jahr. Man hätte das einfach anders nennen müssen. Dann, ja, das wäre eindeutiger Ja. gewesen. Dadurch, dass wir das nicht gemacht haben, ist es zu dem geworden, was es jetzt ist. Was ja nicht schlecht ist. Das sagt ja keiner. Aber man muss ganz klar sehen, dass der Einzige, der wirklich Bay Pirate ist, ist Nils. Ja gut, das liegt aber auch einfach daran, dass ich den ganzen Stream so aufgebaut habe. Aber ich war jung, naiv, blöd und habe darüber nicht nachgedacht, ja. Also ich kann das schon verstehen, aber da draußen, die Leute, die gerade zukommen, versteht das nicht falsch. Wir sind eine Familie, wir lieben uns Nein, nein, alle. das ist kein Streit, sondern es ist einfach Ja. so, ne? Das ist ein interessanter Austausch, weil ich mich halt, Ich ja, finde es im aber ersten Moment, interessant, wenn dass ich. unter dem Dach dieser Bay Pirates wir mit unseren beiden verschiedenen Ansichten, Sali, ja Platz haben. Das heißt, die Bay Pirates, ja, die fassen alles zusammen. Also wir sind eine große Gruppe, ein großes Team und kommen super miteinander klar, haben irre viel Spaß, obwohl wir schon doch in Sparten ganz anders ticken. Was aber cool ist, das macht ja die Vielfältigkeit innerhalb der Gruppe auch aus. Wenn alle gleichgeschaltet wären, das wäre ja eine Katastrophe. Ja, eben. Also für mich ist es, wenn ich irgendwo hinkomme und oh, Sally, du bist da. Und ja, die Bay Pirates sind da. Da freue ich mich dann drüber. Ich glaube, zumal möchte ich mal Weil sagen, ich. dass auch der Name schon für Qualität aktuell noch steht, würde ich mal ganz frech behaupten. Ja, natürlich. Weil wir auch Qualitätsträger, nicht, wo du nur hinguckst. wir haben ja nur, wir nehmen ja nicht jeden auf. Also wir haben ja ganz klare Kriterien, also diese Statuten als Beispiel, damit ihr wisst, also ganze Statuten geben wir nicht raus, aber mal als Beispiel, bei uns wird nicht getrunken und bei uns wird nicht vor der Cam geraucht. Das steht niedergeschrieben. Egal wer da kommt, da könnte Hinz Kunz Pimmelim kommen, der hat sich daran zu halten. Wenn er sich daran nicht hält, ist egal wie groß er ist, fliegt er wieder raus. Und niemand kann sich bewerben bei uns und das wird auch immer so bleiben. Wir suchen uns alleine die Leute, weil sonst wäre es nicht so, wie es jetzt ist. Wir haben keinen Streit unter niemanden. Ich meine, nicht jeder
mag sich vielleicht auf du oder oh, falsche Käse. Mist, jetzt habe ich nicht hingeguckt, schnell. Entschuldigung. Also jeder versteht sich, respektiert sich und das ist auch gut so. Und das wäre anders nicht möglich. Und das sind so, das haben wir irgendwann niedergeschrieben. Das haben wir gesehen. Ja, das haben wir niedergeschrieben und das ist auch gut so. Aber ganz ehrlich, umbenennen wäre gar nicht so gut gewesen, weil also wir haben nach glaube ich anderthalb oder zwei Jahren haben wir uns erst zu diesem Schritt entschlossen. Also wie ihr schon sagt, ich lebe das Ganze. Ich lebe das durch und durch. Also das ist mein Piratending und ich nehme das auch echt niemandem übel, dass er das gar simuliert und dass Sali Sali Holiker hat. Wie heißen die Leute eigentlich bei dir, Slavy? Das weiß ich gar nicht. Schlabberstücke. Schlabberstücke. Das ist gar nicht so schlimm, weil warum sollte ein Simulant nicht auch ein Piratenschiff haben und mitsegeln dürfen? So sehe ich das immer, ja. Und ich kann, ganz ehrlich, ich habe mit allen einen guten Kontakt. Ich sehe sehr viele auf dem Community-Treffen. Da kommen auch sehr viele vorbei. Ich glaube, ich habe bis jetzt auf Slappy, habe ich, glaube ich, fast alle persönlich schon getroffen. Und ich glaube, das hast du auch nicht überall. Und für mich ist das schon immer wichtig gewesen, dieser familiäre Zusammenhalt. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Und deswegen stehen wir nach außen immer als großes Ganzes da. Oh. Ja. Leider unter meinem Namen. Entschuldigung. Was ja nicht schlimm ist. Es ist ja generell nicht schlimm. Man muss das halt nur unterscheiden. Und das ist schwer für draußen. Also innen ist es ja so. Aber nach außen hin sind es halt die B-Pirates. Und die B-Pirates bist du. Und das ist auch okay. Ich habe ja gar keinen Schmerz mit. Das ist völlig gut so. Und am nächsten an deinen, und das da gebe ich Sali recht, am nächsten an deine eigene B-Pirates, in Anführungsstrichen Show, das ist ja nicht mal eine Show bei dir, du bist ja so. das kommt Sali ran. Ja? Sali repräsentiert, ich glaube, sie repräsentiert die B-Pirates als Nicht-B-Pirate-Owner, ja, am besten von allen, glaube ich. Das ist so, ja. Das macht vielleicht den Unterschied zu allen anderen aus, denn die machen eher so wie ich zum Beispiel, meine Marke ist mir wichtig und das funktioniert ganz gut. Trotzdem bin ich happy und zufrieden und ein B-Pirate zu sein, weil das einfach geil ist, ja. Ist so. Es ist wirklich. Also, es sind ja noch viel mehr als nur wir. Da sind noch viel mehr Leute. Klick bitte. Hat jemand mal, warte doch, ich hab glaube ich gleich, ich suche euch mal den Teamlink raus. Da sind super viele Leute noch drin und das dürft ihr immer nicht vergessen. Die sind zwar alle nicht so aktiv, weil sie halt selber viel, viel zu tun haben und nicht so viel streamen wie wir, aber schaut da mal rein, das sind echt sau viele Menschen. Dankeschön, Scrabby. Und ich denke, dass sowas schön ist Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wir suchen halt immer oder wir nehmen nur langsam immer mal Leute auf, aber dafür wird sich halt um jeden gekümmert und auch wenn man nicht oft miteinander spricht, weiß man, dass die Welt in Ordnung ist, ja. Hier hat noch jemand gefragt, wie der Name zustande gekommen ist. Der Name ist zustande gekommen aus dem einfachen Grund, ich wohne an der Bucht oder ich komme aus einer Bucht, Bay. Ich mag Piraten, wollte was mit Wasser zu tun haben, Bay Pirates, und dann ist es halt entstanden. Das hat nichts mit Pirate Bay zu tun, das habe ich auch erst ein Jahr später festgestellt, dass es da noch was anderes gab, was nicht so toll ist. Echt, da gibt's noch eine Gruppe? Ja, da gibt's Pirate Bay, das ist mehr so für andere Sachen. Kenn ich nichts von. Ja, die sind ziemlich piratig unterwegs. Hier ist eine schöne Frage. Was wollt ihr in Zukunft noch erreichen, beziehungsweise wo seht ihr die Bay Pirates in ein, zwei Jahren? Oh ja. Das ist, also ich meine, sonst wird die Frage ja immer an uns gestellt, aber was wird aus der Community? Das. Slappy, du hast schon lange nichts mehr gesagt. Sprich doch mal. Was jetzt aus den Bay Pirates wird? Ja, in ein, zwei Jahren. Oder was wollen wir noch erreichen? Was würdest du denn gerne mit uns noch erreichen? Du hast gerade, ich will dich nicht spoilern, weil du gerade angemerkt hast, dass du da auch schon noch was vorhast und du da wahrscheinlich auch später noch drüber reden willst. Aber genau solche Dinge, wie wir quasi jetzt quasi mit dem Plankenschnack ja mehr oder weniger schon in Zement gemeißelt haben, glaube ich nicht so, ist egal, gegossen haben oder so, quasi das so ein Konzept mehr oder weniger auch ein bisschen erweitern mit den Bay Pirates. Also
Da kannst du gleich noch mal ein bisschen mehr drüber quatschen, aber halt wirklich so mehr Projekte, wo es nicht nur ums Quatschen geht, sondern auch mehr ums Spielen und dass man irgendwie in der Gruppe tatsächlich nach außen hin ein wenig mehr unternimmt. Ja, also das würde mich freuen, wenn wir das in den nächsten 2 Jahren tatsächlich noch um einiges erweitern könnten. Dass halt nicht nur alle 2 Wochen irgendwie ein Plankenschnack kommt, sondern alle 2 Wochen mal an einem anderen Tag irgendwie was anderes. Aber So weiter. Kontinuität ist schwierig, oder? Also Auf jetzt jeden mal, Fall. wir sind ja, Sali ja nun mittlerweile auch schon Grundstein. Denkt ihr, habt ihr auch so das Gefühl, dass es mittlerweile doch sehr schwierig ist, so nach Nummer 18, dass man denn so davor sitzt und sich so denkt, ja, also, worüber reden wir jetzt eigentlich noch? Ja, denkt man vorher. Hat ja 2 Wochen Zeit dafür, ne? Aber es passt ja Wobei. immer irgendwie. Also bisher hatten wir da ja keine großen Probleme. Man dachte das immer nur, aber am letzten Tag kam da ja doch noch ein Thema um die Ecke oder manchmal auch 10 Minuten vor der Sendung. Das hat es ja alles schon gegeben. Ja, also ich finde, also langweilig finde ich es nicht und anstrengend eigentlich auch nicht. Also aus Ja, meiner ihr müsst Sicht. ja auch nichts machen. Ich mach den ganzen Kack Ja, ja auch genau. immer. Und ja, aber das ist schon, diese Kontinuität ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn das nicht vorhanden ist, es hat ja schon andere Sendungen gegeben, die haben schon lange die Segel gestreichelt, um mal eben gestrichen, um mal im Piratenjargon zu bleiben. Die gibt es einfach nicht mehr, weil die Leute einfach keinen Durchhaltewillen haben. Und es ist wichtig, Kontinuität ist einfach definitiv wichtig. Beim eigenen Stream, genauso wie beim Plankenschnack. Das ist völlig egal. Wenn man nicht regelmäßig sein Ding durchzieht, sind die Zuschauer weg, dann brauchst du es gar nicht mehr zu machen. Und deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig. Was manchmal nicht ganz einfach ist, in meinem Fall zum Beispiel beruflich, da wird es dann schon schwierig. Ich muss montags manchmal um 5 Uhr raus und dann geht der Plankenschnack plötzlich bis um 12:30. Und obwohl das gar nicht geplant war, aber das ist dann halt so. Viele Fragen stehen an, viele Dinge, es ist lustig und man guckt auch nicht auf die Uhr und auf einmal, schwupps, ist es schon wieder Mitternacht durch. Und am nächsten Morgen muss man wieder raus. Ich habe schon das ein oder andere Mal ziemlich alt ausgesehen. Auf der anderen Seite muss man das natürlich, gerade sonntags ist ein Sendetermin, der eben nicht, am nächsten Tag ist Arbeit, also für die arbeitende Bevölkerung zumindest. Nicht jeder hat am Montag Ruhetag und das haben, glaube ich, nur Restaurants und Nils. Und ansonsten Friseure. Du sag, ey. und Friseure, glaube ich, auch. Und insofern, also das ist schon nicht so ganz einfach, das immer so freizuschaufeln, ne? Aber es Aber lohnt es sich. ist, aber es geht. Also es ist wichtig, dass es so kontinuierlich kommt. Es lohnt sich aber. Also ich habe bis Ja. jetzt war noch nicht ein einziger Plankenschnack, wo ich gesagt habe so, boah. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich vom Community-Treffen nach Hause gefahren, zu Dörpsens gefahren bin, in die Schweiz, habe ich mir abends so gedacht, oh, jetzt noch Rechner umbauen und hier und da und dann, und alles schon sowieso die Fresse dick, weil 8 Stunden auf der Autobahn. Und jetzt setzt du dich abends hin. Okay, yes, das ist richtig geil. Schön von woanders einen Plankenschnack anreißen, das ist richtig gut. Und das hat auch Spaß gemacht. Also ich finde es auch jeden Sonntag edel, muss ich sagen. Ich freue mich auf viele neue Gäste noch. Da freue ich mich auch drauf. Aber zurück zu der Frage, was passiert so in den nächsten, also in Zukunft, was wünscht ihr euch? Oder was wünscht ihr euch? Oder wie seht ihr das? Also, was ich ja immer schon bemängelt habe, intern an unserem Plankenschnack, ist, dass unsere Themenvielfalt so ein bisschen leidet. Also, es ist ein Themenproblem, glaube ich. Wir sollten da uns ein bisschen breiter aufstellen. Und nicht nur über Stream reden oder über Games, sondern vielleicht auch mal ein bisschen links und rechts gucken. Man muss ja nicht gleich einen kompletten Polit-Talk machen, aber zumindest sollte man vielleicht auch schon Off-Stream-Sachen. mal das ein oder andere Thema, was draußen auf der Straße brennt, vielleicht mal wagen, sich trauen, so ein Thema mal anzureißen. Einfach, was passiert draußen, was ist die Schlagzeile? Zum Beispiel fällt mir jetzt gerade spontan ein, die Schlagzeile des Tages, an dem der Plankenschnack stattfindet. Und einfach mal gucken, was wird da geschrieben und kurz drüber reden. Warum nicht? Spontan. Und ich stelle mir das sehr, sehr interessant vor. Also völlig abseits der Spiele- und Streaming-Aktivitäten, wobei die natürlich nicht zu kurz kommen sollen. Das soll ja weiterhin. Nur eben einfach so, dass die Vielfalt vielleicht ein bisschen, das würde ich mir wünschen. Das wäre, glaube ich, ganz gut, damit es auch nicht langweilig wird, damit man auch Themen hat, ne? Ja.
Und so generell bei den, also wie ist das bei dir, Sali? Wie siehst du das so in 2, 3 Jahren? Denkst du, du bist noch hier? Also, ich würde mir jetzt als, das habe ich damals schon gesagt. Ich bin da immer noch nicht drüber weg, ne? Man merkt mir das vielleicht so ein bisschen an. Ich werde mir jetzt, ich muss mir unbedingt so ein Geisterschiff anschaffen. Also, das ist, ich brauche das. Habe ich mal gesagt, mein ganzes Halloween-Zeug, das wird jetzt alles auf dem Geisterschiff geschafft. Ich brauche jetzt auch eins. So. Ansonsten, nee, ich werde in 2 Jahren genauso hier sein. Ich fühle mich zu Hause. Bei den Bay Pirates, das ist. Ich bin Bay Pirate, darum. Das wird unser neuer Ja. Werbeslogan, ja? Wir machen uns Ja, jetzt T-Shirts. Ich bin Bay ich Pirates. bin Bay Pirates. Und auf dem Das Rücken dann ist. Dizzy nicht. Dizzy war es zuerst. Ja, ist Okay, er war es zuerst. Aber ja, das, ich werde in 2 Jahren. Setze ich mir ein Krönchen auf. Sag, ich bin immer noch da. Ich möchte, ich Vielleicht möchte. finden wir ja mal einen aus der Community, der uns kostenfrei, weil der geil ist, mal so einen kleinen 5-Sekunder B-Pirate für unsere Streams, produziert. Das wäre doch Das mal was. wäre aber ja, kreative Ja, so einen Leute. kurzen, den man mit einspielen kann, wenn man selber anfängt und so. Warum nicht? Ich bin jetzt nicht so ein Künstler, also Das wäre ja fotografieren auch kann ich gut. sehr, sehr gut, aber mit After Effects und so komme ich nicht so. Also kann ich, aber ich brauche für diesen 5 Sekunden, brauche ich 5 Wochen. Also das hat nicht so viel Wert. Aber in der Community gibt es doch bestimmt jede Menge Leute. Ne? Da müsste man doch mal so einen kleinen, man kann ja auch mal einen Wettbewerb machen oder so. Ja, das kann man wirklich mal starten, sowas. Aber Ja. das sind auch so Sachen, das bedarf immer sehr viel Planung, ja. Und ich würde gerne mal kurz noch eine Zeile aus dem Chat aufgreifen. Und zwar, die Themen sind fast immer gleich, haben gleiche Inhalte. Das würde ich verneinen. Die Fragen sind immer die gleichen und dadurch entstehen gleiche Inhalte. Die Themen, Korrekt. unsere Grundthemen seit 18 Plankenschnacks sind immer andere. Ja. Ja, Und ihr das, fragt bloß immer dieselben Sachen. Fragt genau. einfach mal was anderes. Frag mal andere Sachen und dann kriegt ihr auch andere Antworten. Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe auch interner schon eine Diskussion geführt, dass immer die gleichen Themen behandelt werden. Aber das stimmt gar nicht. Die Themen sind jedes Mal anderes. Und wir reden halt, wir geben der Community auch die Zeit, dass sie mit uns reden kann, was auch nicht schlimm ist. Also mich stört das nicht, dass ich das wiederhole. Absolut nicht. Das gehört halt dazu. Das ist das Leben eines Streamers. Ja. Aber die Themen sind grundsätzlich immer andere. Schon immer gewesen. Selbst in einem ganz normalen Stammtisch-Talk wie mit Gerrit letzte Woche, wobei letzte Woche war, glaube ich, das Thema Comedy im Stream. Wie bringen wir mit 4 Mann andere Leute zum Lachen? Ja, obwohl das Thema eigentlich Roleplay war, aber Ja, naja. aber das haben wir dann schön gemacht live, fand ich Knorke, war gut. Hier ist noch eine sehr schöne Frage, die ich auch aufgreifen würde. Und zwar, gibt es Sachen, die euch nicht gefallen an den Bay Pirates? Das finde ich schön. Ihr dürft offen sprechen, ja? Aber vergesst nicht, interner so und so, ne? Das ist. Ja, ich habe eine Sache, die ich total beschissen finde. Darf ich das mal, darf ich ja mal, ne? Ja. Ja, klar. Also die ist total beschissen. Die Streamerversammlung ist immer montags und da streame ich kann da meistens nicht kommen. Das finde ich total beschissen. Okay, wenn es nur das ist, Mensch. Naja. Ja, sonst habe ich nichts, aber das finde ich total doof. Ich wäre für einen anderen Termin, also jedenfalls alle 2, 3 Male. Irgendwann mal, vielleicht irgendwann dienstags. Ja. Ich habe jetzt gehofft, da kommt sonst was, weil er schon reingesprungen ist. Ja, also montags sitzt so eine. Das ist doof. Ich kann nichts blöd finden, weil wir sind damals zusammengesessen und so wie es gerade ist, ist nicht aus einem Einzelnen entstanden. Da saßen wir alle mehrere Male miteinander. Wurde versucht, Statuten aus den Angeln zu heben und da haben wir gesagt, nein, so nicht. Also ich meine, so wie es jetzt gerade ist, das haben wir so aufgestellt und darum, ich bin da. Nö. Da haben wir lange drüber gesprochen, da haben wir viel philosophiert und ich finde das genau so super. Und ich meine, man darf ja auch nicht verschweigen, es haben uns sogar Streamer verlassen, wegen unserer Statuten. Ne? Es ist passiert, ja. Das passiert auch. Ja. Mir persönlich, achso, Hau rein, hau rein, Slabby. ja, ich wollte die Frage beantworten. Ja, hau rein. Mir persönlich, weil mir fällt tatsächlich was ein, aber das, also mir persönlich, muss ich sagen, ist manchmal der Ton ein bisschen zu rau. Aber so ist das halt bei den Piraten. Ja, da wird halt mal ein bisschen.
die Planke rausgeschoben und so, und dann muss man da halt drüber hüpfen. Weil ich, also das ist halt meins. Ich bin halt so mehr so ein harmonischer Mensch. Ich versuche immer so alles. Du wolltest sagen, weichgespülter. Ja, genau. Ich versuche Stress immer aus dem Weg zu gehen. Und das kann man hier halt nicht immer. Also hier ist dann schon, dann wird auch mal Tacheles geredet. Aber am nächsten Tag haben sich dann alle wieder lieb. Und das ist halt das Besondere. Von daher. Es ist halt tatsächlich wie in der Familie. Da streiten sich die Brüder auch mal und dann. Und ich finde das so angenehm. Da muss ich nicht so lange rumdrucksen und ja und auf den richtigen Moment warten, sondern bei mir, wie hieß es, bei den Piraten muss man ein dickes Fell haben. Muss man gar nicht, aber wer austeilt, muss einstecken können und manchmal ist der Ton, das ist genau wie mit Stefan und mir, wir blasen uns auch nicht 24 Stunden lang Zucker in den Hintern, ne? Da ist halt der Ton mal ein bisschen, das bedeutet nicht, dass wir uns nicht lieben oder dass wir uns gerade angiften, sondern wir sind in der Realität und die Realität ist halt nicht immer Blümchen pflücken. Da kann man auch mal einen schärferen Ton, danach ist trotzdem alles gut, kein bisschen Streit oder so, es ist einfach, man kann selbst sein. Ich muss mich da nicht verstellen und denken, oh Gott, und wenn der jetzt das Thema da anspricht, dann ist der andere gleich oben auf. Nö, man spricht darüber und was denn? Ich habe gerade eine schöne Erinnerung. Welche? Ich habe mich mal richtig mit Garak gefetzt. Ja. Echt? Ja, aber volles Pfund, also da ging's richtig ab. Ja, zum da habe ich auch gedacht, ganz ehrlich, also ich habe, man muss dazu sagen, Garak, darf ich das erzählen, von unserem ersten Gespräch? Als ich habe mit Garak gesprochen, habe gesagt, sind wir auf einer Ebene oder behandeln wir uns unterschiedlich? Weil Garak ist ja ein bisschen älter und da fragt man ja aus Respekt, ob das so ist, ja. Und er hat gesagt, ist okay. Und dann haben wir uns einmal richtig in die Haare gekriegt. Da habe ich gedacht, dass er geht. Aber da muss ich auch wieder ganz ehrlich sagen, das finde ich ist das Schöne an den Piraten. Also da rumst es, wenn es mal rumst es richtig. Also da wackelt das Schiff, da ist dann raue See. Aber nächstes Mal ist alles vergessen, das ist alles cool. Da redet man über Angeln oder Häkeln oder was weiß der Geier, Minecraft-Streams oder so. Und das ist halt echt sehr cool. Deswegen glaube ich, wenn es sowas geben sollte wie gefällt uns nicht, dann haben wir das schon durchgekaut und schon wieder vergessen oder geändert. Und für die Weichgespülten haben wir ja auch Ansprechpartner, die das Ganze dann... Ja, wir haben ja die Seelsorger. Wir haben ja auch Ansprechpartner. Man kann, ich würde ja gar nicht sagen, pass auf, das kann man gar nicht sagen, man kann nicht weichgespült sagen, es ist einfach so eine Frage von, also ich sag mal, wer zum Beispiel zu mir kommt, der ist diesen forschen Ton gewohnt, also bei mir ist das halt so, wir haben keine Zeit, wir müssen das jetzt schnell machen und dann ist es so und dann wird das fix gemacht so und wenn dann was nicht passt, wird es mal laut und aber das ist gar nicht schlimm und ich find's auch gut, dass, ganz ehrlich, muss ich wirklich sagen, ich find's schön, dass wir Leute im Rücken haben, die sich für uns um alles kümmern, wenn was ist. Und ich finde es auch gut, dass es diese Ansprechpartner gibt. Dann nochmal ganz großen Gruß an Herbraus, Herbinetta und Onkel Brain. Vielen lieben Dank, dass ihr euch um wirklich alles kümmert und jeden behandelt wie ein Schäfchen und auf Händen tragt. Ja? Und das ist halt so, ist gut. Also für die, die dann das nicht wollen, für die ist das halt eine Möglichkeit. Ja? Okay, die Frage würde ich dann später noch reinnehmen. Wie sind denn die aktuellen Regeln für den Beitritt der Piraten? Die Regeln werden nicht offengelegt. Also A, es gibt keine Bewerbung und B, werdet ihr gefunden. Und C, entscheiden das A, alle Streamer. Und Dann später, aber ausgesucht. Wenn sie dann montags da sind. Ja. Wenn sie in der Sitzung die da echten sind. Bay Pirates. Ach so. Die Simulanten sind ja nur ein Beifällchen. Aber so die Regularien möchte ich persönlich nicht preisgeben, denn ich will nicht, dass sich Hinz und Kunz bei uns bewirbt. Und es geht nicht nur um groß oder klein, sondern um die Persona. Das ist hier eine Familie und das soll auch so bleiben. Oh. Die Regularien kenne ich ja noch nicht mal. Ja, es sollte einfach nicht, manche sehen das so als ein Prestige, das da oben stehen zu haben bei Pirates, aber das ja, ist es nicht. Natürlich. Aber dann musst du doch auch bei Pirates verkörpern. Einfach nee. Nur da oben stehen haben. Doch, das ist schick. Wir zwei heute, ne? Nein, aber es ist heute Garak. Aber ich glaube, Garak meint das schon ernst. Aber die ist das aber auch einfach, Sally. Ich finde das nicht.
Aber du, ganz ehrlich, Sally, ich glaube, er meint das schon ernst, dass das Prestige ist, weil sonst wäre er nicht mehr hier. Also, wenn du Ja. Gara kennen würdest und du das ernst nehmen würdest, was er sagt, wüsstest du, er wäre gar nicht mehr hier. Für ihn ist das Prestige. Also im Sinne dafür, dass er sich hier wohlfühlt. Glaub mir. Ich glaube, das würde dir auch bejahen. Ja. Es ist einfach die coolste Gruppierung bei Twitch. Punkt. Also, und ich war ja nun nicht jungfräulich, ja. Ich war ja schon bei einer anderen Gruppierung. Ihr glaubt gar nicht, was da abging. Also, Bay Pirates Hammer, ja. Also, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Und es kommt halt nicht jeder rein. Und vor allen Dingen weiß keiner, wie er reinkommt. Das ist noch geiler. Ja, das wisst nicht mal ihr. Das wisst ja nicht mal ihr. Ha, das finde ich noch viel besser, ja? Also innen drinne gibt es halt noch so einen Schleier, wo Sachen so verspült werden, wo Leute nicht wissen, wie das funktioniert. Finde ich gut. Ja, schön. Das ist doch toll. Ich sehe gerade, das finde ich sehr schön. Da steht ein Punkt im Chat. Was denkt ihr denn darüber? Einfach nur mal so als Idee. Wenn man das erweitern würde, um zum Beispiel andere Sachen wie Fotografen zum Beispiel oder solche Sachen und die halt zum Beispiel mit aufnehmen würde. Das klingt so, lasst uns das mal so ein bisschen weiterspinnen. Wäre das für euch eine Option? Dass man zum Beispiel sagt, weiß ich, ein Koch oder ein Model oder irgendwie solche, die dann ihre Sachen also zeigen würde. Das finde ich Die persönlich. selber streamen oder die Nee, nicht streamen, einfach so eine uns? Sektion auf der Homepage und uns vertreten sozusagen. Ah. Weil Gara, könntest du dir das vorstellen, einfach so eine Rubrik haben, du bist ja Fotograf, so eine Rubrik haben, wo du deine Bilder zum Beispiel vorzeigen könntest? Ich meine, du hast natürlich wieder dein eigenes Ding, aber du kannst ja natürlich auch so, weißt du, wie ich meine, da so drin sein. Ja, ich hätte jetzt kein Problem damit, aber macht das Sinn? Also, ich verstehe jetzt die. Ja, weiß ich nicht. Also, meinst du jetzt ja, weiß ich nicht, als weitergehendes Profil eines Streamers? Also, das macht er auch noch? Oder das ist eigentlich sein Ding? Oder wie meinst du das? Also, das ist halt nur so ein Gespinne, weil das gerade im Chat stand und ich fand das interessant, dass du, wenn du sagst, nehmen wir einfach mal Fotograf XY, der hat eigentlich überhaupt nichts mit, der guckt zwar Streams, aber er streamt selber nicht. Und er würde aber selber hierher kommen und uns sozusagen mehr oder weniger in die Familie rein. Und wir würden theoretisch ein paar Werke von ihm zeigen und er hätte so ein bisschen Platz auf der Homepage und so. Also das meine ich zum Beispiel. Oder so eine Dungeon and Dragons Gruppe zum Beispiel. Haben wir ja, wir haben ja. Ein E-Sport-Team. Nee. Doch. Das erste E-Sport-Team, was dem FC Schalke richtig eins überhaut. Bitte. Und Also der Sprudel. einfach nur so unser Spektrum von Twitch erweitern als Community sozusagen. Ja. Den Leuten mal was bieten. Ey, ganz ehrlich, Leute, wenn wir einen Klingt gar Koch nicht so kriegen und der schlecht. Fotos macht und die bei uns reinhaut und mit Rezepte und sowas, da würde ich aber richtig abgehen drauf. Zum Beispiel. Sagen wir mal, Herb hat jetzt Bock und sagt, ich stream zwar nicht, aber passt auf, Leute, ich mach das für euch fertig. Ich mach schöne, schicke Bilder so von meinem Essen und mache euch so ein paar Gerichte. Und dann hätten wir zum Beispiel noch so Essenscoach sozusagen. Und dann können die Leute auf die Homepage gehen und sagen, hey, bei den Piraten gibt es sogar vernünftiges Essen oder irgendwelche schicken Fotos zu sehen oder sowas. Finde ich gar nicht schlecht. Nur Also also. ich, ja, also ich kann mir jetzt nicht so richtig was drunter vorstellen, so, da muss ich drüber nachdenken, aber generell fände ich das nicht verkehrt, warum nicht? Also ich schadet ja auch nicht, ne? Nö. Ich meine, das ist halt wieder mit Ich darf Arbeit ja leider, verbunden. ich wollte ja, Ja. das ist ja so schade, ich wollte ja eigentlich Fotoshootings streamen, ja, so richtige mit Models und so, das darf ich ja leider nicht, hat Twitch ja untersagt. Insofern sehr, sehr schade. Also das hätte ich gerne gemacht. Man darf alles Mögliche bei Twitch und das nicht. Sehr schade. Das wäre auch noch so ein Ding, so eine Rubrik hätte ich gerne gemacht. Aber naja, wie gesagt, warum nicht erweitern? Klar, muss ja auch nicht unbedingt ein Streamer sein. Wenn man das auf die Community bezieht, kann man da ja alles Mögliche. Und ich finde übrigens, das E-Sport-Team, das dann die Weichspüler heißt, super geil. Da bin ich ja Fan von. Die Weichspüler, okay. Was spielen Ich die denn? wär für Bay von Pirates. BVB. Oh, Mann. Ja. Ja, die spielen, weiß ich nicht. Aber du willst ja gleich wieder eine Junior-Fußballmannschaft aufziehen. Ja, sicher. Ja. FIFA.
FIFA, ach so, FIFA dann, okay. Oh Mann. Aber trotzdem, also ich sag mal, manchmal, ich muss ja ganz ehrlich sagen, einfach nur, also nicht auf das jetzt zu spinnen oder so, ich gucke mir super gerne Bilder bei Instagram an. Tito. Ich lieg abends da und scroll da hunderte Ach von Bildern ja. durch und gucke mir die einfach an, ja. Also Willkommen ohne. auf Instagram. Ich habe meinen Ich hab Instagram-Account dir vor ein das paar Jahren gesagt. gelöscht. Was? Weil, ja, sobald du ein Bild postest, gehört es halt denen und da habe ich nicht mitgemacht. Bei anderen kannst du es halt unterbinden, ne? Also es ist eine rechte Frage. Also je nachdem, was Ja. ich dann poste. Wenn ich mal so ein Gesicht poste, das Ja, dürfen sie dafür ist es behalten. Also egal, da habe ja, ich keine aber so eine Bilder gucke ich Probleme mir auch nicht mit. an. Nee, so deine, da, bei deinen ist das schon klar, da würde ich das auch nicht machen. Das geht ja nicht. Nee. Ja, so viel zum, zu, da gibt es übrigens kein Essen, das finde ich richtig doof. Da gibt es kein, also ich habe gestern 2 oder 3 Stunden, naja, nicht ganz, 200, 300 Bilder habe ich geguckt, das ist schon eher. Kein Essen dabei, ne? War ich ein bisschen traurig. Da gibt es immer nur diese Fitness-Blogger, ja? Oh, Body Transformation 2012 auf 2015. Look at my abs, bro. Ja. Und dann guckst du da Und mal dann. durch. Oh, fress dir auch mal irgendwas ordentlich. Wo ist denn hier das Essen? Und dann gehst du bei Twitter. Hashtag Foodporn. Ja, hier sind wir richtig. Hallo, Essen. Also nicht, dass das heißt, ich gucke auf sie nur noch nach Essen. Ja? Also das soll das nicht heißen. Hoffe auch nicht, dass du hier deine Apps hast. Nee, Apps habe ich hier unten, aber das wollte ich jetzt gerade nur einfach. Entschuldigung. Ich bin halt nur Laie, ja. Ich habe das hab schon wieder vergessen. Hier ist eine Frage: warum streamt ihr und nicht YouTube? Was? Das ist wieder, warum streamt ihr und nicht YouTube? Also warum machen wir keine YouTube-Videos? Es gibt die für mich ist Pirates. es klar. Alle Also wenn ich da gleichzeitig. mal drauf antworten darf, für mich ist das klar. Viel zu viel Arbeit. YouTube, du musst die Videos schneiden. Das ist also, nee. Livestreams ist viel geiler, weil du musst eigentlich dich kaum, also wenn man das erstmal raus hat und alles fertig ist, kannst du 5 Minuten vor dem Stream auftauchen, dich da hinsetzen und deinen Stream durchziehen. Und du hast eine Interaktion mit der Community. Das hast du in YouTube hast du nur eine Interaktion mit Idioten. Denn wenn ich mir so angucke, was da an Kommentare geschrieben wird, das brauche ich nicht. Also die Interaktion mit der Community direkt live in dieser Sekunde, wo ich das tue, da kann YouTube überhaupt nicht mithalten. Ich mache zwar YouTube-Videos, aber das sind meistens so Sachen, die aus dem Stream sind oder eben kurze Erklärungen, wie man Flugpläne erstellt, bla bla, so ein Zeugs. Aber eben, es ist kein Main-Channel für mich, also überhaupt nichts. Ich habe damit im letzten Jahr 13 Cent verdient, also theoretisch, ja. Also für mich ist, als ich mich in der Hinsicht am Finden war, so ich möchte gern was mit Game machen und das mit anderen teilen, habe ich zuerst versucht, ja, auf YouTube, also Videos, Let's Plays zu erstellen. Was erstens, wenn man nicht aus der Materie kommt, aber das ist Twitch auch ein Haufen Arbeit ist. Ne? Da extra Audiospur aufnehmen, die wieder bearbeiten, das ganze Zeug wieder zusammenklatschen, rendern und pff. Jo. Das habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Sachen habe ich, 2, 3 Aufnahmen habe ich da gemacht und das ist nicht das Richtige für mich. Ich brauche die Interaktion mit dem Chat. Ich will live mit den Leuten, ich will mit denen das direkt jetzt in dem Moment teilen, was wir da machen. Ich will mit denen Spaß haben und nicht mit mir alleine hier sitzen und noch mehr reden, als wie ich sowieso schon tue, ja, und ja, dann lade ich das rauf und dann warte ich, bis da ein Kommentar kommt. Das ist für mich keine Interaktion. Dann kann ich auch alles auslassen und für mich alleine spielen. Das ist, das Live, das ist, darum Twitch, weil live. Und direkt. Ja, live, das ist meine, weil live. Das ist super. Möchtest du, Slabby? Nö, ich hätte jetzt nur gesagt, dass das genau so sehe ich das auch. Im Prinzip, der Einstieg ist natürlich einfacher bei Twitch, ne? Bei Twitch brauchst du ganz am Anfang brauchst du einfach nur ein Mikrofon, ein PC, der einigermaßen streamen kann und dann legst du los. Dann hast du zwar noch nicht die Quali, die du später vielleicht haben willst, aber du kannst schon mal loslegen bei YouTube. Gut, bei YouTube musst du das gleiche Programm benutzen, nur auf Aufnahme starten drücken, aber ich finde, bei Videos, wenn man Videos macht, möchte man doch irgendwie am Ende eine etwas, schon direkt von Anfang an eine viel, viel höhere Qualität
hochladen und nicht einfach nur aufnehmen, quatschen und draufklatschen, sondern bei Twitch, das ist halt schon von Anfang an oder der Grundgedanke schon so kollegial und so mit eben mit dem Chat reden verbunden, dass es einfach auch so schon angenehm ist, einfach hier zu sitzen und sich mit zwei, drei Leuten zu unterhalten. Der einzige Vorteil bei YouTube ist, du kannst es machen, wann du willst. Ja. Du bist beim Streamen, bist du auf eine auf Termine ausgerichtet und wenn du die nicht regelmäßig machst, dann haut das nicht hin. Und du musst quasi immer an denselben Tagen streamen und immer zur selben Uhrzeit, plus minus paar Minuten und anders geht's halt nicht. Und das ist bei YouTube halt schon sehr entspannt. Andersherum hast du bei YouTube wirklich viel, viel mehr Arbeit, was die Produktion angeht und dann ist mir der Stream doch lieber. Ich möchte das Bild haben darf ich das weiter benutzen? Ja. Das Bild, was da kam in Twitter gerade eben? Ach Das so. finde ich nämlich genial. Besonders der Gesichtsausdruck von Slabby ist einmalig. Ich bin Reaktionsmensch. Also ich brauche die Reaktion von Menschen, um. Also ich sag mal, ich bin kein, also ich bin nicht witzig, aber wenn ich mit jemandem rede, bin ich witzig. Und ich sehe das selber so, ich bin der unfähigste Mensch für Video und für Fotografie. Also ich glaube, ich mache die beschissensten Bilder auf der ganzen Welt mit dem besten. Ich würde es, glaube ich, sogar hinkriegen, mit Garak seiner Kamera auf Auto fotografieren, ein Bild zu verwackeln. Das schaffe ich auch noch. Nee, Obwohl ich mir Mühe ja, doch, gegeben das habe. geht. Das kriege ich auch noch hin. Also das ist einfach nichts für mich. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe eine kleine Vorliebe fürs Vloggen entwickelt. Also das macht mir persönlich sehr viel Spaß und das geht halt, ja, das könnte ich auf Vimeo oder, nee, Vimeo oder wie auch immer diese Plattform heißen, könnte ich das machen. Aber ich baller das einfach mal bei YouTube rauf, weil da, ja, hochladen, fertig, ab geht's. Aber so das Stream selber, nee, ich möchte live da sein und dann da sein und immer da sein. Das andere ist nicht so, nee. Wobei ich ganz ehrlich, muss ich wirklich sagen, ich möchte gar nicht mit dem aktuellen deutschen Content in Berührung kommen. Also ich gucke mir das selber an und ich schäme mich dafür fremd. Also das, was ich sehe und das, was aktuell gefeiert wird, ohne Name-Calling, dafür schäme ich mich. Auf Auf YouTube? YouTube? Ja. Ja, es geht mir genauso, weil ich nicht nachvollziehen kann. Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Also nicht den Streamer. Also es gibt ja immer Leute, beziehungsweise nicht den YouTuber. Der YouTuber macht mir eigentlich gar keine Sorgen. Es gibt immer Leute, die ein bisschen anders ticken. Was ich so peinlich finde, ist, dass es unheimlich viele Leute gibt, die sich das angucken. Und das ist viel, viel schlimmer, finde ich. Und dann die Kommentare dazu. Nee, also diesen ganzen Content brauche ich auch nicht. Aber da bin ich vielleicht auch zu alt für, denn ich verstehe das sowieso nicht, was das soll. Aber die finden das ja toll. Ich meine, die haben ja zum Teil Zuschauer, das ist ja, da fasst sie an den Kopf, ne? Aber wobei, man kann das nicht wieder nur, muss man gleich dazu sagen, das ist ja auch bei Twitch genauso. Ja? Nur Ja, in kleinerer Form, sage ich mal. Noch. weil weniger streamen, ne? Genau. Aber das ist so eine Sache, womit ich auch nicht möchte. Also ich möchte damit nicht wirklich in Kontakt gebracht werden. Also ich schäme mich dafür wirklich. Ganz ehrlich. Also ich als, um jetzt mal wieder ein tolles neudeutsches Wort zu bringen, als Content Creator. Ist mir das echt unangenehm, damit Ja. verglichen zu werden. Wirklich. Also da schäme ich mich. Aber diese Vlog-Geschichte finde ich gar nicht schlecht. Also das habe ich auch schon überlegt, ob ich sowas mal mache. Hab mich dann erstmal wieder dagegen entschieden, weil nicht wegen der Arbeit, sondern bei mir ist das immer ein bisschen gefährlich, was ich dann von mir gebe. Das ist so, ich muss immer, das ist immer so eine Sache. Ich glaube, das würde sogar ganz gut ankommen, aber ich nehme halt kein Blatt vom Mund und das ist manchmal auch nicht förderlich. Also vor allen Dingen, wenn du nicht direkt mit einem kommunizierst, der weiß, wie du tickst, dann wird das oftmals falsch verstanden. Ja. Und damit lebe ich halt schon immer. Das ist eben so. Ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, wer mich nicht versteht, der macht mir jetzt keinen Kopf. Ja, also der muss damit leben, nicht ich, sondern er. Aber es ist manchmal schon so, deswegen habe ich dann immer überlegt. Aber was ich ganz cool fand, letztens in meinem Stream, das ist so entstanden, weil ich irgendwo am Rumfliegen war und da war gerade Zeit. Und da hat mir eine Zuschauerin
ein paar Bilder geschickt und dann fingen wir so an, ein paar Bilder zu zeigen von denen, die ich gemacht habe und von der Community. Und dann fing ich an, Bildbesprechungen zu machen, ne? Was ich an so einem Bild gut finde und also aus meiner Sicht der Studierten in Anführungsstrichen, ja, und was ich nicht so gut finde, wo der Fehler ist. Und das war ganz gut. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich glaube, so eine Rubrik werde ich wohl häufiger mal machen, weil es kam auch an anscheinend, weil ich habe dann danach unheimlich viele Bilder geschickt gekriegt. Und kannst du mal was zu dem Bild sagen und so? Also das fand ich, also es gibt doch so Sachen, die so nebenbei dann plötzlich passieren, wo man also doch Dinge machen kann, die gar nichts mit dem zu tun haben, was man eigentlich macht. Das finde ich schon ganz gut. Ich mag das auch. Ungemein. Aber Vloggen ist super schwierig. Ja. Also das ohne Witz, die Leute, die das jeden Tag machen. Also ich habe mich zusammengenommen, ja. Bei mir kam da, nee, das kannst du jetzt nicht sagen. Okay, nee, das auch nicht. Das auch nicht. Okay, das kannst du sagen. Nee, das auch nicht. Das auch nicht. Nein. Das ist echt schwierig. Und nachsprechen ist noch viel schwieriger. Also, was ich mit Herb gelacht habe bei Herb, ja, als wir mussten, glaube ich, zwei oder drei Passagen mussten wir extra aufnehmen, ja, weil der Ton einfach leider abhandengekommen ist, sozusagen. Ey, wir haben uns so gekugelt, ne? Also, Herb saß neben mir, hinter mir, und dann musste ich das halt nachsprechen, und das war so witzig. Wir haben dann nur gelacht, und das war echt gut. Also, da sind witzige Sachen entstanden. Also, ich sag mal, ich kann YouTube, kann ich nicht. Da müsste ich super viel noch lernen und das ist nichts für mich. Wollen wir die nächste Frage nehmen? Ja. Hier, die Frage finde ich, ich glaube, sie kam in der Vergangenheit mal. Aber wie weit beeinflusst Twitch euer Privatleben? Macht ihr viel davon abhängig und könnt ihr auch ohne leben? Sali, möchtest du vielleicht gleich antworten? Quasi, sozusagen. Privatleben? Nee, möchtest du vielleicht darauf eingehen? Oh, minimal. Hey, ich habe extra einen Stream verschoben, ja? Ich habe eigentlich einen auf nächstes Wochenende, also jetzt das Wochenende, was kommt. Der vierte und fünfte. Ich wollte eigentlich streamen. Ja, und dann Hast ist mir du? aufgefallen, dass ich Hochzeitstag habe. Aber Stefan hat es auch vergessen, als wir den Termin gemacht haben. Wow! Ja, nur in dem Moment, weil wir so am Planen waren. Die nächsten so 6, 7 Wochen haben wir jetzt gerade durchgeplant für den Stream. Also es dreht sich schon. Oh Mann. Ja, das entwickelt sich so. Und ich liebe es und ich würde es nicht anders haben wollen. Und das ist alles in Ordnung. Und zum Glück habe ich einen sehr verständnisvollen Mann, der das alles mitmacht und sich ab und zu auch mal vor die Kamera setzt und da Spaß hat. Ja. Es War der gibt auch noch ein, Jahrestag zwei schon? Sachen, die ich nicht im Stream mache. War So. der Jahrestag schon? Nächste Woche. Jetzt, also. Und Samstag. dann gibt's Jahrestagsstream oder was? Was? Nein, ich habe ja extra Ach so, abgesagt. ach Ja, so. ja. Ach so, ich dachte, ihr macht irgendwie Burger essen oder so. Ich glaube, das passiert nicht mehr, oder? Oh, was für eine gute Idee. Ja, also ich Aber werde dann das. müsst ihr die auch mal schaffen. Mit Kerzen, kannst du dann Kerzen in den Stream stellen oder so? Ja, ich gehe halt sehr, sehr offen mit meinem Privatleben um. Das stimmt. Ich habe damit kein Problem. Ich lebe in der Schweiz. Ich bin weit weg von allen, denke ich immer. Und ich teile gerne das, was ich teile. Es gibt auch so Kleinigkeiten, die ich dann vielleicht doch noch für mich behalte. Aber ansonsten, ja, lebe, ja, es fließt. Oh Gott, das sind echt 80 wäre untertrieben. Ich glaube, so 90, 95% dreht sich so, dass. Also selbst einkaufen gehen nach Deutschland oder so wird danach organisiert und nehmen wir auch mal einen Tag frei. Ja, du hast ja Samstag Sonntag frei. Ja, aber nicht, das ist blöd, wenn ich Behördengänge machen Ach muss. so, Die ja. haben nämlich dann zu. Also so, ne? Aber ansonsten, aber ich würde es nicht anders haben wollen. Ich habe es mir ja so ausgesucht. Es ist ja nicht, dass ich das da reingedrängt worden bin und. Doch, als wir dich aufgenommen haben, das steht in den Statuten. Steht doch gar nicht. Ach so. Ich weiß doch, was drin steht. Gut aufgepasst.
Aber hallo. Nein, es ist sehr, sehr viel. Aber ich glaube, wir beide sind auch sehr extrem. Schätze ich. Würdest du es anders machen wollen? Also ich sag mal so, ich habe momentan wieder ein bisschen mehr Privatleben. Ich habe jetzt ja einen neuen Kumpel, ja? Und der regelt das schon ein bisschen, dass das ein bisschen weniger ist, ja? Aber es sind, glaube ich, immer noch eine Menge Stunden vom Tag. Und also mein Leben dreht sich eigentlich um das weiß-pinke Zeichen, lilane Zeichen. Also es beeinflusst mein Leben sehr, weil ich verdiene damit meine Brötchen. Also ich lebe davon. Wäre ein bisschen doof, wenn ich es nicht tun würde. Das Einzige, was sich geändert hat in letzter Zeit, ist, dass ich keine Streamer mehr suche, weil ich es aufgegeben habe. Das habe ich aufgegeben. Aber ansonsten alles. Den ganzen, also der Teil, also morgens aufstehen, mich um meinen Kumpel kümmern, mich fertig machen und dann den ganzen Tag bis zum Schlafen ist eigentlich nur Twitch im Kopf. Außer wenn Frauchen da ist, dann nicht mehr. Also dann ist es wirklich, das habe ich hingekriegt, da ist dann nix. Da ist dann komplett alles aus. Nicht mal, fast nicht mal Streams gucken. Aber nur fast. Fast nicht mal. Gut. Fast. Es ist immer nur sowas, zum Ellen ist noch da so. Was machen die da jetzt? Ja. Slabby Garak? Wie ist das bei euch? Naja, ich bin jetzt der einzige Nicht-Selbstständige hier, ne? Quasi. Doch, du bist ja auch selbstständig. Ja. Philosophischer Natur. Nur nicht so ständig. Überlebenskünstler nenne ich dich immer gern. Ja, genau. Wie nennt man das nochmal so schön? Bear Grylls. Lebenskünstler. Nee, was wollte ich sagen? Ach so, ich habe das jetzt auch im Mai gemerkt, wo das Wetter wieder ein bisschen schöner war. Ich brauchte einfach mal ein bisschen Freigang. Ich war zum Beispiel letztes Wochenende mit Freunden irgendwie in Holland. Da waren wir irgendwie eine Gruppe von 15 Leuten, haben uns da ein Haus gemietet und sind einfach weggefahren und hatten auch kein Internet und so. War schön. 3 Tage einfach mal ein bisschen ohne das Internet zu machen. Aber es fehlt einem dann doch schon. Also ich muss dann noch die perfekte Balance finden. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen. Ja, da kommt auch gerade die richtige Frage. Aber Garak, wer ist? Ich hab ja vor 2 Jahren, als ich angefangen habe zu streamen, recht viel gestreamt. Das würde ich heute nicht mehr machen. Also ich habe damals jeden Tag gestreamt. Ich hielt das auch für notwendig. Ich glaube ich, nicht mal eine Pause gemacht. Gar keinen Tag. Nee. Aber ich habe auch nicht tagsüber gestreamt, sondern immer nur abends. Und es kann sein, dass ich ab und nee, ich hatte von August bis Dezember, Anfang Dezember, August bis Anfang Dezember, also gute 3 Monate in 2014, jeden Tag gestreamt mit nur 2 Tagen Pause. Ich hielt das aber auch für notwendig zu dem Zeitpunkt, um überhaupt erstmal in die Strümpfe zu kommen, Zuschauer zu generieren, weil ich meine, warum streamt man, damit Leute zu gucken? Und mir war das nie egal, 5 Zuschauer zu haben, da hätte ich sofort aufgehört, weil das macht keinen Sinn, das ist Bandbreitenverschwendung. Und vor allen Dingen Zeitverschwendung des Streamers. Also, das muss ich nicht. Und deswegen habe ich das so angefangen, so extrem, was mir sofort recht viele Zuschauer gebracht hat, durch diese Kontinuität. Und dann habe ich halt aufgehört damit und habe umgestellt auf 3-mal die Woche. Und das mache ich jetzt seit 1,5 Jahren so. Und das ist eigentlich ganz gut. Das ist ein gutes Mittelding. Ich bin ja auch verheiratet und ja, ich vergesse den Hochzeitstag nie. Weil, Shots fired. der wichtig ist, ja. Also für Frauen, für mich nicht so, aber bei den Frauen ist das doch so irgendwie genetisch bedingt. Naja, jedenfalls 3-mal die Woche und das mache ich eigentlich sehr, sehr regelmäßig. Also ich versuche keinen Stream ausfallen zu lassen. Das passiert zwar, weil ich genau wie ihr auch selbstständig bin, nur richtig. Also. Wow! Nur mit dem Real Job. Was hat der gerade gesagt? Was hat der gerade gesagt? Also ich streame nicht für meinen Broterwerb. Er hat einen richtigen Job. Ich habe einen richtigen Job, ja. Und
so gesehen ergibt sich das halt ab und zu schon mal, dass ich den einen oder anderen Tag nicht streamen kann, dann verschiebe ich das halt. Aber im Großen und Ganzen, das Leben verändert, würde ich sagen, vielleicht viele, viele Leute kennengelernt, viele Menschen kennengelernt, viele liebe Menschen kennengelernt, viele Idioten kennengelernt. Also im Grunde genommen, wie jedes Ding, was man macht, man lernt überall Leute kennen. Das hat es schon so ein bisschen beeinflusst. Und natürlich durch diese Regelmäßigkeit ist es schon so, dass der Stream den Ablauf der Woche bestimmt. Das kann man schon sagen. In einem gewissen Maße, weil bei mir ist es mit 3 Tagen ja relativ harmlos. Ich wollte mir übrigens nur was zu trinken holen. Ja, klar. Ich weiß ja, wie Garak das sieht. Er tut bloß immer so einen Plankenschnack und haut voll auf die Kacke. Und nach dem Stream sagt er mir, ach Dizzy, weißt du, ich habe schon ein bisschen Respekt. Du arbeitest ja trotzdem ganz viel, ne? Naja, ist schon okay, Nee, Garak. nee, Moment, da muss ich jetzt mal die Lanze brechen für Herrn Dissington. Ich würde, ja, ich, ja, wäre nicht in der Lage, davon leben zu können. Also das ginge gar nicht. Also ich, das ist also, und es ist ein harter Job, als Streamer davon leben zu können. Also das ist genauso hart wie jede andere Selbstständigkeit. Das wird immer so leicht weggetan, ja, Streamer, ne? Das ist aber Blödsinn. Das ist, deswegen nenne ich Nils ja auch immer einen Medienschaffenden. Es ist so, also er macht was mit Medien und und das ist ein harter Job. Also ich möchte nicht tauschen, wirklich nicht. Also ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich mache beruflich und das Stream ist für mich obendrauf und ich habe da unheimlichen Spaß dran. Und es beeinflusst natürlich schon das Leben, ist ja klar. Ist ja sehr regelmäßig. Und deswegen, also damit ist für mich aber okay. Super die Kurve gekriegt. Naja. Wollen wir das Thema wechseln? Jo. Nee, Slappy hat noch nicht. Slappy, komm. Du hast noch nicht Doch, ich habe geantwortet. schon. Hast du? Doch, ich habe schon. Ja. Ich hatte nur noch die andere Frage, die gerade reinkam, als Ja, Übergang, aber dann. wirf die ein. Komm, hau rein. Naja, weil ich ja gerade gesagt habe, ich war ja gerade in Holland für ein Wochenende und dann hat der Zeroic6 gefragt, eine Woche kein Internet, was tut ihr? Oh. Ja, das Handy benutzen. Sie. Ja, auch Boom, boom, ohne Shakalaka. Handy. Ja, Also. nee, warte, Auf dem Handy wo? hast du auch kein Internet. Das Ding ist halt, die Voraussetzung ist welche? Wo sind wir? Wenn wir Ja, genau. irgendwo im Wald sind, dann ist mir das Wurst. Dann gehe ich in eine Ostsee hüppen oder angeln oder in Baum fällen oder was der Geier, aber oder Lagerfeuer oder Kastanien suchen oder Leute verbuddeln oder was auch immer. Also, wir hatten auch ein Leben vor Twitch. Ja, ein Ja, ziemlich wir langes, wissen, ja. wie alles andere auch funktioniert. So, also Da habe mich ich immer kannst du auch mit YouTube einer geguckt. Gasflasche irgendwo hin oder mit einem Gaskocher irgendwo hinsetzen. Ne? Ich komme klar. Ich war Pfadfinder. Also, ich habe das jetzt in der. Im Moment bin ich ja ein bisschen fußlahm und kann nicht so richtig laufen, weil ich Sport gemacht habe. Aber ich habe das so. Ich habe ja das Angeln neu entdeckt, ja. Das habe ich mal gemacht als Jugendlicher und jetzt habe ich da wieder mit angefangen vor einiger Zeit. Und ich muss sagen, ich habe überraschenderweise festgestellt, dass ich tatsächlich es schaffe, einen ganzen Tag am Wasser zu sitzen, nicht mal einen Fisch zu fangen, weil mich das gar nicht interessiert, dass da ein Fisch. Also ich freue mich natürlich über jeden Fisch. Ich habe auch voll den geilen Hecht gefangen. Aber es wäre nicht mal schlimm gewesen, wenn ich nichts gefangen hätte. Einfach nur da zu sitzen, Seele baumeln lassen, geradeaus zu gucken und den Enten zuzugucken. Das war so entspannt. Also ich muss sagen, da habe ich echt kein Internet, das brauche ich alles nicht. Das ist super. Ich habe ja mein Telefon sowieso nur für zum Telefonieren. Das macht ja heute kein Mensch mehr. Und ich habe es meistens auf Stumm. Und damit mich keiner erreicht, dann muss ich auch das nicht. Und ja, also nee, ich brauche das alles nicht. Also ich bin darüber hinweg. Ich war mal, ich würde mich als Internetsüchtig bezeichnen oder als gewesener Internetsüchtiger, definitiv. Oder computersüchtig, würde ich eher sagen. Und das fing ja schon bei mir schon vor 35 Jahren an. Also definitiv, da würde ich absolut sagen, das war ich definitiv, aber das ist vorbei. Also es ist so unwichtig, Internet, so unwichtig, Computer. Draußen, da spielt die Wirklichkeit. Und da habe ich 35 Jahre gebraucht, das zu begreifen. Also das ist schon ja, beeindruckend. Die Frage ist übrigens, wenn jetzt aktuell in eurem Haus das Internet ausfällt,
Oh Gott. Ja, wäre mir egal. Also würde das erste, was ich mache, Telefon raus, irgendwen anrufen, Digga, buch mir einen Flug, ich bin unterwegs. Also das wäre das erste, was ich tun würde. Also ich würde, wenn zu meiner Freundin fahren, zu Dirbsens, zu Sali, Seger besuchen, keine Ahnung, irgendwas, einfach eine Woche, Tschüssikowski, ich bin weg, ich habe kein Internet, sorry, tschüssing. Ja. Das ist Urlaub für uns. Also für mich wäre das Urlaub. Zwangsurlaub, weißt du, der aber noch. Man muss sich nicht rechtfertigen. Ja, Doch. eben. Es Man, geht nicht. ja, kannst als Fan, Leute, sorry, ich habe kein Internet. Ich bin eine Woche nicht da. Ich poste denn bei Oh. YouTube was von woanders. Tschüss. Also das würde ich machen. Hätte ich gar keinen Schmerz mit. Also bin ich super spontan. Da wäre ich, glaube ich, der Erste, der nachts sogar noch im Zug sitzt, irgendwo hin. Kein Also Problem. wenn ich kein Internet habe, dann mache ich Twitter auf. Merke, ich habe kein Internet, dann mache ich Twitter aus, dann mache ich Facebook auf. Ist Und dann nicht merke dein ich, dass ich kein Ernst. Internet habe. Was? Ja, das ist aber normales Verhalten. Ja. Was? Echt? Ja. Ja, das ist so. Denk nicht drüber Das kenne nach. ich. Ich denk Das so, war bei mir oh, genauso. Internet, fuck, ich kann nicht auf Twitter. Ja gut, dann. Vorher. Also was ich hier alles organisiert hatte, um diese 2 Stunden zu überleben, das ist unglaublich. Ich habe mir dann erstmal einen Film geladen, den habe ich dann auf einen USB-Stick gepackt für mein Notebook. Mein Notebook habe ich in Akku rein, also überlegt, scheiße, du hast ja keinen Strom zum Laden. Also Akku geladen fürs Notebook, das ist auch alles, einen zweiten Akku gekündigt, einen Tag vorher. Also was ich hier alles organisiert hatte, um diese 2 Stunden zu überleben, das ist unglaublich. Ich habe mir dann erstmal einen Film geladen, den habe ich dann auf einen USB-Stick gepackt für mein Notebook. Mein Notebook habe ich in Akku rein, also überlegt, scheiße, du hast ja keinen Strom zum Laden. Also Akku geladen fürs Notebook, das ist auch alles, einen zweiten Akku geladen, obwohl ich den nicht gebraucht habe für die 2 Stunden, aber sicher alles safe, alles überall Akkus rumliegen gehabt, Taschenlampen befeuert, ist mein Vormittag um 10. Also ich war. Das war hier Survival-mäßig, Generalstabsmäßig, wegen 2 Stunden kein Strom. Naja, und, die ging schneller vorbei, als ich dachte, weil ich habe einen guten Film geguckt auf dem Sofa. Aber ansonsten ging nichts, aber mein Notebook ging 2 Stunden zumindest. Da kann man mal klatschen. Also das ist so gut. Ja, es ist krass, wenn ihr euch überlegt, einfach ist der Strom weg. Es ist, man denkt da gar nicht drüber nach, Oh was das doch. bedeutet. Also für mich, wenn ich da mal so rein, das wissen wahrscheinlich ja, wenigere wissen das. Ich bin im Wohnwagen aufgewachsen zum größten Teil. Ich komme aus einer Schaustellerfamilie und meine Mama sagt manchmal noch heute, Kind, guck mal, laufendes Wasser. Weil wenn du im Winter das Wasser nicht laufen lassen hast, wir hatten so einen großen amerikanischen Aufleger, sodass das Wasser läuft durch die Schläuche, dann friert es ein. Dann mussten wir morgens raus und am Schlauch immer wieder knicken in der Hoffnung, dass es noch nicht zu dolle eingefroren ist. Und deshalb wäre für mich das Ganze, wenn der Strom, schaltet mir doch das Wasser ab, meine Güte, dann wasche ich mich halt mit Kalb. Gar kein Problem. Gib mir einen Gaskocher, ich komme über alle Runden. Also für mich tiefenentspannt. Apokalypse, ich bin vorbereitet. Ich freue mich drauf. Schausteller jetzt wie so in einem Zirkus oder was? Beide Seiten. Was? Beide Seiten. Beide Seiten. Was, Zirkus und Zuschauer oder Artisten und Schauspieler. Ja, beide Seiten, Zirkus und Zuschauer, ich bitte dich, Naja, was? es gibt die Schausteller, die mit den Fahrgeschäften fahren und es gibt die Zirkusleute. Ja. Und das sind Ah. beide Seiten. Super. Genau, jetzt gehe ich angeln, genau. Wenn jetzt Stromausfall ist, gehe ich einfach angeln. Sag mal, hat der Angelschein noch? Warte, was hatte der damals, als ich ihn gemacht habe? 831 Fragen aus 5 verschiedenen Gebieten. Naja, es sind jetzt, warte mal, lass mich überlegen, ja, so ungefähr 700, 800, so in dem Bereich aus 6 verschiedenen Gebieten. Sechs. Ja, und Fischkunde, du musst Spezialfischkunde, bei der Prüfung Gerätekunde, musst du Gesetzeskunde, Gewässerkunde. aus diesen 6 Gebieten musst du 10 Fragen beantworten in der Prüfung, also 60 Fragen und du musst mindestens 45 richtig haben. Das ist nicht schlimm, aber du musst mindestens ich glaube, 70 oder 75% in jeder Gruppe richtig haben. Also dadurch, die 45 Fragen nützen dir nichts, wenn du zum Beispiel die Fische alle nicht erkennst. Ja, dann fällst du auch durch. Bei uns ist aber keiner durchgefallen und ich glaube, es geht auch gar nicht so richtig. Wollte ich mal so kurz nachfragen, ist so lange Ja, her. es sind schon viele Fragen, aber also bei dieser Fischereiprüfung, diese Antworten, ja,
Die sind, also ich meine, du siehst ja, welche Deppen da manchmal angeln gehen. Die müssen ja auch irgendwie bestanden haben. Und du siehst halt wirklich, da sind so Fragen wie, was für ein Fisch ist das? Ja, und dann ist da eine Scholle abgebildet. Und dann hast du da eine, dann steht da als Antwort Scholle und dann Hai und Aal. Ja, Ja, was willst du super. denn da noch falsch machen? Okay, das ist. Na, das ist doch eindeutig ein Hai-Aal, oder was? Ja, genau, eine Aalmutter. Übrigens Na. gibt es eine Aalmutter. Ja, es fallen auch welche durch. Also es stimmt. Also es gibt auch schon Leute, die da durchfallen, aber da muss man echt schon hardcore blind sein. So richtig schwer ist es nicht. Man muss ein bisschen was lernen, das ist richtig. Also ich habe das ja in 2 Wochen gemacht. Also das geht schon. Also es gibt schwierigere Prüfungen. Also die schwersten Prüfungen, die ich jemals hatte, mal abgesehen von Studien, vom Studieren, waren die Amateurfunkprüfung. Zum Funkamateur, also das hat nichts mit CB-Funk zu tun, das ist richtig kompliziert, richtig schwierig. Zumindest damals, heute gibt es ja auch so eine abgeschwächte für Kinderfunk. Und dann, ja, es wird alles leichter, ja, weichgespülter. Und dann gibt es noch eine Prüfung, die auch sehr schwer war, fand ich jedenfalls. Und zwar die für Sport- und Führerschein See- und Binnengewässer. Also die fand ich auch sehr schwer. Weil du gerade Kinderfunk gesagt hast, muss man einen Funkschein machen, wenn man mit seinem Kind telefoniert, also Babyphone? Weil du gerade. Nein, nein, für ein Ach so, Babyfon nicht. okay, ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass das vielleicht wer falsch versteht, ja? Nein, nein, nein. Gut, okay. Naja, mit Kinderfunk meine ich, das sind so diese. Es gibt inzwischen für die Funkamateure so eine Klasse E, also die gibt es schon lange, seit 20 Jahren vielleicht schon, na, nicht ganz. Die ist ein Ankreuztest, der etwas vereinfacht ist. Also man darf dann auch nicht alles, was ein richtiger Funkamateur machen darf. Aber das wurde dann immer weiter aufgeweicht. Also zu Anfang durften die nur im UKW-Bereich funken, also nur im Nahbereich quasi. Heute dürfen die auch auf vielen Kurzwellenbändern, ohne dass sie jemals eine Prüfung machen mussten dafür. Währenddessen andere halt die Prüfung machen mussten. Das ist dann immer so ein bisschen das Problem, dass diejenigen, die die Prüfung gemacht haben, das gar nicht witzig finden, wenn andere das nicht gemacht haben und das einfach geschenkt bekommen. Aber das ist eher ein psychologisches Problem, glaube ich. Jedenfalls ist es einfacher geworden insgesamt. Aber Sportbootführerschein, Küsten- und Binnengewässer habe ich gemacht vor 30 Jahren. Und das Ding war echt hardcore, muss ich sagen, weil da auch eine praktische Prüfung dabei ist, so mit Mann über Bord üben und anlegen und Knoten zeigen und so. Das fand ich schon echt schwer. Wollen wir weitermachen? Okay. Kann man die Bay Pirates vielleicht mit den Avengers vergleichen? Der eine ist, warte mal, der eine ist mehr, der andere ist weniger Avenger. Jetzt kommt das Problem, dass nicht alle Avengers kennen. Okay, Weiß, dass er Hulk mitmacht. ich fand das lustig, deswegen wollte ich das zitieren. Entschuldigung. Hat das Geld bei Slapsticker nicht für den Unterstrich gereicht? Oder warum hat er keinen? Nee. Okay. Der einzige nicht gepartnerte bin ich hier, deswegen habe ich keinen Unterstrich. Wie kein Unterstrich? Ja, HC-Dizzy, Garak-Dizzy, Salista-Garak, Ja? Hauptsache Garak-Dizzy. Super! Garak-Durak. Gut, das war witzig. Das war Ja. witzig. Wie macht sich das gruppenintern bemerkbar bei uns? Ja, wir sind ja theoretisch noch bei unserem Thema. Quatscht ihr viel? Gebt ihr Tipps untereinander, etc.? Gebe ich, hole mir. Nö. Also nee, What? weiß ich nicht. Kann sein. Kann sein. Was? Was ich Also dir ich alles habe schon ja. gesagt habe für dein Stream, du Sack, ey. Also kann sein. Also ja, also natürlich, da wir ja eine Gemeinschaft sind, ist das schon. Wie er mich einfach. Ah, so gut. Wie Ja. er heute richtig auf die Kacke und gut, Karak, mach weiter. Wir sehen uns Ja, später. ja. Ja. Nee, Beim das Angeln. funktioniert schon. Also nicht so, also ich habe nicht mit jedem irgendwie geredet. Es gibt auch Leute, mit denen ich nie geredet habe bisher. Also, obwohl wir gar nicht so riesig sind, aber das ist halt unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Streams, auch unterschiedliche irgendwas. Aber es gibt schon. Also Dizzy zum Beispiel hat mir, dass ich jetzt hier ohne Kopfhörer sitze und so, das geht nur, weil er mir einen kleinen Trick gezeigt hat. Wie ich mein Audio anders durch mein Mischpult schleifen kann und mit beiden Rechnern das gleiche Mikrofon benutzen kann. Das hat so und ich habe irgendwann mal umgestellt auf ein Richtmikrofon, also auf so eine Superniere, sodass mein Audio aus dem Lautsprecher kommt. Also ich habe zwei Lautsprecher und einen Verstärker
so Stereoverstärker und da sind zwei Lautsprecher und die sind an der Wand und darüber höre ich mein Audio. Das kommt aber jetzt nicht als Rückkopplung rein. Könnte ich übrigens, soll ich mal machen? Könnte ich. Ich musste das Mikrofon nur etwas lauter machen, dann würde es hier grausam pfeifen. Aber die Supernähe blockt das also so weit ab und insofern, das ist zum Beispiel eine Geschichte, die Nils mir erklärt hat, wie man das geschickt machen kann. Das ist einfach so Try and Error, ne? Also diese ganze Streaming-PC-Geschichte mit Audio und so ist sowieso der größte Wahnsinn ever und ich bin heilfroh, dass es jetzt läuft und seit längerer Zeit und ich fasse es auch nicht mehr an. Ich habe mir das aufgemalt, jedes Einzelne, ich habe da richtig einen Schaltplan von gemacht, damit ich das auch jedes Mal wieder reproduzieren kann. Aber ja, also um die lange Rede zu beenden, ja, man hilft sich natürlich gegenseitig, klar. Yep. Ja, also ich helfe Leuten mehr, als mir geholfen wird, sagen wir mal so. Also, du warst ja auch der Erste und du kanntest schon alles. Ich will das auch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich möchte gar nicht, dass mir wer hilft. Oder, also ich habe, sagen wir mal so, ich habe meine Interna, also die wirklich nur bei mir sind oder mir was sagen können. Und, also was meinen Stream angeht, glaube ich, hole ich mir Meinung ein, aber machen tue ich alles selber. Aber ich helfe trotzdem jeden. Also das Ding ist halt, die Leute profitieren natürlich von dem, was ich Stunden, Monate, Tage lang mir angeeignet habe, weil bei denen geht das in 10 Minuten, dann ist das fertig. Also wenn ich mir überlege, wie viele Mikrofone ich schon eingerichtet habe, mit Software hinten dran, dass sie danach gut klingen, huch, das waren schon eine Menge. Und dann schließe ich mein eigenes noch falsch an. Also habe ich auch schon gekriegt, ja. Also es gibt ja Mikrofone, da kann man nur in eine Richtung reinsprechen und von der anderen Seite kommt natürlich kein, ne, weil da ist kein, die nehmen das da nicht auf. Und das ist bei meinem so, ja. Ich habe das bei Slappy, hat den Fehler mal gemacht, ja, und hat das, nicht Slappy, sondern Scrappy, und hat er das einmal falsch rumgedreht und das war dann halt super leise. Und dann haben wir ihm halt gesagt, er soll das umdrehen. Und genau derselbe Käse ist mir dann auch passiert. Also ich glaube, das war das Erste, was ich bei den Bay-Pirates so. Oh, da weiß ich noch. Da war, wie war denn das? Du, Sally, dein Mikrofon, ne? Ist das so und so? Weiß nicht. Ja, vielleicht solltest du das mal drehen. Warum? Ist der Ton nicht gut? Doch, doch, der ist schon gut, aber er könnte besser sein, weil der Name, der sollte nicht zu den Leuten zeigen. Der sollte zu dir zeigen. Hä? Und dann, ja, habe ich so ein halbes Jahr oder so, habe ich immer, ja, mal mehr, mal weniger falsch rum in mein Mikrofon gesprochen. Also, ja, passiert, ne? Aber dafür ist das halt gut, also dafür, dass man Wissen austauschen kann. Ich denke, dass sich Problematiken einfach schnell erklären dann. Und dafür ist die Gruppe ja auch einfach da, dass man sich gegenseitig helfen kann. Ja. Also auch bei Stream-Problemen, wenn man nochmal mehr rausholen kann. Und jeder, also es ist unterschiedlich. Der eine mag es, der andere macht es nicht alleine. Also es dauert immer eine Weile, bis so Leute, die jetzt gerade hier sind, zu einem kommen und einen fragen. Oder auch andersrum. Aber es gibt auch Leute, die hätten gern von Anfang an Hilfe. Und da ist man dann natürlich füreinander da. Also ich sag mal so, wenn ich das auf mich beziehe, ich habe schon sehr viel Sachen oder jemanden, Leuten geholfen, was Steuer angeht und wie das dann mit PayPal abläuft und so weiter und so fort. Und dann kommt die Technik und Stream selber und solche Sachen. Brainstorm, wenn irgendwer Ideen sucht, was er machen kann und so. Also man profitiert da schon von, wenn man gemeinsam so einen Haufen hat. Auf jeden Fall. Übrigens, da kommt gleich hier, was ist der Vorteil für jeden von euch an den Bay Pirates? Die könnte man gleich mit reinwerfen, die Frage. Ja. Soll ich das mal beantworten? Ja, bitte, hau rein. Ich kann jetzt zu der Hilfe nicht so viel sagen, weil ich ja selbst nicht so viel geholfen werde und selbst auch nicht so viel helfe. Obwohl ich immer da bin. Aber also bereitstehen würde. Die Vorteile, naja, oberflächlich gesehen, Webpage, beziehungsweise Homepage, Teamspeak natürlich und solche Geschichten. Ne, dann halt Rat und Tat, wenn mal was ansteht. Also, ich weiß nicht, entweder man hat selbst Probleme irgendwie mit dem Sound, mit dem Streaming-Zeugs oder der eine hat schon zum Beispiel sich mit Encoding-Optionen beschäftigt und man selbst hat das noch nicht gemacht, dann kann man fragen, ne, zum Beispiel jetzt als OBS Studio,
oder jetzt, wo OBS Studio ein bisschen größer wird und tatsächlich benutzbar ist, kann man ja auch fragen, wie das alles funktioniert und wie man da gut umsteigen kann. Das zum einen, also Know-how natürlich, das bringt. Und für mich ist am wichtigsten, dass ich in der Streamergruppe bin, und das haben wir ja auch schon gesagt, halt, wo wir halt alle irgendwie gleich sind. Also wir sind alle ein verschiedener Haufen, aber irgendwo haben wir doch die gleichen, also verfolgen wir die gleichen Ziele als Streamer. Halt nicht diesen Clickbait-Scheiß zu machen, sondern wirklich was mit Substanz. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man hier geboten kriegt. Einfach eine Community, die in ihrer Heterogenität sehr homogen ist. Das würde ich so unterzeichnen. Andi, sprich gerade an. Ich würde gerne andere Fragen stellen, aber politische Fragen werden ja hier nicht behandelt. Wir haben auch schon Politik behandelt. Bei Politik ist das immer so eine Sache, wenn man das kurz mal beantworten darf. Bei Politik ist das immer so eine Sache, Weltansichten tun manchmal weh. Und das gibt sehr viel Kuddelmuddel. Und was Politik angeht, ist, glaube ich, bei allen außer Garak fast alles nur Halbwissen. Und was willst du mit Halbwissen? Also ich persönlich habe in meiner ganzen Laufbahn gelernt, du unterhältst dich nicht über Themen, worüber du nichts weißt. Außer du stellst es von vornherein klar, dass du nichts darüber weißt. Das vielleicht geht auch noch, aber warum, man sollte nicht Halbwissen über Halbwissen reden. Wenn man nichts weiß, soll man die Fresse halten. Ganz Das einfach. Problem ist, als Streamer, wenn du dich hier hinstellst, dann bist du quasi, ne, dann zwischen uns und euch ist quasi das Bild. Also das fällt mir nur das polnische Wort dafür ein. Der Bildschirm, so, das wollte ich sagen. Wie ist denn das Und polnische Wort, bitte? Ekran. Was ist das? Und Bildschirm. Ah, Ekra. Ja. Okay, super. Und warum auch immer, keine Ahnung. Ekre? Und das. Nein, nein, nein. Ich meine, warum mir auch immer mir jetzt gerade nur das Wort eingefallen ist. Aber dadurch, dass da der Bildschirm dazwischen ist, haben manche Leute das Gefühl, man hat irgendwie von allem eine Ahnung und man ist in allem klar. Und manche Leute nehmen das, was man selbst dann hier sagt, als irgendwie so wahr, als wäre es tatsächlich so und klappern das dann nach, ohne darüber selber nachzudenken. Obwohl ich auch einfach nur hier auf meinem Schreibtischstuhl sitze und auf meinem Schreibtisch sitze und mich zum Affen mache halt, ne? Also ich habe das Einzige, was mich unterscheidet von den Leuten, die draußen sind, ist, dass ich einen Knopf gedrückt habe und im Stream starten steht. Das ist der einzige Unterschied. Und und das ist halt die Gefahr. Ich hatte letztens, wann war das? Was haben wir heute? Sonntag. Am Mittwoch hatte ich einen Ziegenstream, weil der Tag der Ziege war. Und das war auch sehr spannend. Allerdings waren da so einige Mitbürger nicht so ganz begeistert. Die kamen alle aus der Gegend, wo die Ziegen halt sehr beliebt sind. Aber ich nehme solche Themen halt auf. Auf der anderen Seite, ja, man sollte schon wissen, worüber man redet. Das Problem ist nur, dass diejenigen, die fragen, meistens nicht wissen, wo. Also die haben eine eigene Vorstellung. Der Frager hat ja in der Regel, also eine Frage kommt ja aus etwas heraus und dieser Frager hat ja in der Regel seine eigene Meinung und die muss ja nicht unbedingt. Oh, was haben wir jetzt kaputt Aha. gemacht? Oh Gott. Nö. Das ist aber früh schon heute. Technische Störung. Kein Technische Problem. Störung. Das hatten wir ja noch nie. Was ist denn Oh. da passiert? Also Aber das sind bitte. ja nur 2 Stunden. Wir sind noch gar nicht so lange online. Hat Skype die Zeit runtergesetzt oder was? Wow. Warte mal, sind wir wieder richtig jetzt, oder? Sie benötigen Skype Premium, um eine Gruppenvideoanruf. Brauche ich noch Ja, nicht, das bin steht auch da nicht. öfter mal. Aber jetzt geht das wieder nicht weg hier, das Glumme. Wir sind alle grau. Das geht doch gleich wieder weg, oder? So ist das im Alter. Naja, das geht gleich weg. Ich weiß das nicht. Ja, sollte gleich weggehen. Ich mach wieder an, ne? Jo. Ja. Garrett, führe deinen Wobei, Text fort. ja, ich führe meinen Text fort. Also das Problem ist, dass derjenige, der fragt, natürlich in der Regel schon eine Antwort für sich selbst hat.
Und es auch sehr, sehr schwierig ist, gerade weil das politisch ist oder weltpolitisch, wie auch immer. Nehmen wir mal ein gutes Beispiel. Das Beispiel wäre Putin. Kann man lange, ne, das ist, da brauchst du nur ein Wort zu sagen und da kann man jetzt, da hast du sofort zwei Fraktionen. Da. Ja, zwei Fraktionen und dazu kannst du, wenn du ein bisschen Hintergrundwissen hast, kannst du dazu eine Meinung haben. Also ich habe dazu eine Meinung, weil ich auch ein bisschen Hintergrundwissen dazu habe. Also, aber du musst gerade bei solchen Themen immer ganz, ganz vor. Also wenn du das sagst, was du denkst, beziehungsweise was Fakt ist und dich nur auf die Fakten beschränkst, was du ja machen solltest und nicht deine eigene Idee damit reinspielst, sondern einfach nur die Fakten, selbst dann trittst du einem hohen Prozentsatz auf die Füße. Und weil wir in einer Gesellschaft von Weichgespülten leben, das ist ja meine nicht, also das konnte mir keiner widerlegen, dass die These falsch ist, weil die Gesellschaft immer weichgespülter wird. Vor 30 Jahren sah die Welt etwas anders aus. Ich will nicht sagen, dass früher alles besser war, das war es nicht. Aber die Menschen sind heute wesentlich schneller beeinflussbarer oder sind beeinflussbarer und sind eher zu Ja-Sagern geworden und mach mich bloß nicht nass und lass mich in Ruhe, ich mach mein Ding. Und die sind nicht mehr konfliktfähig. Man sieht das ja daran, dass nicht mehr demonstriert wird. Wir haben ein Demonstrationsrecht, um als Bürger auf die Straße zu gehen, um unsere Ideen durchzusetzen gegenüber der Politik. Oh, wir sind wieder hell. Mhm. Und ja, blendet richtig. Und Leute, wann sind denn die Leute das letzte Mal auf die Straße gegangen? Ich rede jetzt nicht von diesen Pegida-Schwachmaten, ja, sondern ich rede von richtigen Demonstrationen gegen irgendwas. Ich kann mich da eigentlich nur an Stadtbahn West erinnern und an Brockdorf, also an Atommeiler. Das ist doch aber alles 20 Jahre und länger her. Heute gibt es überhaupt gar keine Demonstrationskultur mehr. Das sehen wir bei den Franzosen, das ist viel genialer gelöst, die machen das noch. Das ist aber unser Recht als Staatsbürger innerhalb dieser Demokratie, die wir sind. Und das ist gut, dass wir eine sind, aber diese Rechte nimmt keiner mehr wahr. Und die Politik lebt damit sehr gut, ja, es ist super bequem, ja. Und aber wenn man was verändern will, muss man auf die Straße gehen. Und das passiert halt nicht mehr. Daran erkennt man auch, dass die Gesellschaft sich komplett verändert hat. Zu Ja-Sagern, zu Desinteressierten, ja. Also es sind ja nicht nur Ja-Sager, also viele sind einfach nur desinteressiert, lass mich in Ruhe, kann ich sowieso nicht ändern. Das ist falsch. Man kann alles ändern, indem man dann einfach das wahrnimmt, was einem Staatsbürger zusteht. Ja. Aber wie gesagt, das hat sich komplett geändert. Aber ob man also, das dann in einem Stream aus, das ist eben bei mir, ich unterhalte mich ganz gerne über solche Themen. Als Dizzy zum Beispiel da war, haben wir uns auch unterhalten. Aber das ist ein Gespräch, ich glaube, umso mehr Leute da sind, umso mehr heizt sich das Ganze auf und dann schaukelt sich das hoch. Für mich ist der Stream, und das wird er auch immer bleiben, ein Happy Place. Das ist mein, das ja, sind Themen. Ja, es ist halt nicht Weltwirklichkeit, ne? Also ja, ich gebe dir recht, ja. Die will ich auch so, da nicht haben. So kann haben. Man einen Stream fahren, aber das ist nicht meine Welt, weil das wäre verlogen. Ja, das darum, die Welt es ist geht kein nicht Happy um Place, verlogen, ja? Sondern es geht darum, dass ich das mache, um Spaß zu haben und mich nicht mit solchen Themen mit 100, 200, 300 Leuten gleichzeitig auseinanderzusetzen. Darum geht es. Das ist nicht, ich spiele eine schöne Weltvorstellung vor, weil dann können wir uns im Teamspeak danach treffen und dann können wir im Teamspeak darüber reden. Aber nicht live in meinem Stream wird sofort abgeblockt, solche Themen. Genau aus solchen Gründen. Das ist, das, ne? Lalala, möchte ich gar nicht. Möchte nee, so ich in diesem Moment nicht. Also nicht das mache ich nicht. Also ich habe eine klare Meinung. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich weiß, was mein Recht als deutscher Staatsbürger ist. Ich lebe in einer Demokratie und bin froh darum, dass ich in einer Demokratie lebe, so wie es hier in Deutschland ist. Und dann muss ich auch Stellung dazu beziehen. Aber nur nicht den Schwanz einzuklemmen und zu sagen, heile Welt, heile Dalli, alles toll hier, super, mir geht's super gut. Ja, mir geht's gut. Aber es geht aber das hat ja keiner Straße gesagt, Garak. Das sage ich ja nicht im Stream. Da, ich sage ja nicht darüber, Halligalli, deswegen habe ich Welt. Da überhaupt gar kein Problem, darüber zu reden. Also auch im Stream nicht, das macht mir nichts auf. Ja. Muss du ich kannst, also, kannst du ja. Also ich will das zum Beispiel auch nicht. Ich will das gar ja, nicht, weil, ja eben, das ist halt so, das ist wie mit allen Themen, ja. Ich könnte aufzählen, Katzenkrankheiten, Katzenfutter, kann ich dir alles aufzählen, alles voller Halbwissen von Wikipedia, Punkt, ja. Aus, Ende. Da gibt's dann zwei, drei, die haben wirklich Ahnung davon und die gehen dann einfach unter, weil das Halbwissen ist.
Und was willst du mit solchen Diskussionen? Die Diskussion ist, die ist gar nicht ebenbürtig, weil Leute müssen schreiben und du bist schon 2 Wochen weiter vorwärts. Und also ich sag mal ganz ehrlich, mit den Demonstrationen zum Beispiel, das Wischiwaschi-Krimskrams, was heutzutage passiert, ist für mich Larifari, dafür brauchst du nicht auf die Straße gehen. Auf die Straße gehst du und dann machst du Redi-Remi-Demi. Und damit du dann auch da dir dein Gehör verschaffst, ja? So wie du gesagt hast, so wie das früher war. Oder so wie das in Frankreich ist, oder so wie das in Großbritannien ist. Da braucht man nicht drüber diskutieren, so. Und da will ich auch mit gar keinem diskutieren, weil ich möchte denjenigen in die Augen gucken, weil das ist ein scheiß ernstes Thema. Und wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, wir haben jemanden da, der, keine Ahnung, der hat einen schlechten Tag oder der pupt dann quer, warum willst du den auseinanderruppen? Und dann 200 Leute, das ist wie im Knast, ja? Wenn einer im Po gepiekert wird, dann wird einer im Po gepiekert. Und nicht alle Mann. Und dann ist nicht alle Mann Spaß, sondern nur mit den beiden. Und so sollte das eigentlich sein. Und so sehe ich das. Und ich finde das, ich habe manchmal so viele sinnlose Diskussionen, wo ich mir so denke, ach was, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf Stream, weil das einfach so, Ja. was will ich damit? Der Quatsch. Da babbeln so viele Leute irgendwas und schreiben irgendwas. Man ist halt immer, man kann irgendwas sagen. Bumm, straight, haut das raus. Und dann kannst du das unterbinden. Jeder kann seine Meinung haben und ich bin auch der Meinung, jeder sollte seine Meinung äußern. Aber es gibt immer, ich sehe das halt so, jeder darf sprechen und ich müsste so vielen Leuten das Sprechen verbieten, weil da so viele Sachen drinne stehen, die A, schwachsinnig sind, B, überhaupt nichts zum Thema aussagen, C, Bildzeitung, irgendwas sind und das sind einfach Sachen, weißt du, wenn ich mich mit dir darüber unterhalte, bin ich ruhig, weil du hast Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich höre dir zu. Ich mache mir meine eigene Meinung. Und das geht halt einfach nicht im Stream, weil man kann sich nicht austauschen. Wie soll einer mit 300 Leuten reden? Wenn du verstehst, wie ich Also, meine. ja, ich verstehe, was du meinst. Ich meine ja auch nicht, dass du da eine Diskussion drüber führen sollst, sondern bei mir ist es halt oft so, ich werde einfach etwas gefragt und daraufhin habe ich eine Meinung und die sage ich dann auch. Also ich sage dann nicht hier, lass mich in Ruhe mit deiner Meinung, hier ist Happy Place, ja, hier ist Tululülüt, sondern ich sage dann meine Meinung dazu. Und aber ich mache da jetzt keine große Diskussion draus, weil das geht nicht im Stream, das funktioniert nicht. Weil du hast auf der anderen Seite niemanden, der dir zeitnah antworten kann. Du hast eine Streamverzögerung von 30 Sekunden und mehr. Und das heißt, wenn du irgendwas gesagt hast, du bist ja viel weiter vorwärts als der Stream, der da hinterherhängt. Das funktioniert nicht. Darum geht es auch gar nicht. Es geht aber darum, dass ich schon meine Meinung sage, wenn ich gefragt werde zu bestimmten Themen, egal welches Thema. Also es gibt auch, wozu ich nichts sage, was ich entweder komplett ignoriere oder eben sage, ich habe doch keine Ahnung von, lass mich in Ruhe. Ja, weil ich kann ja nicht alles wissen. Ja, aber in den Gebieten, wo ich weiß, da kann ich was zu sagen, da sage ich das auch. Da habe ich gar kein Problem mit. Also ich empfinde das einfach so, wenn ich ins Kino gehe, will ich nicht mit irgendeinem Blödpfiff Folge blub werden, sondern da will ich meinen Spaß haben. Und wenn Leute von der Arbeit kommen und einen Stream gucken, wollen die ihren Spaß haben und nicht noch das auf sich abladen. Und das kann ich verstehen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Happy Place ist, weil ich habe auch schon sehr knallhart meine Meinung gesagt zu Themen, wovon ich Ahnung habe. Und wenn ich nicht so viel Respekt hätte für andere Leute, die im Internet kursieren, dann wäre bei mir aber schon die Rentsch am Brennen. Zum Glück habe ich Menschen, die mich davor bremsen, weil sonst wäre, also da wäre richtig die Kacke am Dampfen. Ich sehe das auch so wie du, Garak. Also gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich sehe das immer sage ich mal, zum Gute aller verzichte ich darauf. Für mich selber. Also meine Maxime, wenn ich da kurz was zu sagen darf, war immer beim Stream, ich mache einen Stream, den ich mir selber auch angucken würde. Und ein Stream, in dem der Streamer über ernste Dinge redet, sehr, sehr ernste Dinge, die gerade in der Politik und in der Welt passieren, würde ich mir persönlich nicht angucken. Und deswegen rede ich auch nicht darüber. Zum einen, abgesehen davon, dass ich mich überhaupt gar nicht damit beschäftigen möchte. Ich bin einer dieser Weichgespülten, wie du es sagen würdest. Und das bin ich sogar mit Stolz. Ich lebe ein Leben nach Epikur. Ich möchte mich mit Zeitungen und Medien und dem ganzen Scheiß möchte ich mich nicht abgeben. Das habe ich mir vor 2, 5 Jahren irgendwann habe ich mir das auf die Fahne geschrieben und das lebe ich. Und ehrlich gesagt, mir geht es seitdem viel, viel besser. Ich schaff's trotzdem immer noch auf irgendwelche komischen Zeit-Onlines und so zu gehen und mir die Kommentare darunter durchzulesen und auf Facebook. Und das macht mich jedes Mal kirre und jedes Mal lenkt es mich
eher vom echten Leben ab, als dass es mir irgendwas bringt für mein Leben. Und deswegen, ich bin gerne weichgespült, muss ich wirklich sagen. Aber das ist ja auch die Freiheit, die jeder hat. So sieht's aus. Also jeder kann ja das machen, was er möchte, solange er sich in den Rahmenbedingungen aufhält. Wer die Rahmenbedingungen nicht ändern möchte, muss sich damit nicht beschäftigen. Punkt aus Ende. Und Richtig. das ist das, was viele Leute, die sehr pedant auf solche Gespräche sind, irgendwie vergessen. Es gibt einfach Menschen, die interessieren sich für Politik nicht. Aber Ja. die machen auf der anderen Seite, machen sie woanders was her und bewegen dort was. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn wir uns alle damit beschäftigen würden, dann könnten wir auch alle Politiker werden oder könnten wir das werden. Aber dann würde es zum Beispiel keine schlauen Leute geben wie, weiß ich nicht, nimm einfach Bill Gates, der uns mit Computern oder was auch immer irgendwas gemacht hat. Versteht ihr? Und das muss man akzeptieren. Der hat nur kopiert. Oder Aber ja, spielt ja gut. keine Rolle, mir ist kein anderer eingefallen. Wir können auch gerne. Steve Jobs. Ja, Steve Der hat auch Jobs nur wäre der kopiert. Richtige gewesen, ja. Als Präsident, um Gottes Willen. Naja, nee, ich habe ja auch nichts anderes gesagt. Also das Entscheidende ist, ich gebe eine Antwort. Ja, ich würde jetzt keinen Polit-Talk-Stream machen, ja, sondern ich gebe aber eine Antwort, wenn ich gefragt werde und ich in diesem Gebiet Ahnung habe oder was zu sagen habe, dann tue ich das. Und wenn Menschen, wie es viele, viele mittlerweile in Deutschland gibt, gar keine Meinung zu nichts haben und nur ihre Ruhe wollen, dann ist das in Ordnung. Dann dürfen sie aber auf der anderen Seite, und das ist eben das, was dann immer passiert von den gleichen Menschen, nicht verlangen, dass irgendetwas so passiert, wie sie es gerne hätten. Ja, das ist Das natürlich haben sie dumm. dann ja verwirkt. Ja, Und das ist dämlich. Okay, da das gebe ich dir recht. verstehen sie halt aber nicht. Ja, das ist der Punkt. Ja, gut, das kann ich verstehen. Okay, da hebe ich die Hand und sage dir, okay, alles klar, weil das kenne ich schon zu Genüge aus dieser Plattform hier. Ja, eben. Meckern und dann nichts gemacht haben, aber erstmal meckern, gut. Ja, das ist eh so ein Ding der Deutschen, diese Mecker Philosophie. Wollen wir weitermachen? Ja. Dreckige Ente hat gerade gefragt, was heißt gerade, vor einer Weile, werden wir noch andere Bay Pirates Streamer kennenlernen? Also ich sag mal so, ich habe was im Kopf, habe eine Idee, die würde ich jetzt gerne nicht nach außen tragen, aber es ist was in der Andacht. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Denkt ihr, es macht Sinn für kleine Streamer Mitglied der Bay Pirates zu sein? Ja. Also, ich sag mal so, wir haben ja nicht nur große, was weiß ich, groß und klein ist immer so eine Sache. Natürlich, also ich nehme mal Bulli und Ich glaube, wir Würl. haben mehr mit wenig Zuschauern als mit vielen, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Und für die, also sie profitieren von unserem Wissen. Ich zum Beispiel muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Bulli und Würbel das ganze Jahr über nicht wirklich viel zu tun. Ich gucke ihren Stream, aber ich habe so nicht ganz so viel Kontakt, außer die Sitzung, wo wir uns ab und zu mal unterhalten. Aber ich freue mich ungemein, dass sie immer noch seit 2 Jahren hier sind und wir zum Beispiel uns auf dem Community-Treffen treffen, wir normal reden können wie Freunde, ich Bulli den Bart ablecken kann und er das immer noch lustig findet nach mehreren Jahren. Und das ist für mich ein Highlight. Und ja, warum sollte das nichts bringen? Wir gucken ja nicht nur nach Großen. Das ist ja Quatsch. Also uns ist das egal. Es kommt auf die Person an. Das ist meine Ansicht dazu. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, genauso. Wollen wir denn weitermachen? Ja. Hi ho zusammen. Wie viele Leute helfen im Hintergrund und was machen die? Das ist eine gute Frage. Eine Handvoll und alles. Also ich sag mal so, es gibt Leute, die das Community-Treffen. Wobei, da kommen eigentlich auch nur Leute von mir, oder? Obwohl, nee, Schnatzi waren auch welche da, oder? Nee, das ist Quatsch. Nee, das ist eine Lüge. Community-Treffen ist Community-Treffen. So. Da gibt's zwei, drei mit der Frau von dem einen zusammen, gibt's welche, die sich darum kümmern. Dann gibt's. Hast du
Also, nee, ich will die jetzt nicht aufzählen. Obwohl, ist ja zugänglich für alle. Nee, will ich jetzt nicht aufzählen. Also, es gibt Leute, die kümmern sich um das Community-Treffen. Dann gibt es Leute, die kümmern sich um die Homepage, das Teamspeak. Dann gibt es Leute, die kümmern sich um diese Grafiksachen zum Beispiel für den Plankenschnack etc. Dann gibt es noch jemanden, der kümmert sich um YouTube. Dann kümmert sich jemand noch um die Homepage. Dann kümmert sich jemand um das Protokoll, wenn wir quatschen, dass die Leute ihre E-Mails kriegen. Und dann sind noch Leute da, die einfach brainstormen. Und die Klabautermänner, die sich darum kümmern, ob wir welche Streamer und so weiter und so fort. Also es sind schon noch ein paar mehr Leute, die sich um was kümmern. Und vor allen Dingen, es sind Leute, die immer, oder zumindest, es gibt immer jemanden auf dem Teamspeak. Egal zu welcher Uhrzeit, vielleicht so um 5 Uhr, vielleicht gerade nicht, aber meistens, wenn man aufs Teamspeak kommt und einfach nur wen zum Quatschen braucht, ist auf dem Teamspeak immer irgendwer. Das finde ich beachtlich, tatsächlich. Ja. Also Seelsorger sozusagen. Warte mal, ich muss mal. Katze, kleinen Moment, darf ich? Danke, Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht, sorry. Nein, habe ich jetzt nicht wirklich getan, oder? Ah, ich Ah. habe alles kaputt gemacht. Ihm ausgemacht oder was? Nein, ich habe alles kaputt gemacht. Oh, Katze, nicht jetzt, bitte. Du hast den ersten Plankenschnack original gecrashed. Thank you very much. Auf Wiedersehen. Deswegen dürfen bei mir Oh Katzen nicht auf Tische. nein! Hast du Jetzt sehe ich Skype es erst gerade. ausgemacht oder was? Nein, er hat alle Dinge verschoben. Oh, Katze. Entschuldigt, Leute, kleinen Moment. Hilfe! Es ist so dunkel. Merke, Katzen nie auf Tische. Soll ich mal übernehmen? Ja. Hier ist noch eine Frage. Ich nehme einfach irgendeine. Wann war das erste Schnacken? Wer war dabei? Das können wir ganz fix wahrscheinlich von Crazy Burn beantworten. Naja, da wir jetzt bei 18 sind, Ende vor August. mindestens 36 Wochen. Eigentlich schon Ende länger. August war das und wir waren zu dritt. Zu dritt nur? Haben wir nicht Ja, schon direkt die einen erste Sendung Gast? hatten wir keinen Gast. Ehrlich? Nee, Bin ich ziemlich sicher. Ja, wir haben Wow. zu dritt. Wow. Kann mich ja gar nicht mehr erinnern. Ja, wir haben wegen dir sogar den Start verschoben. Wegen mir. Ja, du hattest Urlaub. Ja, stimmt. Aber ich habe im Urlaub mir noch gebrainstormt. Das war aber schön. Jetzt nicht. Auch wenn ich mich Oh, nicht mehr daran erinnern kann. Uwe, jetzt Also nicht. war irgendwie Ende August, glaube ich, letzten Jahres. Und aufregend war es. Ja. Tja, da muss man natürlich immer ganz klar Und wir sein. hatten noch nie so eine große Panne wie heute. Ja. Das stimmt. Na, obwohl dein 8-Bit-Stream damals, Karak. Oh, der war auch cool, als mein Ja. Internet kaputt war, ja. Da war ich pixelig. Atmen, atmen, atme weiter. Alles gut. Wir Da auch. kommt ihr. Katze, ich liebe dich über alles, aber geh bitte von meinem Tisch jetzt nicht, ohne Witz, Katze. Ich hab dich lieb und so, aber bitte geh von meinem Schreibtisch. Weil du hast nämlich echt alles zersprengt gerade, wirklich alles. Wie würden die Bay Pirates damit umgehen, wenn eine Sendung, in Klammern Games Night TV, ankommt und euch sponsort oder featured? Frage ist sehr. Eine was TV? Eine Sendung, Games Night TV, kenne ich gar nicht, Games Night. Ich auch nicht. Kenne ich auch nicht. Vielleicht meint Also er scheint nicht so wichtig zu eine sein. Fernsehsendung oder so, Was vielleicht. wollen die, was hätten die wollen von uns? Weiß, uns sponsoren oder featuren? Brauchen wir Müsste nicht. man dann wahrscheinlich Fall nach Fall. Aber wir sind eine Extrasendung, also warum soll die eine Sendung eine andere Sendung featuren? Ja. Oha, das ist ja ein Template. Ups. Ja, es ist super. Ich freue mich auch mega. Super. Ich liebe meine Katze echt über alles, aber das geht echt zu weit. I'm sorry. Okay. Zum Glück habe ich eine Ich Hose bin hier an. in der Mitte. Ja, da hast du echt Glück. Da-da-da-da-da. Ja. Don't be love. Nächste Frage. Ich guck gerade. Ich möchte kurz nochmal daran erinnern, ich habe vorhin mit einer Person im Teamspeak gesprochen. Heute wird es nicht um die Katze gehen, heute Abend.
Ja, natürlich. Heute geht es auf jeden Fall nicht um die Ich habe sie nicht erwähnt. Hey, die nächste Frage wäre ganz schön. Wollen wir nicht einfach die Katze die ganzen Dinger gelöscht? Was? Nee, die Katze hat alles kaputt gemacht. Also alle einzelnen Dinge verrückt und verschoben und alles. Oh Mann. Was ist denn noch für eine Frage drin, Slabby? Ich hätte gerade noch einen, aber jetzt irgendwas mit Menschen. Ich finde sie nicht mehr, aber jemand hatte gefragt vorhin, könnt ihr euch vorstellen, einen Stream zu machen, wo die Zuschauer mit einem quatschen können? Habe ich Was schon ja, gemacht. ja, eben, ich wollte gerade sagen, der Dizzy kann da mehr zu sagen. Ich Ja. persönlich kann mir das nicht vorstellen, oder ich will das gar nicht, weil da Wie war die ist immer Frage? ein Zuschauer, ob man mal einen Stream macht, wo die Zuschauer mit einem quatschen können. Ach so, ja. Wenn ich da kurz was zu sagen darf, Ja. und ich bin da jetzt ehrlich, Leute, ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen wieder ein bisschen herder treffen. Aber die Leute wollen einfach quatschen und quatschen dann im Endeffekt sowieso nichts. Und die meisten Fragen sind dann sowieso Stream und nichts Persönliches. Also ich hab das einmal schon mal gemacht und habe mit den Leuten gequatscht und sehr viele waren sehr schüchtern und es kamen sehr viele Gespräche zustande. Aber es ist im Endeffekt, Leute, müsst ihr immer daran denken, dass die Privatsphäre A muss hier immer noch gewährt werden und B können wir auch nicht alle mögen zum Beispiel. Und das kommt dazu, dass man dann einfach kein Common Ground hat für ein Gespräch. Und jetzt seid mal ehrlich zu euch selber, wenn ihr ins Teamspeak kommen würdet, hättet ihr Sachen, die ihr fragen wollt oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Also manche bestimmt, aber trauen sich dann wahrscheinlich nicht. Nee, also ich persönlich muss sagen, ich mag auch nicht die Streams gucken, wo Leute die ganze Zeit dem anderen Streamer dazwischen quatschen. Leute, ihr braucht mir jetzt keine Kontaktfragen anschicken. Ich nehme nichts bei Skype an. Das ist nicht böse Aha! gemeint, aber bitte, Macht ihr das wirklich, Leute? Ehrlich? Ist da, macht ihr das? Macht ihr das jetzt wirklich da draußen? Habt bitte ihr so nicht. viel nicht Ehrlich. vorhandenes Selbstbewusstsein, dass ihr jetzt unbedingt allen Kontaktanfragen schicken? Wirklich jetzt? Das heißt Freundesliste, Leute. Bitte. Ihr Bitte könnt tut nicht so überall. echt, also wirklich. Also ich Ich bin nehme es eh überall nicht an. erreichbar, aber auf Skype nehme ich nichts an. Seid nicht traurig, ich nehme es nicht an. Ich drück das dann weg. Sie hätten nicht mal mich angenommen. Hä? Du hast mir nicht eine geschickt? Ja, eben. Aber für die, die da gerade reinkommen. So. Gaga fehlt noch. Gut, was haben wir denn noch als Frage? Ja, mich hat er als letzten genommen. Entschuldigung. War nix. Hab dich lieb Da und kann ich mit so. um. Ja, du weißt ja, heute warst du frech zu mir, ich bin frech zu dir, ich mach dich als Letzter rein. Alles gut. Ja. Ich meine, das ist das Geile an den Bay Pirates. Das muss ich ja auch mal sagen. Ne? Ich meine, sogar ich werde ertragen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja nicht ganz einfach. Ich finde das Manchmal. hier super. Absolut nicht. Zombie-Apokalypse bricht aus. Streamt ihr mal weiter? Also streamt ihr erstmal weiter oder was Ne, wir haben treibt einen ihr? Masterplan. Also Nils hat einen Masterplan, was passiert, wenn die Apokalypse Aber wenn sie eintritt. ausbricht, während du gerade streamst. Ne, da muss ich ja zu Nils. Das geht ja nicht. Ich muss also Ja, aber aufhören machst du dann. den Stream noch zu Ende? Oder stehst du sofort auf und packst deine Sachen? Nee, sofort Sachen packen und so Klappspaten und all das, was man so braucht und dann ab nach Dresden. Nein. Sorry, Liebling, aber jetzt ist vorbei. Du hast erstmal für die nächste halbe Stunde Sendepause. Nach Danke. Dresden und dann nach Schweiz, ne? Und ich kann dann zusehen, wie ich darunter komme. Ja, ich muss euch erstmal alle ertragen dann. Das ist ja noch viel schlimmer dann. Wow. Ja, na, jeder will irgendwie zu mir in der Apokalypse. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, entweder eigene Survival-Spiele zu spielen oder Walking Dead zu gucken? Aber Das ist aber langweilig. ich nehme Ich habe euch. Sea Nation jetzt angeschaut. Und wie hat sie gefallen? Super. Ich liebe die erste. Also ich habe jetzt nur die erste Staffel gesehen. Super. Ich liebe die. Es sieht Die so, finde ich richtig gut. als wäre nichts passiert. Wir sind wieder da. Nice. Sexy. Schön. Oh, jetzt darf ich wieder alles. Ah, okay, warte. Super. Top, Katze.
Ich bin stolz auf dich, wirklich. Wir schmusen nachher eine extra Runde. So, weiter. Gibt es die Möglichkeit, den Plankenschnack als Podcast zu bekommen? Wollten wir das nicht sogar mal vor, ne? Das wollten wir eigentlich mal machen, aber das ist gescheitert an der Plattform, bei der wir das hosten. Wobei, ich habe herausgefunden, dass das bei SoundCloud funktioniert. Ja, aber SoundCloud, ab einer bestimmten Menge an Daten musst du bezahlen. Nee. Ja, also ja, du musst bezahlen. Du brauchst so oder so Premium. Achso, ja. Gut, das meine ich. Du kannst, glaube ich, nur 2,5 Stunden oder so maximal als Free-Nutzer nutzen. Ja. Aber es würden nur ganz wenige nutzen. Insofern macht das, glaube ich, keinen großen Sinn. Nee, bei mir ist kein blauer Strich mehr. Alles gut. Das muss so. Doch, du hast einen. Echt? Ja. Ja, ich muss. Und ach, oben! Ja. Ach, da. Und iTunes funktioniert nicht, oder was? iTunes ist, ja, das ist Apple. Willkommen bei Apple, wo alles sehr kompliziert ist beim ersten Mal und danach wahrscheinlich super einfach. Also das war gar nicht so einfach, da was zu hosten. Ja. Gut. Aber gut. Der Gedanke ist immer noch vorhanden, ja. Ansonsten YouTube. Ansonsten, natürlich. Ja, bei YouTube könnt ihr das auf jeden Fall euch besorgen, ja, das stimmt. Das geht. Ich bin nicht sauer, Detox. Alles gut, passiert. Kann man nichts machen. Ist nur in dem Moment ein bisschen ärgerlich. Ach Quatsch, schon vorbei. Und nehmt ihr privat was zusammen? Untereinander. Wenn man mal in der Nähe ist, ja. Wir wohnen ja alle noch relativ weit voneinander weg, ne? Ja. So, ich nicht in Deutschland. Ja. Ich hoffe ja, dass alle zur Gamescom kommen. Ich habe jetzt Karten für mich gekauft. Ich habe schon gebucht und hab auch schon hier, komm da rein und alles gut. 3 Tage. Also 2 Übernachtungen habe ich da. Ich habe für Freitag und für Sonntag auf jeden Fall Karten und am Samstag kann man ja die Nachmittagstageskarte bekommen. Wenn man den unbedingt nochmal rein will. Von daher. Also ich habe schon, einige habe ich schon getroffen, ja. Und, ja, also ich würde auch mit Slabby, ich möchte gerne mit Garak mal angeln gehen irgendwie, habe ich jetzt in letzter Zeit das Bedürfnis. Das machen wir. Und dann nebenbei vloggen. Ich komme mit und nehme die Gitarre mit. Das wird geil. Und dann spiele ich euch Musik beim Angeln vor. Du kannst ja jetzt so Kieler Woche mit hochkommen, dann fahren wir ein bisschen Boot. Also ich sag mal so, hätte ich, würde ich mehr Freizeit machen, würde ich glaube ich viel mehr Leute besuchen. Also ich habe bei Sali die Woche war echt cool. Ich würde Garak gerne mal treffen. Ich würde gerne mal zu Bulli und Wirbel. Scrappy war zum Beispiel schon mal bei mir. Hab mich besucht, das war auch sehr cool. Ich habe echt Bock. So. Also ich reise gerne rum und besuche die Leute, wenn ich denn kann. Und wenn das sich organisatorisch einfach ergibt. Ja. Also privat auf jeden Fall. Das mit dem, könnt ihr euch Streams vorstellen? Das hatten wir schon, ne? Richtig. Wobei ich dazu noch anmerken möchte, dass das sehr cool ist, wenn man Leute ins Teamspeak holt. Nur leider, wie gesagt, scheitert das immer daran, also man kann sich immer nicht auf die Menschen einstellen. Das möchte ich nochmal kurz dazu sagen. Deswegen spiele ich auch nicht mit Zuschauern. Weil wenn sie bei dir reden, du weißt nie, wie sich jemand verhält. Und das kann sehr arg in die Hose gehen. Habe ich schon Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Und das ist ganz gefährlich. Also, was ich persönlich selber noch dazu sagen möchte, das, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, ihr dürft immer die Privatsphäre eines Streamers nicht unterschätzen. Selbst in der Öffentlichkeit stehende Personen haben Privatsphäre. Und Privatsphäre ist zum Beispiel, dass er alleine auf dem Stream zocken kann oder mit seinen Freunden zocken kann, dass Menschen nicht bei Skype irgendwelche Freundschaftsanfragen schicken oder auf sonstigen anderen Plattformen. Die Person ist mehrere Stunden, hunderte Stunden in der Woche, Monat für euch da. Und man kann nicht immer jeden glücklich machen und mit jedem reden, das geht nicht. Also ich kenne sehr vieles persönlich außerhalb vom Stream schon. Und man bietet auch, also ich biete da sehr viel an, aber würde zu weit gehen, das auch noch im Stream zu machen zum Beispiel. Weil es ist nun mal, es kommt und bleibt immer, kommt es darauf runter, dass es wie ein Geschäft behandelt wird, ja? Also da kannst du
Person sein, die du möchtest und so offen und so ehrlich mit deiner Community sein, so wie ich zum Beispiel. Es ist immer noch ein Geschäft. Bei mir ist es, ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt und ich will selber spielen zum Beispiel und nicht immer quatschen zum Beispiel. Wobei ich viel quatsche. Das ist so zweischneidig. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber bei mir ist das echt immer zweischneidig. Das ist so ein Punkt, wo man Leuten ein bisschen vor den Kopf haut manchmal. Und das ist für mich das Schwerste, genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, zu sagen, weil mir das eigentlich am meisten wehtut. Weil ich würde echt gern mit allen reden wollen und sie kennenlernen. Bestimmt die Möglichkeit. Attacke! Achtung, Attacke! Keine Tastatur. Sorry, später, kleiner Mann. Danke. Haben wir noch eine Frage? Gerade reingekommen. Gamescom, das haben wir. Was denn? Nee, zum Thema Gamescom kommt ihr zu Comic-Con in Stuttgart. Nee. Wann ist die? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab da irgendwas von Wusste, ich kenne gehört. die gar nicht. Aber ich persönlich habe mit Comics nicht so viel am Hut. Auch mit Naja, Marvel und so, die den Fantasy ganzen. Basel war auch unter dem, das ist eigentlich die Comic-Con der Schweiz. Aber da hast du auch Gaming gehabt und so. Ich finde das super Ja. interessant. Da war ja jetzt auch die RP irgendwas Convention. Die RP habe Die ich auch nicht so viel. RPC. Genau. RPC in Berlin. Da habe ich auch nicht so viel mit zu tun. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind Oh, diese Messen, ausverkauft. Okay. für mich sind diese Messen sind einfach nichts für mich. Das ist mir zu viel Heckmeck für nichts. Also mir geht da keiner ab, wenn ich da hingehe, bin ich ganz ehrlich. Ich fahre da, wenn denn nur hin, um Leute zu treffen und mehr nicht. Also auch, bin ich ganz ehrlich, die Fantasy Basel war cool, aber dieses Rumgerenne da, das ist nichts für mich. Da werde ich grantig bei. Ich bin mehr so der Typ, der sich auf dem Gartenstuhl hockt, so mit 20 Leute und mit denen quatscht und dann ruhig macht. Irgendwo rumlaufen und rumwuseln. Also so, ich habe mir jetzt, ich für mich selber habe mir jetzt gesagt, okay, ich mache eine Messe im Jahr. Mehr wird das nicht. Ja. Ja, die RPC ist in Köln. Hat er sich vertan. Habe ich was anderes gesagt oder? Ah, Berlin. Ist nicht schlimm. RBC war in Köln. Wer hat Köln. denn, wer weint denn jetzt schon wieder? Weint schon wieder irgendjemand? Ui. Ach Leute, kommt, please. Gehupft wie gesprungen. Scope wie gesprungen. Danke. Das spielt ja nur keine Rolle. Wir Ja, können ja das, auch, wir können ja also. auch sagen, dass die E3 in Berlin ist. Kann ja mal passieren, oder? Also. Und die Gartenschau-Messe ist bei Garag im Garten. So. Jupp. Nee. Nee. Okay, Nee. das hat nicht geklappt. Nee, nee, nee. Das ist eh alles im Saarland, ja? Genau. Da gehört das auch hin. Gibt es Events wie Friendly Fire slash Loot für die Welt oder wird da mal mitgemacht? Nee. Bei uns gibt es kein Charity. Nee, Charity ist verboten. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es A in Deutschland verpönt ist, B man sich nie sicher sein kann, wo das Geld hinkommt und das einen bitteren Vorgeschmack schon hat und das bei weitem nicht so behandelt wird wie zum Beispiel St. Jude in Amerika. Und darauf habe ich keinen Bock. Also ich hab darauf keine Lust. Ich spende jeden Monat an die Krebshilfe. Kann ich offen zugeben, macht da aber kein Heckmeck draus und ich will da auch kein Heckmeck draus machen. Das ist jedem seine eigene freie Entscheidung, was er da tut. Ich habe früher, vor den Bay Pirates, habe ich, danach durfte ich es ja nicht mehr, immer Spenden gesammelt für Sea Shepherd. Und ich habe es dann einfach umgestellt. Ich spende nach wie vor für Sea Shepherd und nehme die Kohle halt aus dem, was ich an Fisch bekomme. So. Und das geht dann an Sea Shepherd und fertig. Und das kann man auch so machen. Also man muss dann nicht an die große Glocke hängen, sondern jeder sollte sehen. Wenn er ein paar Groschen überhaben hat, die Organisation aussuchen, für die er übrigen kann. Und da sollte auch jeder das tun, was er für am besten hält. Ich spende für Sea Shepherd und für die Welthungerhilfe. Und da mache ich kein großes Fass auf. Das mache ich einfach so von meinem normalen Einkommen. Fertig. Ito.
Ich möchte einfach nicht in so einen Topf geschmissen werden, der macht das doch nur, um Publicity zu bekommen oder Und sowas. warum machst du das für die und nicht für die anderen? Ja, Und, genau. und. Nö, das mache ich nicht. Wenn ich für mein Tierheim um die Ecke spenden will, dann mache ich das. Und wenn ich es für was anderes machen will, mache ich das für was anderes. Ohne dass ich damit als. Oh, das darf man ja nicht so sagen. Aber ja, nee, ich. Es gibt ja auch, also ne, ich kann auch die Pro-Seite verstehen. Es gibt gute Ja. Gründe, auch wenn du öffentliche Person bist mit weiß ich nicht wie viel tausend Zuschauern und dann plötzlich die Leute darauf dafür aufrufst, für was Gutes zu spenden. Aber die sie halt sagt, man weiß halt nie, wer dahinter steckt. Und auch bei denen ist es halt immer irgendwas, bisschen PR und so. Kommt automatisch Geld irgendwie ins Gespräch und das Gespräch hört nicht auf, nur weil der Stream aufhört, sondern die Streamer werden dann auch danach immer noch hohe Spenden bekommen. Und wegen sowas, Es ist auch kein Anzweifeln, dass das keine tolle Aktionen sind. Das sind ja tolle Aktionen, aber ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Ob er das macht und ob er das nach außen trägt oder nicht. außer bei Nichts uns. dagegen. Das ist eine. Bei uns darf er das nicht für sich entscheiden. Ja, natürlich, ich kann ja für mich selbst entscheiden, ob ich spende Ach oder so, nicht ja, ach spende. so, das meinst du, ja, klar. Ja. Ich meine Das jetzt kann als ja selber, öffentliche das ist auch Streamer so. toll, wenn die das machen und ihre Reichweite dafür nutzen, aber muss ja selber, ne, also ich, nö. Das Das ist ist schon so, richtig so. das ist auch wieder so eine Thematik, wo bei mir sehr viel straight eine Antwort kommt. Und zwar die folgende: Das sind Gutmenschen. Das wollte ich extra nicht sagen. Menschen, ich sag das straight raus. Das ist ein Thema, wovon ich Ahnung habe und da kriegt ihr das raus. Und das mag vielleicht geladen rüberkommen oder so, aber das ist Gutmenschen. Denn Menschen, die Geld haben und es abgeben, Garak, ich, Sali, Slabby vielleicht, die erzählen das nicht und die machen da kein Drama draus, weil das wird einfach abgegeben für einen guten Zweck. Punkt. Das in Deutschland zu tun, sich hinzustellen und auf Twitch Spenden zu sammeln, das sorgt für so viel Furore, dass man aus diesen ganzen Diskussionen gar nicht mehr rauskommt. Und das ist einfach schlimm und das macht keinen Spaß. Wenn sich jetzt zum Beispiel ein Kokanitsch hinsetzt und 100.000 Dollar einnimmt, das wird gefeiert, Leute. Da ist richtig Bam drin, da ist Bamf drin. Die feiern das, die gehen da richtig drauf ab, dass sie 100.000 eingenommen haben. Machst du das hier? Was soll der Scheiß? Mein Tierheim um die Ecke. Hier, blabbedi blub, schwubbedi ba. Und das sind Sachen, die kannst du einfach nicht machen. Und diese Aktion, glaub mir, ich finde sie toll, dass das jemand macht und sich dahinstellt. Aber ich würde mir niemals den Stress machen und mir, Entschuldigung, die ganzen Gutmenschen antun. Weil Gutmenschen machen mich wahnsinnig. Und das kommt damit einher. Die Menschen reden so viel wirres Zeug und Yadi-Yadi und Bumsi-Bumsi und haben davon null Plan und würden niemals einen Pfennig von ihrem eigenen Geld abgeben. Punkt. Und das geht einfach in unserem europäischen Raum geht das nicht. Aus. Nee, in den USA geht das aber sehr gut. Da ist die Mentalität eine völlig andere. Das merkt man ja auch bei den Streamern. Wie gesagt, wie wir vorhin schon mal gesagt hatten, der Deutsche ist der Meckerer, egal worum es geht. Und vor allen Dingen ist er sehr neidisch, was ein Amerikaner überhaupt nicht ist. Jedenfalls nicht oberflächlich. Doch, Ami ist Und auch neidisch. ja, aber nicht wirklich. Also das ist schon ein Unterschied zu uns hier. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Der einzige in meinen Augen, der richtig Alarm machen darf mit dem, was er spendet, ist Bill Gates, weil der ist der Milliardär, der so viele Milliarden einfach an Leute, an Impfstoff finden und weiß der Teufel, was ausgibt. Er kann es sich natürlich leisten, aber viele andere Milliardäre könnten das auch und ohne Bill Gates würden die das nicht tun. Der hat die auch alle so angestachelt, dass viele ihre Milliarden für wieder raushauen, die sie ja letztendlich von den Menschen bekommen haben durch ihre Tätigkeit. Und das finde ich eine gute Sache. Der darf rumpropellern, weil er quasi dadurch noch mehr Milliarden für Bedürftige zusammenfindet. Und das finde ich eine gute Sache. Aber im kleinen Rahmen, also wie gesagt, als Streamer
Hier in Deutschland ist es, weiß ich nicht. Also ich habe noch nicht ein einziges Mal bei so einer Charity-Aktion das Gefühl gehabt, dass das mit rechten Dingen zuging. Und wie gesagt, das muss es nicht, aber ich hatte immer ein ungutes Gefühl. Also das war immer zu viel Werbung. Also eigentlich war es nur gemacht, damit der Stream selber promotet wurde. Das ist eigentlich, glaube ich, eher der Hintergrund da. Wobei ich sagen muss, ich glaube, LeFloid hat letztes Jahr eine richtig gute gemacht, eine große, das war so eine LAN-Party für 3 Tage. Das war auch nicht groß angekündigt, davon habe ich nichts gehört. Und dann hat einmal so die ganzen großen Nummern, so Pizza Meat, Gronkh und so, die haben auch, glaube ich, Friendly einmal Fire. Friendly Fire, genau. Sowas. Ja, die haben Friendly Fire Das ist gemacht. aber auch eine andere Kategorie. Ja? Gewichts Gewichtsklasse, da sind Das auch ist. die, das organisieren Menschen und sie sich nur hinstellen. Das ist schon rechtens dann. Ja. Genau, da ist das schon sauber. Aber wenn irgend so ein x-beliebiger weißer Teufel was Streamer, weil da in irgendeiner Streamergruppe ist, die irgendeinen Charity-Scheiß macht, dann frage ich mich schon wirklich, da geht es doch nur um Werbung und nichts anderes. Das bringt, würde, also das wäre für uns nur PR und das ist keine gute PR, sondern eher schlechte PR. Und Ja. das ist Nonsens. Charity ist immer gut und schön. Ah, guck mal, das ist von LeFloid ist sogar das Loot für die Welt und Friendly. Das sind genau die 2 Sachen. Ja, das sind aber Ja. auch die einzigen guten Sachen. Aber das sind auch die, die im deutschsprachigen Raum einfach mal Da kommt keiner hin, also. ganz oben sind in der Nahrungskette. Ganz, ganz, ganz oben. Und die können das machen, weil die haben eine Und Reichweite. Geld. Ich Und finde diese Aussagen immer so wird klasse das da. Ja, gemacht? aber alle Spenden setzen sie auch wieder ab. Das sagen nur Leute, die nichts absetzen können, glaube ich, weil das mit dem Absetzen ist auch so ein Thema. Also solche Aussagen kommen immer von Leuten, die einfach gar nicht genug verdienen, um irgendwas absetzen zu können und immer glauben, dass Leute spenden, damit sie etwas absetzen können. Das ist völliger Bullshit. Also wenn man 100% der Spende absetzen kann, also zurückbekommt vom Staat. Naja, das stimmt ja nicht. Eben. Aber das brauchen, wie gesagt, das brauchen wir hier nicht anreißen. Was, ganz ehrlich, ich sag euch das so, wie das ist. Wir kriegen hier doch eh nichts zusammen. Natürlich könnte man, Nö. natürlich könnten wir jetzt sagen, pass auf, Bay Pirates, wir sammeln jetzt den ganzen April Geld ein. Was denkt ihr denn, was wir zusammenkriegen? Was Wenn denkt du ihr Glück denn? hast, wenn du Glück hast durch deinen Stream, bei mir, ich weiß nicht, wenn da 500 zusammenkommen, ich glaube, da kannst du schon fest feiern. Naja, ein bisschen mehr wird schon zusammenkommen. Das glaube ich nicht. Ich schon. Ein bisschen mehr. 12,50 Mark. Ja. Also eine Aber. andere, also ich kenne Zahlen von einer Charity-Aktion einer bedeutend größeren Streamer-Gruppe, da kam man gerade 1500 zusammen. Also wenn hier 500 zusammenkommen, dann wäre das echt viel. Also bin ich ziemlich sicher, wie auch immer, und wenn es 1000 sind, aber das ist ja nichts. Was willst du damit bereisen? Gar Wenn nichts. einen Das kann ja ganzen auch privat Monat, spenden. ja, ist ja wurscht, also so, ich denke schon, dass es ein bisschen mehr wäre, aber. Ja, aber was willst du damit anfangen, ne? Dafür so einen Aufriss zu machen, das kannst du auch privat spenden, ne? Also letztendlich Es sieht ist aus wie das. gewollt und nicht gekonnt, Ja, weil genau. das. Und nur PR für die Gruppe, ne? Das ist ja das dann wieder. Zumal du auch Quittungen und etc. pp., das musst du auch alles machen. Und selbst die, also die Organisation, ganz ehrlich, da ist es sinnvoller, aus seinem eigenen Beutel einfach 500 abzugeben. Ja, da hast du den ganzen Ja, Stress nicht, zack. das meine ich ja. Die Organisation, also wenn du 1000 Euro einsammelst hier über Twitch oder was, da kommt doch nichts mehr von an. Das ist doch alles, und selbst wenn du das direkt überweist, also was bringt das denn, dieser ganze Aufwand, der da drumherum ist? Also da überweise ich doch lieber 1000 Euro direkt an C-Shepherd und fertig. Entschuldigung, also an irgendjemanden und fertig. An Slapstick. Aber ja, also. Übrigens, ich kann das tatsächlich absetzen, aber das heißt nur, dass es, ja, nicht so ist, dass man das Geld vom Finanzamt wiederkriegt. Das wäre total einfach. Das wäre ja voll genial. Dann würde das Finanzamt ja spenden. Es verringert nur deine Steuerlast und das ist minimal. Also es lohnt sich nicht zu spenden, um Steuern zu sparen. Jedenfalls nicht in dem Bereich. Bis 1000 Euro, 2000, 3000, lohnt sich nicht. Gibt Leute, bei denen lohnt es sich. Es lohnt sich bei gar keinem. Es lohnt sich, wenn du das im 100.000, 200.000, dann lohnt sich das. Ja.
Kennst du nicht eine halbe Stunde später aufstehen können? Sieht das so langsam als Spiel an. Ja. Du musst deine Katze mal ein bisschen einweisen. Nee, jetzt ist. Jetzt denken die Leute alle, wir könnten 500 so. Wahrscheinlich ja, weil wir können alle Geld scheißen. Ja, wir sind doch reich. Das einfach nur als Beispiel. Ja. Das ist einfach für den Aufwand, der da, ich meine, sowas wie Friendly Fire, da steckt ja Studio und alles drum und dran und. Das ist schon was anderes. Was ganz anderes? Ja. Abdullah Dizzy. So. Also das ist auch wieder so eine Thematik, die zum Beispiel angesprochen wird, wo wieder Halbwissen zutage kommt. Und deswegen redet man darüber nicht. Punkt. Ja. Hier, das war ein sehr gutes Beispiel. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Da habe ich übrigens Ahnung, aber die meisten nicht. Ja, sorry. Also die steuerliche Seite habe ich davon keine Ahnung. Ich setze das nicht ab. Was habt ihr für Hobbys und was fasziniert euch daran? Genau darüber haben wir vorhin gerade gesprochen. Ja, was haben wir für Hobbys? Gitarre spielen. Also ich koche gerne und was mich daran fasziniert, ich bin danach satt. Nach deinem Kochen. Das ist beeindruckend. Was? Was soll das jetzt wieder heißen? Nee, nix. Das heißt, es ist gut. Wow. Das wird immer so runtergespielt, so aus der Hüfte, ja? Der kleine Dicke benutzt noch so ein DDR-Töpfchen und hat nicht mal hier das krasse Utensil aus der Küche, ja? Und macht mit der Flasche, rollt er den Teig aus und so, ja? Aber wenn es dann immer alle essen, voll yummy, Also bei jedem, bei dem ich bis jetzt gekocht habe, ja? Top. Also ja, Garak, ich lade dich gerne ein. Ich würde sehr gerne mit dir Rouladen machen, weil da habe ich die Soße nämlich verkeckert. Das kannst du mir nämlich mal zeigen. Siehst du? Ja, das kann ich sogar. Siehst du, das würde ich gerne von dir lernen. Bitte. Richtig schöne Soße für die Rouladen. Das hätte ich echt gern von dir. Ich mache dir auch die Rouladen, das kann ich auch schon. Ich muss bloß mit den Zahnstochern aufpassen. So, ja, die sollst du nicht mitessen. Das ist mir letztens fast passiert. Ich habe den Zahnstocher im Mund zerbrochen. Oh Mann. Das war nicht so schön. Wenigstens im Mund und nicht in der Speiseröhre oder so. Nee, direkt so im Mund habe ich ihn zerbrochen. Aber der war schon angebrochen, weil ich so ein bisschen... Na, wenigstens etwas. Mir hat das mal den Gaumen gestochen. Da war er aber schon durchgesickt mit einem Messer und... egal. Gierig. Gierig. Frage war Hobbys, ne? Ich habe keine Langzeit-Hobbys irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass ich immer so phasenweise Hobbys habe, die dann immer mal wiederkommen und mal wieder nicht. Und also, weiß ich nicht. Ich würde behaupten, mein Hobby ist, ich weiß gar nicht, im Moment ist es gerade Angeln. Es ist aber auch manchmal Amateurfunk. Es ist Stream, das sehe ich als Hobby. Und am meisten Zeit nimmt das Stream in Anspruch, würde ich sagen. Und was noch? Weiß ich nicht. Fotografieren ist für mich gleichzeitig auch Hobby, weil ich fotografiere auch außerhalb des Jobs. Das sind meist die Bilder, die ich dann zeige, weil das keine Auftragsproduktionen sind. Das geht halt schon darüber hinaus, das ist dann eher dann auch Hobby. Aber es ist kreuz und quer, also das kann in 3 Monaten schon wieder was völlig anderes sein. Ich bin da nicht so extrem festgelegt, aber es ist in einem bestimmten Bereich eigentlich immer. Was denn? Tut mir leid, ich habe gerade eben meine Katze gehießt. Ich habe extra noch gemutet, das konnte mehr nicht mehr machen und nies auf die Seite und Gitarre sitzt da. Es tut mir leid. Oh Gott, sorry. Vielleicht müsste Dizzy auch mal in seine Katze niesen. Dann traut sie sich nicht mehr hoch. Hat sie es, aber ja, ist sitzen geblieben. Aber wie gesagt, Angeln ist derzeit mein Masterhobby, weil ich das 36 Jahre lang nicht gemacht habe. Das war ganz lustig. Als ich in den Angelverein eingetreten bin, habe ich dem Typen gesagt, der da war, an der Kasse, also der Kassenwart, da habe ich gesagt, ich habe seit 36 Jahren keinen Fisch gefangen. Er hat vielleicht blöd geguckt, aber ich habe auch 36 Jahre nicht geangelt.
Ich finde es mal wieder entspannt, einfach mal nicht vorm Computer sitzen, einfach mal draus. Das Problem mit dem Amateurfunk-Hobby ist halt, dass du da genauso vorm Computer sitzt mittlerweile. Du redest ja nicht mehr mit Menschen, das geht ja alles digital. Weil gerade in Deutschland ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt noch Funkamateure zu finden. Die sind alle uralt und ich bin ja schon einer der Jüngeren. Ja, und das soll was heißen, das heißt, das stirbt aus, das Hobby. Weil es zu komplex, zu kompliziert ist für die nachfolgenden Generationen, die fragen sich, was sollen sie damit? Und vor allen Dingen, wenn sie dann sehen, wie kompliziert das ist, dass man so eine Lizenz, dann wird das nicht mehr gemacht. Das ist heute nicht mehr in. Das heißt, das Ding wird aussterben. Da bin ich ziemlich sicher. Und ja, ich mache es aber ganz gerne ab und zu nochmal ein bisschen rummorsen oder so mit Japanern schnacken, obwohl ich deren Sprache nicht kann. Dafür ist Morsen nämlich hervorragend. Und wie gesagt, die meisten können aber keine Antennen installieren und man braucht Riesengeschütze. Also das ist ja ein Problem, das wird wohl aussterben. Ja, mein, wie ich ja schon gesagt habe, mein Hobby ist halt Gitarre spielen und halt irgendwie Lieder, die es gibt, zu covern oder so, keine Ahnung. Es ist halt, das Coole ist dabei, ich kann mich einfach hier hinsetzen und mich von 0 auf 100 bringen in 3,2 Sekunden quasi. Also ich bin echt sofort im Flow drin und das ist... Wie, du kannst so richtig abrocken? Ja. Ja, mehr oder weniger, jetzt nicht rocken. Ich setze mich hier mit einer Halbakustik halt hin und zock halt so, irgendwie. Ja, ich hatte mir das gerade vorgestellt. Slappy so als, weißt du, mit Headbanger-mäßig. Aber das ist halt sehr schwierig. Wie Marty McFly in Zurück in die Zukunft. Ja. Ja, das auch, das macht auch Spaß. Aber ich bin nicht so gut in Soli-Zocken. Ich begleite lieber halt und... Wie gesagt, das war also, auch gar nicht so gut, hat mal ein bekannter Gitarrist gesagt. Wer war das noch? Hier, wie heißt der Norweger noch? Der... auf YouTube seine Songs hinstellen, Nils. Matteo Frogleap Studios. Leo, ja. Leo Marcelli, glaube ich. Oder? Ja, genau. Leo sagte, er ist froh, dass er nicht so gut im Fingerpicking ist, ja, in Soloarbeit, weil er würde, das Problem bei den Gitarristen, die das beherrschen, ist, dass sie das immer wieder machen. Das heißt, sie sind da drin gefangen und sind gar nicht mehr in der Lage zu begleiten. Ja, eben. Hat er letztens auf YouTube gesagt, sowieso ein wichtiger YouTube-Kanal. Ja, und das Problem an Soli ist einfach, du brauchst halt immer jemanden, der dich begleitet. Ja. Und wenn du dich selber begleiten kannst, dann kannst du halt singen, spielen und dann bist du halt schon eine Ein-Mann-Band und kannst dich selber halt quasi unterhalten. Das ist halt das Coole. Du bist halt wirklich, und das ist das einzig Wahre daran, du bist einfach sofort im Flow. Du kannst ein Lied, was du geil findest, irgendwie, weiß ich nicht, hier von Pink Floyd, Wish You Were Here, einfach anspielen und du singst es. Und da kann ich den Text auswendig. Ja, ich auch. Ist auch nicht so schwer, ne? Nee. Ja, Gitarre, bitte, jetzt, wollen wir sehen? Nee. Wann anders? Ich mach mal einen Kumbaya-Stream. Was, jetzt hol Gitarre raus? Nein, ich muss doch jetzt hier nicht die Gitarre raus. Oh, Mann. Mach ich das manchmal als... Gitarre kennt den Text und du kannst Gitarre spielen. Gar nicht, willst du singen oder was? Nee, hör auf. Oh, Mann, was seid ihr denn für Streamer, ey? Nee, ich werde doch hier nicht mein Ass im Ärmel hier einfach so billig rauswerfen. Da gibt's irgendwann einen Kumbaya-Stream. Das ist hier Plankenschnack 18. Ja. Das ist 2x9. Das machen wir dann beim was ist denn das dann? Der, nach einem Jahr, alle 2 Wochen? 48. Nee. Natürlich, alle 2 Wochen, 48. Das ist 2 Jahre dann. Nee. Ja. Du musst ja im Jahr 24 52. machen. 52, ja genau. 24. Nee, 52 Wochen gibt's. Also 26 für ein halbes Jahr. Ach, 26. Ja, richtig. Folge 26, da spiele ich uns mal ein Lied. Sind wir schon fast bei einem Jahr? Wow. Bald. Toll. Dann spiel ich Plankenschnack. Ein Jahr Plankenschnack, holy moly. Da machen wir Roast, würde ich sagen. Da verarschen wir uns alle gegenseitig. Zum Geburtstag. Da werden wir uns alle gegenseitig veräppeln. Oh ja. Du veräppelst mich dann mehr als sonst? Wow. Ich veräppel dich doch nie. Was? Ich veräppel dich nie. Warte, ich such's dir doch mal raus. Was? Sowas habe ich nie gemacht. Aber hallo. Nee. Sowas habe ich nie gemacht. Oh, herrlich. Ja, super. Habt ihr vor, zu Events wie zum Beispiel Sandfront zur TwitchCon zu fahren? Ich bekomme da eine Einladung, aber sorry, das ist zu weit weg.
Ja, wenn einer Geld bezahlen möchte, also da sind wir mal lockerflockig bei 3.000, 4.000 Flöten. Mindestens. Wenn das einer bezahlen möchte, können wir da gerne hin. Wollen wir Donation Goal aufmachen, alle Mann? So, für Klar. die nächsten 5 Plankenschnacks machen wir Donation Goal, TwitchCon, 20.000 Ja. Euro, Dollar. Charity Stream. Ja, Charity, dass wir Möpse da rüberkommen. Wir Das vloggen dann Vlog. auch. Ja, genau. Wir vloggen auch, ja. Da dürft ihr dann auch eure Kommentare drunter schreiben. Ich würde gerne mal dahin. Also mein bester Freund wohnt da. Von daher machen wir. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen viel Geld für einfach so ohne Sponsor. Nee, Nicht das. so, dass es eigentlich interessiert, ne? Also. Ja. Das geht nicht einfach so. Also ich würd gerne mal eine TwitchCon in Europa besuchen. Wenn die irgendwann in London ist oder so, Ja. dann vielleicht, wenn die irgendwo in Deutschland ist, dann auf jeden Fall. Also einfach eine Con nur für Twitch, dann bin ich sofort dabei, auf jeden Fall. Aber San Francisco ist auch noch ein bisschen weit. Ja, an der Ostküste gab es auch letztens irgendwas mit Twitch vor ein paar Monaten. Aber selbst das ist, wie gesagt, vom Preis her, das kannst knicken. Das ist eine Menge, ja. Hier kam wieder so eine Frage, die wir schon beantwortet haben. Ich hau sie einfach nochmal rein. Wie sieht es bei euch mit der Altersvorsorge aus? Legt ihr Geld irgendwo hin? Oder lebt ihr für den Moment? Und das Kopfkissen. YOLO! YOLO! Also ich glaube, die Frage können wir so beantworten. Wir sind genauso wie alle anderen Arbeitsschaffenden auch. Ich nicht. Punkt. Das Ich ist nicht. Naja, die Antwort. ist schon unterschiedlich wahrscheinlich, als Selbstständiger hast du, ich habe ja nicht viele Jahre als Angestellter gearbeitet und das heißt, als Selbstständiger zahle ich nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Und ich könnte zwar so einen Pflichtbeitrag, aber das bringt ja nichts. Da kannst du das Geld gleich verbrennen. Das muss man halt selber regeln dann, ne? Also hier eine Immobilie, da ein Mietshaus, da ein Palast, keine Ahnung. Man muss halt was beiseite legen, das ist halt so. Und Palazzo. ja, man muss sich halt schon kümmern. Gerade als Selbstständiger musst du halt sehen, wo du bleibst. Und du kriegst nachher nämlich nichts. Also da stranden sehr viele Selbstständige. Wirst du, hast du denn unten den Tresor schon eingebaut, von dem wir letztens gesprochen haben? Bei dir im Ja, Keller? klar. Okay, gut. Klar. Weil ich mache dann auch meine Einlagen, ne? Weiß ja. Ja. Ich habe ja Patte, ich mache ja einfach so 500 Euro jetzt seit neuestem. Ja, ist Spende ich gut. einfach so. Gut. Würdet ihr euch sponsoren lassen und was müsste dafür rausspringen, dass auch Werbung dafür macht? Was? Dass ihr auch Werbung dafür macht? Also, ich bin gesponsert. Ich habe einen Sponsor. Da würde ich mich sponsoren lassen. Aber das ist mein Kanal, also Bay Pirates ist nicht gesponsert. Ach so. Ach, auf Ach Bay so. Pirates. Also, das denke ich mal, geht an jeden Einzelnen. Ach so, ich Also ich habe dachte, weil schon das Thema Bay Pirates ist. Also ich habe einen vieles. Sponsor seit etwas über einem Jahr. Bin da ganz glücklich mit und meine Community auch, weil sie hat dadurch Vorteile. Ich werde damit nicht reich, weil ich bekomme kein Geld. Das ist mir aber auch egal. Kennst aber die Definition von Sponsor, ja? Ja, naja, ich habe ja andere Vorteile. Zum Beispiel habe ich schon mal, kann ich schon mal das ein oder andere aus dem Laden bekommen. Also es ist so, es ist eher eine Sachwert als ein Geldwert. Aber das finde ich in Ordnung. Aber meiner Community Naturalien. bringt das halt vergünstigten Einkauf, beziehungsweise ich kann Sachen verlosen im Stream und so, das finde ich ganz nett. Aber sehr stark bezogen auf meine Community, auf mein Thema und nicht von irgendeinem, der Spiele verkauft. Ja, ich habe einige Anfragen schon bekommen, habe aber bis jetzt immer abgesagt, weil das nicht zu mir und nicht zu meiner Community und nicht zum Stream gepasst hat. Und ja, nö, einfach nur, damit ich eine günstige Werbefläche bin, nö. Und da sollten kleine Streamer auch aufpassen. Lasst euch nicht ködern für ein Appel und ein Ei. Ne, wenn da irgendwelche Getränkefirmen oder sonst was auf euch zukommen.
Überlegt Oh, euch das zwei, drei das Mal, hatte ich was ihr auch macht. mal, aber die sind doch alle krank. Also die denken ja, die Streamer sind blöd. Okay, manche vielleicht, aber die denken echt, aber ich kann mir das vorstellen, wenn du ein Streamer bist mit 10 Zuschauern, dann musst du dich schon fragen, oder mit 30, dann musst du dich schon fragen, warum fragen die mich eigentlich, ne? Also es ist ja schon logisch, dass das völlig unsinnig ist, und aber es passiert, ja. Und die hoffen sich dann halt, dass du dann vielleicht ein bisschen größer wirst irgendwann, und du hast nichts davon. Also das bringt gar nichts. Also ich habe auch diverse Anfragen gehabt. Ich habe die alle, nö, das interessierte mich nicht. Nur diese eine Geschichte habe ich gemacht, und dafür bekomme ich nicht mal Bares, weil das einfach in mein Thema passt. Und sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Ja, es muss auf jeden Fall passen und man muss Ja, auch es irgendwie muss passen. moralisch dahinter stehen können. Also so Key Stores und sowas, die fragen immer mal wieder an, aber nee, nicht mit mir. Klar, wenn irgendwie so ein, was man jetzt zum Beispiel auch aus den englischsprachigen Podcasts oder so kennt, ne, hier, wie heißen sie, Squarespace oder diese ganzen Geschichten, hat man schon bei allen möglichen Streamern gehört. Die sind natürlich bei den Großen vor allen Dingen dabei. Klar. Ich könnte mir sogar vorstellen, irgendwie so einen kurzen, also wenn es passt, natürlich nicht im Stream, aber jetzt irgendwie in so einem, wenn ich irgendwann mal selber so Vlogs mache oder sowas, auch so eigene Werbung für zu machen, wenn du die selber gestalten darfst und die lustig machen kannst oder so, dann ist das doch bestimmt auch witzig. Aber, also G2A braucht bei mir gar nicht anzuklopfen. Das machen die dauernd. Ja, eben. Tu sie Einmal im Monat. trotzdem. Also ich habe sehr viel Erfahrung damit mittlerweile. Ich habe bis auf einen Sponsor alle Sponsoren weggehauen, weil die Leute dich nur ausbeuten und verarschen und denken, du bist so ein kleines Licht. Ich nenne jetzt keine Namen, aber du kriegst halt nichts dafür. Von denen kriegst du Sachen, die dir erscheinen, als wenn sie eine große Nummer sind, was für die einfach nur Kleingeld ist. Sie behandeln dich dementsprechend, als wenn du nur Kleingeld bist. Die kümmern dich nicht, kümmern sich nicht um dich. Und diese Gemeinschaft oder was auch immer das darbieten soll. Also Key Stores, ich kenne nicht einen einzigen Key Store, nicht einen einzigen Key Store, mit dem man vernünftig Kontakt haben kann. Nicht einen. Sie fangen alle toll an, um dich zu ködern. Dann bist du da drinne und dann kannst du. Dann bist du da und dann kannst du abhauen. Dann, alle möglichen Energy Drinks und sowas. Wisst ihr, das ist halt, selbst wenn du nur 30 oder 40 Leute täglich ansprichst, bist du eine Werbefläche, die was wert ist und die mehr wert ist als das. Und das nutzen die Leute einfach aus. Ich habe einen einzigen Sponsor, das ist Linecast. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mit Linecast eine sehr gute Beziehung habe. Mit meinem Betreuer eine sehr, sehr gute Beziehung. Ich beziehe kein Geld, gar nichts. Ich vertrete diese Sachen, weil ich der Überzeugung bin, dass sie gut sind und sie faire Preise haben. Und ich habe dadurch kleine Obolus an manchen Stellen, nicht finanziell, aber ich habe einen Obolus. Und also bei mir, bin ich ganz ehrlich, und da werden ganz viele wahrscheinlich ihre Augen rollen jetzt, bei mir musst du Patte auf den Tisch legen. Und legst du keine Patte auf den Tisch, dann kannst du bei mir gleich von dann gehen. Also bei mir brauchst du nicht ankommen mit, ich will das haben oder ich will jenes haben oder das. Bei mir legst du Patte auf den Tisch, ansonsten kannst du wieder gehen. Und ich muss davon überzeugt sein und ich mache so viel Werbung, wie ich das möchte. Und diese Rahmenbedingungen sind so unglaublich schwer, dass sich da fast niemand finden wird. Also ich hätte zum Beispiel auch kein Problem, nehmen wir jetzt einfach mal zum Beispiel Nvidia zu nehmen und bei Nvidia ab und zu mal ins Studio zu fahren. Oder dass sie mir ein Paket schnüren, was ich euch schenken kann und ich darf dafür, weiß ich, zweimal oder dreimal im Jahr auf so ein Nvidia-Event gehen. Hätte ich auch kein Problem. Aber daran scheitert es meistens schon, weil du kommst an Sponsoren sowieso nicht ran als normale Popelperson, weil du hast nichts zu melden. Hast du nicht. Da kommen sowieso nur deine Netzwerke oder deine Manager ran, weil die haben die Connections. Hast du keine Connections, kannst du gleich gehen. Und das, was du selber dir organisieren kannst, und das ist nun mal Fakt, ist Crap. Punkt. Alles, was du, außer du hast natürlich einen größeren Namen, sage ich mal. In Deutschland gibt es ja einige große, da kommen sie dann von alleine. Aber so, wenn du zu denen hin musst, als Persona, kriegst du nur Müll. Und das, was zu dir kommt, wenn du kleiner bist, ist genauso ein Crap. Und
Daran scheitert es schon bei mir, zum Beispiel bei den Sponsoren, warum ich keine habe. Also ich bezahle alles aus meinem eigenen Beutel, wenn ich euch was gebe oder sonst irgendwas. Das ist alles mein eigenes Zeug ohne Sponsoren, weil ich das einfach irgendwie, ich kann das auch nicht vertreten. Oh. Nächste Frage? Mhm. Wenn ihr die Chance habt, zum Mond zu fliegen, würdet ihr es tun? Gute Frage. Zum Mond? Mhm. Nochmal, was? Wenn ihr die Chance zum Mond zu fliegen habt, würdet ihr das tun? Ich liebe den Weltraum, klar. Boah, das ist zwar eine einmal, aber... Also ich sag ganz klar nein, weil ich würde auf dem Weg dahin sterben. Mein Körper ist dafür nicht gemacht. Ja, bei mir genauso. Also ich darf ja nicht mal einen Flugschein machen. Also nö. Also Kermin hat 2 Monde und auf beiden war ich schon. Was? Kerbal Space Program. War ich schon auf beiden Monden. Nö, ich fliege virtuell. Außerdem ist der Mond aus Käse, da hat er recht, ja. Und ich liebe Käse. Krass. Also. Wenn es komfortabel wäre und ich einen Rentnersessel hätte oder so einen richtig schönen Pullman-Seat oder so, dann würde ich das machen, ja. Also dann nur mal, um runterzuschauen. Ich kann mir vorstellen, dass das unheimlich faszinierend ist, obwohl der Mond ist schon zu weit weg. Aber ja, eben, so. Ich würde so, sagen wir mal, die internationale Space Station, das wäre schon mal geil, einfach mal das Ganze von draußen zu sehen, ja, was ja so gut wie keinem Menschen möglich ist. Und das würde ich schon mal klasse finden, aber Mond wäre jetzt nicht so interessant. Hm. Ja, in Orbit, das würde mir auch schon reichen. Hier so mit SpaceX einfach mal in Orbit fliegen und dann wieder landen. Ja. Aber wie gesagt, selber darf ich da nichts machen. Bei Kerbel, da meine Raketen, die stürzen immer ab. Gut. Das ist halt eine Raketenwissenschaft. Aber da sind die Lütten-Typen ja dran schuld, nicht ich. So. Ein anderes Land, in dem ihr gerne leben würdet. Chile. Also Österreich. Wäre eins. In Österreich sehe ich mich gerne. Also nach Österreich komme ich da mit. Bin. Nach Österreich komme ich mit, wenn das Europa ist. Ansonsten würde ich ganz gerne in Kanada leben. Ja. Und zwar in Vancouver. Da habe ich es relativ nah rüber nach Seattle. Und also das würde ich schon machen. Ja. Vancouver wäre gut. Kanada ist mir zu kalt. Die haben das gleiche Klima wie wir. Wenn ich irgendwo hinziehe, dann muss da auf jeden Fall immer warm sein. Und deswegen Los Angeles dann noch. Kanada ganz weit oben im Norden, Schweden, Norwegen oder in die Schweiz. Aber für die Schweiz reicht das Streamer-Budget nicht aus. Da kann ich mir gerade mal eine Kellerwohnung nehmen oder so. Und dann stehen neben mir noch 20 Fahrräder. Und dann ist aber nicht gewährleistet, dass ich Internet habe. Ja, ich bin ja schon. Ich woanders hin. Oh, ich finde Asien toll. Also ich würd doch mal gerne da leben oder nur mal hin? Da leben. Da leben. Weiß ich nicht. Ja, da nee, muss ich erstmal Abstecher machen und gucken, wie mir das gefällt. Asien, ja, das geht gar nicht. Das muss länger sein als 2 Wochen Urlaub. Die sind so weit weg von der Mentalität. Da wird das schwer sein, ne? Ja, muss man dann gucken. Ne? Wüsste ich gar nicht so. Ich habe noch nirgendwo lang genug gelebt, um zu sagen, okay, da würde ich jetzt als nächstes hingehen. Asien finde ich halt sehr interessant. Ich bin, ja. Aber ansonsten muss ich sagen, fühle ich mich ganz wohl hier in der Schweiz. Ich fühle mich ganz gut aufgehoben. So für die nächsten 30 Jahre noch. Zum Beispiel England zum Beispiel ist an sich auch ein schönes Land. Ne? Mit ja. Schönen Menschen. Mit netten Menschen und schönem Land. Aber was mich da zum Beispiel stört, ist die Architektur. Ich finde die Architektur in England so unfassbar grässlich. Ich würde auf keinen Fall in so einem englischen Haus wohnen wollen, ehrlich gesagt. Ich habe eher mit den Adressen ein Problem. Hast du echt gesagt, da sind nette Menschen? Warst du schon mal da? Ja, mehrfach. Okay. Also das ist, ja, es kommt drauf an, es gibt tatsächlich nette Menschen in England. Doch, ja. Ja, aber da muss man, also auf die Nettigkeit muss man stehen. Ich. Komm aus dem Ruhrgebiet. Oh, na gut, ich war noch nie im Ruhrgebiet. Er ist ja kompatibler. Ach so, okay. Thailand ist sehr schön, war ich.
Sehr günstig vor allen Dingen. Wahnsinn. Also das ist so, das ist das, was Stefan und uns da, Stefan und ich da mal anstreben, wenn wir in die Rente gehen. Ja, die Schweiz ist, ne? Und da werden wir dann unsere paar Öcken nehmen, die wir da bis dahin auf die Seite geschafft haben. Und dann gehen wir in ein Land, wo wir leben können. Thailand ist toll. Also ich mag Thailand gerne. 3 Monate Regenzeit, damit kann ich umgehen. Da werden sowieso viele deutsche Rentner hin müssen, weil sie sich das Leben hier nicht mehr leisten können. Also da werden Ja. viele nach Thailand gehen, weil da kannst du echt für ein Apfel und ein Ei überleben. Einzige, was mir da Sorgen macht, ist halt die medizinische Versorgung. Du musst halt dann schon in der Nähe, weil du bist ja gerade, wenn du alt bist dort, und dann musst du schon in der Nähe der größeren Städte wohnen. Und da habe ich jetzt gesehen, da sind Deutsche, die haben ein riesengroßes Areal eröffnet, da kannst du dich einkaufen. Ne? Das machst du aber schon so 10, 20 Jahre, bevor du da überhaupt einziehst. Und dann hast du da deine eigene Wohnung. Und wenn du Hilfe brauchst oder erkrankst oder so, hast du dann eine Krankenschwester, die auch bei dir mit in der Wohnung, wenn du das möchtest, lebt und das Ganze. Das wird von Deutschen, wird das da geführt. Also die sind da auch immer weiter am Kommen, weil du ja selber als Ausländer in Thailand kein Eigentum besitzen darfst. Das ist alles, also wenn du nicht mit einer Thai oder mit einem Thai verheiratet bist, darfst du kein eigenes Eigentum dort dir aneignen. Da gibt es solche Möglichkeiten. Also das ist da, aber da haben wir noch 30 Jahre Zeit für. Bis jetzt fühle ich mich hier in der Schweiz ganz wohl. Und vor allen Dingen, die Thailänder verehren alte Menschen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen ist das ja so eine riesengroße Community da. Community, Aber bis ich da hinziehe, brauchen die aber gutes Internet, also. Ja, gibt doch so einen. Also mir fällt da gerade einer ein, der da raus von da streamt. Wollte ich gerade sagen, ja. Ja, ne? Habt ihr schon mal daran gedacht, Teambildungsmaßnahmen wie Paintball-Turniere oder Kartrennen zu veranstalten? Oh, ich bin früher sehr viel Kart gefahren. Ich Warum? hatte sogar eine Rennlizenz. In Dänemark bin ich gefahren, weil das hier über die Grenze ist und der ADAC kotzt nämlich an, dieser Vereinsscheiß. Jedenfalls, ja, also Kart, ne, könnte ich heute nicht mehr, bin ich viel zu schwer für inzwischen. Aber das wäre mal was. Paintball, da würde ich mitmachen. Angezogen habe, bin ich schon schweißgebadet. Boah, ich habe schon. Boah. Boah, schon 300 Runden in die Knie, du. Puh! So, wollen wir Bis ich loslegen? zur Tür rausgekommen bin mit meinem Paintball-Gewehr. Sauerstoffzelt. Lasertag. Das ist doch das Gleiche. Nur Danach hat man auf Indoor. jeden Fall Beinschmerzen. Ne? Ja. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, die Idee ist ganz cool, aber das scheitert halt immer daran, dass wir weit auseinander wohnen und Ja. viele einiges zu tun haben. Also wären wir, glaube ich, alle Vollzeit-Streamer, würden wir uns, glaube ich, alle öfter sehen, schätze ich, als nur einmal im Jahr auf ein Community-Treffen. Und dann wäre das auch möglich. Also die Idee ist sehr cool, bin ich auch Befürworter. Ich mag solche Sachen, wenn man gemeinsam was macht und Ja. gerade bei Paintball und Kartrennen kann man ja so unterschwellig seine Aggression gegenüber einer Person auslassen. Ja? Und das hilft für den Weltfrieden, also bei den Piraten. Beim Kartrennen sollte man nicht die Wut Also Nils, für rauslassen. uns gibt es keine Cards, das kannst du knicken. Nee, ich meinst nicht? Ja, Nee, die Leihcards, das ist nix. wir können ja Monster Trucks nehmen, Garak, für uns denn. Wir fahren dann Ja. draußen Ich mit. nehme einen Quad. Wir fahren dann draußen mit Monster Trucks, weißt du? Aber wir müssen, also ich muss mich fahren lassen. Ich habe ja noch keinen Führerschein. Das darfst du ja auf diesen Parcours, darfst du das. Ah. Das wäre auch ganz geil, mal so ein Geländetrack, weißt du, so setz dich in so ein Geländefahrzeug rein und dann ab durchs Gelände. Ja, das darfst du ja auch ohne Führerschein. Ja, nee, ich Ich glaub, fahre nicht mit. also du glaubst nicht, dass ich da was kriege. Ja? Also das Erste, was die dann machen, da kommt bestimmt einer aus der letzten Reihe. Haben Sie sich schon mal die Aufnahmen angeguckt, was der im Internet, wie der immer fährt da? Und dann darf ich auch nicht fahren, glaub mir. Das ist unwahrscheinlich. Aber Kartfahren hat damals echt Spaß gemacht, das habe ich gemacht, so 88 oder so. Da war ich noch nicht ganz so alt halt und war auch noch gut zu Fuß und
du musst halt, wenn du dein Kart selber anschiebst, musst du halt reinspringen danach, ne? Und dann das Problem ist, so die ersten zwei Mal, das ist ziemlich schwierig, weil du hältst die eine Hand am Lenkrad und die andere hinten hinter dem Auspuff quasi, da ist noch so ein Bügel da, und dann musst du loslaufen und dann mit Schwung quasi das, die Hinterachse auf den Boden knallen, damit du den Motor angedreht bekommst. Wir haben ja keinen E-Starter gehabt. Und aber in dem Moment, wo der Motor läuft, musst du natürlich sofort reinspringen, weil das Kart ja losfährt. Also da gab es schon die ein oder andere ulkige Situation, aber es hat immer Spaß gemacht. Ich war als Grundschüler in der Kartschule. Ich hätte damals sogar die Lizenz machen können, aber bin nicht zum letzten Termin gefahren. Ich bin fast ausschließlich in Dänemark gefahren und das war eigentlich ganz gut, das war auch nicht so kompliziert. Und die Dänen sind da sowieso Motorsport begeistert, total. Da gibt es überall auch so Trialstrecken für Motorrad und all sowas. Das kannst du hier in Deutschland gar nicht machen. Da kommen die Umweltschützer sofort aus dem Loch. Das kannst du in Dänemark, ist das total easy. Und das ist ganz gut, das hat echt Spaß gemacht. Die Kisten hatten 125 Kubik, die liefen mal so 180. Also das war schon richtig geil, das waren halt richtige Karts. Ne? Ich hatte ein Cat-Car. Ich hatte einen Bobby-Car. Nee, sowas hatte ich nie, da war ich immer neidisch drauf. Ich hatte einen Cat-Car. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so ein Escalade als Bobby-Car besorge. Escalade ist super geil. Ja, habe ich schon überlegt, ob ich mir. Ich habe mich ja so ein bisschen verliebt in das Fahrzeug, ja. Ist ja die kosten 80 Scheine, ne? Nee. Naja. Aber neu, ja, neu. Ja. Neu, ja. Aber. Ja, neu mit rechts unten, ne? Also mit alles angekreuzt. Ach so. Nee, aber kriegst auch so. Aber also das als Bobbycar oder so Seifenkiste und dann innen drinnen verbaust ein Fahrrad und dann geht's ab. Und dann fährst du erstmal richtig schön einkaufen, machst einen auf dicke Hose und dann legst du das Pappding beiseite, faltest zusammen ab in den Rucksack. Letztens habe ich das echt überlegt, ob ich das mal mache aus Jux und Dallerei. Und dann einfach eine Kamera umschnallen und das aufnehmen. Irgendwie komme ich in letzter, habe ich sehr viele Flausi-Ideen. Ja? Wir haben übrigens keine Fragen mehr. Doch. Ja. Was ist euer Ausgleich zum Stream? Genau, ja gut, wir haben vorhin über Hobbys geredet. Ach so. Na, okay. Und das ist ja eigentlich der Ausgleich, ja. Ja. Wir haben, und hier ist noch eine Mountain Blade Bannerlord. Zockt das einer von uns? Nö. Was? Ich kenne das Spiel nicht mal, Mountain Blade. Ich auch nicht. Ist das nicht der geistige Vorgänger zu hier dem MMO, was ihr da gespielt habt letztens? Nee, Mountain Blade ist doch, ist das nicht sowas wie Might and Magic? Ich dachte, das wäre so ein MMO. Mountain Blade. Strategie, da ist so eine Trulla auf einem Pferd. Ich habe irgendwie nur das, ich habe nur das Cover vor Augen. Da ist ein weiblicher Charakter auf dem Pferd. Das sieht so nach Mittelalter aus hier. Ja. Von wann ist denn das Spiel? Aus den 80er oder was? Gab es da noch keine Grafiker? Warum müssen die Leute eigentlich auf ihren YouTube-Videos alles vollballern mit diesen Kommentaren? Wer will denn Kommentare sehen? Keiner. Schreibt das unten rein. Und das ist aber am geilsten so sind die YouTube-Videos, wo Leute irgendwas erklären und dann alles nur so den Textbanner da reinhauen, weil sie zu feige sind zu sprechen. Das ist immer der Hammer. Also ich sag ganz, also ich sag, nee, ich spiele keinen Mountain Blade. Das, nee. Ist irgendwas Taktik. Oh. Aber, also ich nicht. Kommt doch sowieso an Dark Age of Camelot nicht ran. Ach, da nichts dran ran. Gar nichts. Nie wieder. Nee. Nee, keine Shops. Nee. Nie. Nie. Was? Achso, und irgendwas von E3 war auch noch. Ja, das haben wir ja nur auch schon beantwortet. Nee. Doch, das war dieselbe Person, die dieselbe Frage nur anders gestellt hat. So, ich dachte, da ging's, worum freuen wir uns auf irgendwas bei der E3? Die Frage ist, was haltet ihr von Events von TwitchCon? Und dann. Ja, aber da war doch noch eine Frage mit E3. Ist etwas ja, noch viel, ach, war ja, viel früher. Oh ja, ich sehe gerade, Verzeihung, habe ich mich vertan. Sorry. Ist ja, etwas bei der E3 dabei, wo man sehr gespannt ist oder freut man sich sehr erfahren, wenn was ist? Ich lasse mich überraschen. Nintendo. Endlich eine genaue Info zu Zelda. Werden sie diesmal haben? Werden sie diesmal haben? Ja. Ist das angekündigt? Sie laden sogar nach New York ein, für 500 Fans das endlich mal zu spielen tatsächlich. Ja? Ich bin auch ein Fan. Dann musst du nach New York. Ja, aber ich bin ja nicht eingeladen. Eingeladen bedeutet, ich werde eingeladen. Muss ich erstmal anmelden.
Bin angemeldet. Wo muss Wieso ich hat man dich denn nicht eingeladen? Was soll das denn? Ja, wo, was ist los hier? Na, nur die mit den meisten abonnierten Zahlen bei YouTube kommen rein. Ach, nee, ich glaube, das ist, wer da ist, kommt rein. Da bin ich immer gespannt. Ja, da bin ich gespannt drauf. Ja, allgemein, ne, ob Eyecatcher, wow, darauf freuen wir uns dann die nächsten 2-3 Jahre, falls es irgendwann mal erscheint. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr auf solche Events. Seit letztes Mal. Anschauen? Nee, die kotzt mich an. Echt? Weil... Oh, ich finde es schon spannend. Ich habe letztes Jahr E3 geguckt und die Hälfte von den Sachen wurde gar nicht released, kacke released. Also du wurdest halt unnötig gehypt. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Hype-Mist. Ich finde, ja, ich bin das so, ja. ich habe letztes Jahr das erste Mal nachts E3 geguckt, ja, stundenlang da gesessen. Oh, geil, yeah, und das geil. Und die Hälfte davon war der größte Rotz oder ist noch gar nicht rausgekommen oder wurde verschoben. Verschoben. Nö. Moment, Skies wurde verschoben. Das wird auch dieses Jahr nicht mehr rauskommen. Hey, August ist angepeilt. So weit wurde es nicht verschoben. Das wird dieses Jahr nicht mehr rauskommen. Und genau auf so einen Quatsch habe ich nämlich keinen Bock mehr. Und deswegen gucke ich mir so eine Events gar nicht an. Aber wenn ich gerade überlege, letztes Jahr, E3, meine Highlights waren damals No Man's Sky, Horizon. Ja, wann kommt Horizon? Nächstes und, warte, Jahr? Ja, und, 2017, warte, oder? Der einzige Xbox One-Titel, oh, der einzige, warte, war das ich weiß, was du meinst. Kommt schlank aussehender mit den Drachen. 2017. Alles verschoben auf 2017 jetzt, ne? So, ja. Also, ich guck's mir trotzdem an. Ich mach so Eye-Candies. Ich mach das mit, seit ich 12 bin, mit der E3 und den ganzen Conventions, immer Hype aufbauen, enttäuscht werden. Ich bin das einfach mittlerweile gewohnt. Und ich lasse mich einfach hypen gerne. Ich mag diesen Reiz von diesen Messen, vor allem von der E3, weil es einfach die größte ist. Und weiß aber, dass die Hälfte davon nicht rauskommen wird. Aber ich weiß auch, dass die andere Hälfte wiederum geil wird. Von daher... Ich gucke mir nur Apple Keynotes an, sonst nichts. Ach, ich werde mir das von Sony doch rein. Also von Sony, das werde ich mir anschauen. Nee, ich gucke mir das nicht mehr an, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe mir Bell auch diesen, genau. Ich habe mir auch den Battlefield-Trailer nicht angeguckt. Ich auch noch nicht. Oh, ich kann's ganz ehrlich, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ab da war es vorbei. Ja? Also ich habe das mit Battlefield beiläufig mitgekriegt und ich bin ja noch so ein bisschen in der Battlefield-Community unterwegs. Und was Menschen aus einer Minute und 15 Sekunden an Videomaterial für YouTube-Videos rausholen, ist sensationell. Jeder beschissene Frame wurde um 10.000 Achsen gedreht und jeder Pixel wurde analysiert. Wo ich mir dann so denke, what? Die haben Zeit. What? Was ist das? Und das gucken jetzt Leute dann? What? Und dann, also das ist so der künstliche Hype und ich sag euch, bei Battlefield 1, pass auf, Beta, richtig geil, Release, letzter Rotz. Punkt. War schon immer so. Bei Battlefield, alle Teile waren immer so. Und deswegen lasse ich mich nicht mehr hypen. Das ist einfach so, was soll das? Also das ist Quatsch so. Ich hab mir auch den Call of Duty Trailer nicht angeguckt, auch wenn da 12 Millionen Dislikes drauf waren. Ja, pff, denkt ihr, die wären Call of Duty? Ja, na Sigi, das ist das, glaube ich, meist gedislikedeste Video auf YouTube, glaube ich. Vom 9? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube 12 Millionen oder so. Aber das ist halt alles so ein Humbug und keine Ahnung, das fetzt halt nicht mehr. Also ich meine, wenn ein Spiel rauskommt, auf Release freuen und sich hypen lassen, okay. Aber so eine Events angucken, nee, keine Lust. Nö, nicht wirklich. Ah, doch, ich werde schon gerne manchmal so ein bisschen so angesext. Ich finde das, doch, mag ich schon ganz gerne. Ja. Ich guck. Doch. Ich mag Videospiele und... Ja, ich auch, aber ich mag die scheiß Enttäuschung hinten dran nicht. Musst du dich einfach dran gewöhnen. Lass dich ein paar Jahre am Stück enttäuschen, dann macht dir das nichts mehr aus. Dann weißt du, worauf du dich einlässt. Ich hoffe einfach, dass es dann doch noch irgendwann erscheinen wird. Das hat bei mir halt auch angefangen mit Hitman, ja. Ich war so unfassbar gehypt auf diesen Hitman-Titel. Episoden-Game, 2017 ist es vollkommen. Yes! Oh.
Ja, okay, behalt doch dein Spiel, Square Enix. Danke. Aber das haben Final sie auf der Fantasy E3, auch sehen. das haben sie auf der E3 auch gesagt und ich habe es überhört. Also das ist mein eigener Echt? Fehler. Ja. Das haben sie auf der E3, haben sie schon angekündigt und ich habe das nicht mitgekriegt in meinem jugendlichen Leichtsinn. Und aber das, nee. Das mit X, Square Enix. Ja. Mal sehen. Ah, doch, gucken schon. Wollen wir noch weitermachen? Was mögt Ja. ihr für Musik? Metal. Alles. Alles. Nee, Alles. Metal, natürlich, gar keine Frage. Gibt ja gar keine andere Musik. Den neuen Doom-Soundtrack feiere ich momentan extrem ab. Also ich höre eigentlich alles querbeet, also ich kann fast alles querbeet hören, außer deutschen Kram. Also da Deutschsprachig. ist es nicht bezogen auf Schlager oder Rap oder so. Also Rap in Deutsch geht gar nicht. Aber ich mag keine elektronische Musik. Das geht so ein bisschen an mir vorbei. Manchmal kann ich es ertragen, aber dann muss sie auch, das muss gut sein. Und das ist eine schwere Definition. Also ich würde eher bei Metal, das ist so mein Ding, das ist immer, also Metal, deswegen auch immer Wacken und so, das ist eine ganz klare Sache. Wohn ja fast da. Ich höre wirklich alles. Und ich finde von allem auch irgendwo was gut. Ob das vom Schlager ist, über Hip-Hop, über House, Trance, Metal, Rock, ist egal. Ich höre von allem etwas, aber nichts die ganze Zeit. Irgendwann geht es mir auf den Nerv und darum, ich mische gerne durch. Also ich höre alles. Ich höre auch alles, aber ich liebe Annie, Lost in House. Also seit einem halben Jahr gehe ich so ab auf Lost in House, dass das nicht mehr feierlich ist. Also SoundCloud habe ich von oben bis unten durchgehört. Ich höre alles wirklich. Ich höre auch Justin Bieber. Gebe ich auch gern zu, irgendwelche Remixes und sei offen für Neues, Garak. Nee, ich habe mir das Nee. angehört, das muss ich nicht haben. Nee, Ja, nee, so weit geht das. ja, Das ja. schmerzt. Das Ist ja schmerzt. auch Das ist egal, schlimmer als Rheuma. ist ja Geschmackssache. Aber Ja. ich höre alles. Im Moment fahre ich voll auf The Pretty Reckless ab. Die sind richtig gut. Die habe ich irgendwie durch Zufall entdeckt, rumgedüdelt in Spotify und dann mal vorschlagen lassen und so. Und das spiele ich im Moment Tag und Nacht hoch und runter und immer wieder, bis ich das dann nicht mehr hören mag. Aber das ist immer so phasenweise. Das ist jetzt nicht unbedingt Metal, aber das kommt wohl eher aus der Rock-Ecke. Aber wie gesagt, Wie ich heißen höre die? mir gerne alles Mögliche an, aber Sag so nochmal den richtig vom Namen. Metal komme ich nicht weg. Sag nochmal den Namen. Pretty Reckless. Achso, nee, sagt mir nichts. Ich bin momentan so ein bisschen so atmosphärischer Musik auch irgendwie hängen geblieben. Lustmord habe ich jetzt entdeckt. Nachdem ich irgendwie den Trailer für, ach, wie heißen die? Warhammer. Nicht dieses Total War, sondern das normale Strategiespiel von Warhammer. Da kam doch letztens so ein bombastischer Trailer irgendwie so richtig morbide irgendwie raus mit richtig guten 3-Dimensionen, also 3D-Technik und so. Richtig gut gemachter Trailer und da war halt so atmosphärische Musik drin und da hat irgendwer bei Reddit reingeschrieben, das klingt so wie Lustmord und dann habe ich mir Lustmord angehört und seitdem höre ich mega viel Lustmord. So vor allem abends, wenn es draußen dunkel ist, so richtig böse Musik einfach. Und das macht mir Bock, mal endlich ein Buch von Lovecraft zu lesen. Habe ich noch nie gelesen. Und das würde, glaube ich, ganz gut passen. Ja, aber sonst, ich höre viel, wenn es gut ist, auch aus Genres, die ich normalerweise nicht höre. Also Hip-Hop zum Beispiel habe ich nie gehört. Da habe ich dann irgendwann ein paar Sachen genannt bekommen, die ich auch gehört habe. Zum Beispiel Jurassic 5 und sowas. Die fand ich ganz gut aus dem Hip-Hop-Bereich. Ich bin da bei Garak, mehr oder weniger. Also deutschsprachig, da kann man mich echt mit jagen. Vor allem das, was man so im Radio hört. Das ist schon schlimm, wenn man das auf Englisch hört, weil dann kann man auch ein bisschen weghören. Aber wenn man sich die Texte dann plötzlich anhören muss und man nicht einfach nicht weghören kann, weil sie einfach schon auf Deutsch sind, dann könnte ich mir echt einen Strick basteln. Fällt mir gerade ein Deutscher, warte, wie heißt Rabe mit Nachnamen heißt der? Der hört sich so ein Max bisschen. Rabe. Ist das Max der? Rabe, ja. Oh, das finde ich, höre ich auch ganz gerne mal. Ne? Das ist aber kein Rap, Was? Ist ne? deutsch. Ja, Max Rabe ist es ist deutsch. Deutsch, ja. Ja.
Also, Obwohl, der fällt mir geht ja jetzt schon gerade wieder. Das ist ja schon wieder, der macht ja nur so alte Lieder, ne? ein. Es hört sich so Also, an wie zumindest mein macht er auf kleiner alt, grüner sagen wir mal so. Kaktus ist draußen am Balkon. Heidi, heidi. Ja, ich höre einfach alles. Ja, Rammstein ist das Geilste. Ja, Rammstein ist auch super. Rammstein ist Wir eine müssen ja nun Ausnahme. nicht alle Bands durchgehen, wenn ich Nee. bitten darf. Das Aber wäre ich habe mir super. gerade mal Lustmord angeguckt und ähnliche Künstler, ich kenne ja gar keinen von, ich höre mir das mal an, das muss ich mal. Die hört anscheinend keiner bei Spotify, da gibt es nämlich nur 70.000 Abspielungen, aber ich guck mal. Ja, Spotify. Brauchst auch gar nicht. Ich halte nichts von Spotify. Ja, du vielleicht nicht, das ist die Main-Quelle, das ist da, wo Böhmermann ist. Google Böhmermann und Play. Schulz. Google Play habe ich. Das ist viel besser. Da hat man eine höhere Auswahl. Ja, genau. Elektronisch mag ich auch ab und zu, aber dann muss er auch richtig Dampf drauf haben. Also so ein seichten Haus, so Ibiza-Haus, kann ich mir gar nicht anhören. Dann wiederum nicht so cool. Aber hauptsächlich Metal. Metal, 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 Metal. Welche Fragen würdet ihr gerne mal beantworten? Ja, wann spielen wir mal wieder Mario Kart? Habe ich gerade gelesen. Oh, das wäre Demnächst. mal wieder lustig. Cool. Demnächst. Yay. Mario Kart. Ich hab's immer noch nicht. Da, da, da. Das mit Ich den auch nicht. Fragen ist halt immer so eine Sache. Das Ja. kommt halt aus dem Kontext. Aber, also ich sag mal so, uns wird halt, wie vorhin schon vorgeworfen, wir haben immer das Gleiche, aber es kommen halt auch immer dieselben Fragen. Und da muss ich aber auch ganz ehrlich zugeben, man kann das Rad nicht neu erfinden. Wer beschwert sich denn? Und das kam vorhin aus dem Gespräch, kam das mal. Das war jetzt keine Beschwerde, aber man kann Palapap. das Aber man. es ist halt auch so, dass wir oft auch neue Zuschauer, das durchmischt sich ja auch, ne? Also Eben drum, ja. deswegen sind die Fragen natürlich auch meist die gleichen, weil die Leute, die das gefragt haben, haben es halt noch nicht gefragt oder haben sich mitbekommen oder was auch immer. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, alles, was nicht mehr mit Geld zu tun hat, finde ich mittlerweile okay. Also die Fragen, die kann ich echt nicht mehr hören. Was macht ihr mit der Altersvorsorge und was sagen eure Freunde zu eurem Job? Wie verdient ihr Geld? Also das so, das sind Sachen, die würde ich nicht gern beantworten. Ansonsten beantworte ich echt was, echt alles sehr gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier oben ist eine sehr, sehr schöne Frage. Solche Fragen hätte ich gerne. Die möchte ich gerne als Beispiel nehmen und vermischen, also zwei Fragen vermischen. Was sagt ihr eigentlich zu der Geschichte mit dem Schalke E-Sports Team? Und dann die nächste Frage, die dazu kommt: Was haltet ihr davon, dass von einem Sportverband gesagt wurde, es muss geprüft werden, ob E-Sports überhaupt ein Sport ist? Die Frage finde ich sehr schön, oder die beiden Fragen. Es Das muss mit von dem einem E-Sport habe ich mich Sport auch schon einmal gefragt, ob das mit von wirklich ein einem Sport ist. Sportverband geprüft werden, ob E-Sport überhaupt ein Sport ist? Ja. Ja. Weil. Verständliche Frage, finde ich. Also, Ja. ich verstehe auch den Sportverband, dass der sich das fragt, weil das ist schon ein bisschen abstrus, dass Spielen Sport sein soll. Aber Schach ist auch Sport. Und insofern ist natürlich E-Sport Sport, definitiv, ja. Aber ich glaube, denen laufen die Mitglieder weg, ne? Also, ich glaube, die Intention dahinter ist eine andere. Also, warum das überhaupt gefragt wird. Meinst du? Ja, klar. Also, guck dir doch mal an, was die Leute heutzutage machen. Oder guck dir mal Sportvereine an. Die haben doch gar keine Mitglieder mehr. Da geht doch kein Ach Mensch mehr so, ich habe rein. gedacht, im E-Sport laufen die Leute. Ich wollte gerade. Nee, nee, Ach nee, nee. so, Eher in. andersrum. Ah. Wo laufen die Leute weg? Sorry. Bei Sportvereinen. Dem Sport ist halt normalen keine Sport. körperliche Tätigkeit, genau, per Definition nicht. Sport kann alles sein, ist ja auch Kopfsport, ne? Es gibt ja auch diese, wenn man jetzt mal Schach außen vor lässt, gibt es ja auch noch diese Rätselradsportler hier, die Rätselraten, keine Ahnung, hier so Gedächtnisaufgaben, Training, Zeugs und so, das ist auch ein Sport, ne? Also ich bin mal ganz ehrlich, ja. Wir sind in Deutschland, jeder Furz muss geprüft werden. Punkt, aus, Ende, basta. Ja. Also selbst wenn Karnickel ins Klo kacken würde, muss das geprüft werden. Das ist Nummer eins. B, ist mir scheißegal, ob irgendein Popelverband sagt, ob das ein Sport ist oder nicht, weil ich sehe das als Sport an. Ich spiele jeden Tag 8, 9 Stunden. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Und ja, das ist ein Sport. Wenn Schach ein Sport ist, ist das auch Sport. Und da hat es genau derselbe Philippanz. Und dass Schalke ein Team gekauft hat, kann man wieder so und so sehen. Also ich seh das wieder so, Schalke wirbt damit Fans. A, weil sie sie gekauft haben und neue junge Leute damit hinbringen zu Schalke. Das ist schon mal die eine PR-Schiene.
Und ich finde es cool, dass sich große Vereine da jetzt melden, weil das ist so. Das ist ja letztendlich eine Anerkennung des Das, E-Sports, ne? genau, das ist eine Anerkennung vom E-Sports und das wird sich später durchsetzen und vielleicht wird Manchester United irgendwann ein eigenes haben, Real Madrid oder keine Ahnung, Lokomotive Moskau oder so. Und das finde ich persönlich ist sehr, sehr geil. Also, das hat mich sehr begeistert. Wobei die Pressekonferenz von Schalke, die war echt für den Arsch. Also, ganz ehrlich, für ein Millionenunternehmen habe ich mich. Also, da muss man sich wieder schämen. Die Pressekonferenz ging, glaube ich, 30 Minuten. Und sie haben Leute eingeladen, die von der Materie überhaupt gar keine Ahnung haben. Und da war nur ein einziger, der zwei vernünftige Fragen gestellt hat. Und dann war die Pressekonferenz aus. Und das war bei Schalke. Okay, also richtig wie Fußball-Pressekonferenz. Und da saßen vier Leute drin. Also wäre ich Schalke gewesen, hätte ich ein paar mehr Leute eingeladen vom Fach. Aber so weit haben sie wahrscheinlich wieder nicht gedacht in dem Moment. Und das war sehr peinlich, muss ich sagen. Beiltschock. Aber das ist eine coole Geschichte. Das mit dem Sportverband, ja, wie gesagt, das ist halt so, ja. Na, die haben halt schon eine Turnhalle, wo sie dann halt LAN-Partys drin veranstalten können. Es wird halt. Komm, Hilfe, kommunizieller. Ich krieg das Wort gerade nicht ausgesprochen. Kommerzieller. Kommerzieller. Dankeschön. Das ist doch als Zocker selbst ist doch super. Finde ich gut, aber ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen. Ja, Ich habe das nur hast du nichts. mitbekommen über Twitter, habe ich das mitbekommen, dass im Schalke. Ich habe erst gedacht, was ist das denn für eine Fotomontage? Hast du nichts verpasst? Also nicht wirklich. Hm. Aber ja, das ist schön, dass es das passiert. Das sind übrigens schöne Fragen. Hier ist auch noch eine sehr schöne Frage, die ich persönlich sehr cool finde. Stellt euch euer Traumgame aus drei aktuellen Titeln zusammen und warum habt ihr so gewählt? Da gehe ich auf Camelot. Es gibt keine Alternative dazu. Aktuelle Titel. Ist doch aktuell bei Garak. Bei ihm Ja. ist doch die Zeit noch nicht weitergegangen. Aktuelle Titel gibt es für mich nicht. Seitdem Dark Age of Camelot aus ist, hat er nur simuliert. Also von daher hat er seitdem Richtig. nichts mehr gespielt. Oh, ich habe auch mal Vanguard gespielt, ja. Und Black Desert und so. Hatte? Aber ich wüsste darauf nicht zu antworten, weil ich keine aktuellen Spiele gut finde. Also ich spiele ja Oh keine. Mann. Das brauche ich noch. Warte, warte, warte. Ich baue gerade. Ich Mir fehlt. weiß. Nee, ich habe schon zwei, aber ich muss gerade noch. Warte. Witcher 3. Witcher 3 Blood and Wine. Witcher 3 Hearts of Stone. Das ist Wow. alles, was ich brauche. Das zu Hause. Witcher, ich muss sagen, mittlerweile, ich gucke Dan zum Beispiel bei Witcher 3 zu. Einfach nur, weil dieses Spiel mittlerweile sich anfühlt wie zu Hause. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, aber es ist einfach das perfekte Spiel. Darf ich? Ja. Ja, sicher. Dark Souls 3, Doom und Witcher 3 Blood and Wine. Wieso Warum? wisst ihr schon alle, wie Blood und Wein ist? Ja, ich habe schon geguckt bei Gronkh. Was? Echt? Natürlich. Oh Mann, ich habe ja Lül. noch gar nichts. Ich habe das vorhin, mein Mitbewohner hatte das auf dem Bildschirm auf und dann habe ich mir gedacht, Mist, jetzt muss ich auch mal gucken. Und Dann es habe ich ist mal so reingegangen. gut? Ja, wir haben noch mal was draufgelegt, ja. Also, sie machen ihrem Spiel alle Ehre. Das könnte gleich nochmal Game of the Year werden. Sage ich guck mal so ganz frech. Warum ich das gewählt habe? Einfach, Doom hat den Hammer-Soundtrack ohnehin, schlechthin. Es ist gewalttätig im Sinne von, dass man richtig rumragen kann, aber nicht gewalttätig im Sinne, wie jetzt wahrscheinlich wieder alle sagen, Counter-Strike-Headshots, wir machen Amok und sowas, sondern man kann halt schon ein bisschen austicken. Erwachsen. Erwachsen, genau. Bloodborne, nee, Dark Souls einfach von der Stimmung her und vom Movement und Witcher, Blood and Wine von der Story her und von der Tiefe. Ja, und aus den drei ein Spiel machen und dann kriege ich einen Orgasmus. Ja, wir sind uns da sehr ähnlich. Also ich hätte genommen Witcher 3, Dark Souls 3 oder Bloodborne. Also, ah, das ist schwierig. Und ja, beim dritten, da ist echt Doom mit dem. Ja, Doom ist schon Hammer. Das macht einfach so einen Spaß, ne? So Kopf aus. Ja, das macht echt mega Spaß. Aber ansonsten, das sind die aktuellsten Sachen gerade. Blood und Wein kenne ich noch nicht.
Warum machst du so eine Schnute? Wegen Doom. Doom ist nicht toll, nein. Das macht Spaß. Nee. Spaß macht's. Mm-mm. Wobei ich sagen muss, ich bin bei Kapitel 11, glaube ich, und irgendwie war dann auf einmal so, ja, pff, oh nö, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ganz genau. Und seitdem habe ich es noch nicht auch angefasst. Wirst aber auch bis dahin mehr. Hat mir ja, doch irgendwie, nee, fehlen nur noch zwei, oder? Nee, also ich hab's, nee. Anfang war so super, das hat mich so deinstalliert. Ich hab's deinstalliert, instant, am selben Abend. Dieses Spiel ist, also es macht Spaß. Ja, es macht Spaß. 3-4 Stunden und dann kannst du es ausmachen und deinstallieren. Weil das, nee, du hast ja keine Ruhe. Du ballerst da 14 Stunden nonstop nur rum. Nicht anderes, nur ballern. Ein Raum ballern, nächster Raum ballern, nächster Raum ballern, nächster Raum ballern, nächster Raum ballern. Hey, ich muss doch mal ein bisschen rätseln, um die ganzen Karten, um alles auf den Karten zu finden. Das habe ich ja nicht, ja, das hab ich dann ja ab der zweiten oder dritten. Du hast ja 100% gespielt, oder was? Ja, ich musste so ein bisschen einfach den Karten, die Karten sind halt so riesig. Und dann habe ich angefangen, damit ich davon ein bisschen wegkomme, die kleinen Munchkie-Puppen da zu suchen und so. Und dann. Oh nee. Aber das ist jetzt kein Spiel, was ich auf 100% spielen würde. Aber der Anfang war einfach, wenn du da rauskommst und dann. Ja, das, Baby. Das kostet ernsthaft 60 Euro für Ballern? Ja. Also ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn du wirklich darauf stehst, ja, kriegst du Al Dente-Spiel. Also du kriegst wirklich Top-Grafik, super optimiert, noch nie so ein gutes optimiertes Spiel gesehen. Ohne Witz, auf Ultra lief das wie geschmiert. Also geleckt. Gar nichts war da. Macht Spaß. Soundtrack war richtig gut, Grafik war richtig gut, die Umgebung war gut, die Stimmung war gut. Gameplay würde ich jetzt sagen, ja, war jetzt nicht so der Burner, aber ich bin auch verwöhnt. Und ich zitiere den Chat nur so vage, das ist eine bessere Grafikdemo. Irgendwie so. Ich war irgendwann so abgestumpft, ne, dass ich meine, wir kennen ja diese ganzen Rätselspiele und so, ne. Ich war so abgestumpft, dass ich nicht verstanden habe, dass ich auf drei Platten, die in der Luft schweben, raufhüpfen muss, um im Spiel weiterzukommen. Ich bin nur da gestanden. Wo ist der Nächste? Ich bin nicht mehr weitergekommen, dass ich den Chat fragen musste. Ich verstehe es nicht. Warum geht der Ton nicht auf? Ich habe doch alle erledigt. Also es ist für stumpfsinniges Baller macht es echt Spaß. Aber ich bin so ganz kurz auch etwas abgestumpft, muss ich zugeben. Ich habe nicht gewusst, wo es lang geht. Die kompliziersten Sachen, kein Problem. Aber in dem Spiel war irgendwie so auf einmal plopp. Ich meine, da bewegt sich was. Es ist ein stumpfer Shooter, der aber auch als stumpfer Shooter vermarktet wurde. Ja, das war Doom doch immer schon. Ja, macht Spaß. Also so ist es kurzweilig. Ja, man darf da keine Story erwarten. Da kenne ich Shooter, die wurden mir als Rollenspiel verkauft. Der Chat immer, Story? Also. Story? Ja. Da kommt einer und ich schieße. Da kommen dann viele, die sollen nicht kommen, ich schieße. Ich habe keine Ahnung, das ist Doom. Die Story ist gar nicht schlecht. Ja, okay. Es ist einfach Spaß. Aber es ist wirklich... Aber vielleicht spiele ich es mal durch. Es ist wirklich, das zündelt schon. Aber halt nicht so lange. Ja? Nee. Also so 8 Stunden, also ich habe den Spaß meines Lebens gehabt. Aber als ich es dann mit Gewalt durchspielen wollte, dann war so, ach nee. Ja. Hör auf jetzt. Interessiert ihr euch für Sport? Stichwort Bundesliga, NBA, NFL, solche Sachen? Alle zwei Jahre Fußball. Nein, nicht schon wieder. NFL, ja, und NASCAR, ja. Deutsch nix. Ich Fußball, auf jeden Fall. Bundesliga halt, ne? Ich komme halt aus Dortmund, ich bin hier aufgewachsen, da kommt man halt nicht dran vorbei. Und dann so den Rest beobachte ich halt, wenn irgendwie so Finals jetzt gerade in der NBA sind, dann finde ich das schon relativ spannend. Im Tennis finde ich so große Finals zwischen Djokovic und einem Nadal oder wem auch immer, oder Federer finde ich auch interessant. Aber das muss mich dann auch interessieren, also das muss ein gutes Spiel sein. Ich gucke es jetzt nicht wegen dem Sport. Ich habe meine Leidenschaft für Manchester United abgelegt. Ich guck Wunder. Ich gucke nur noch Ergebnisse, leider. Ich habe es irgendwie verloren die letzten paar Jahre. Ich hoffe mal, dass das irgendwann nochmal wiederkommt. Aber sonst gar nichts.
Ich gucke immer zwischendurch, ich gucke zwischendurch, ich weiß, also es zählt, glaube ich, nicht als Sport, sondern als Lifestyle. Ich gucke sehr viel, was mit Bodybuilding so zu tun hat. Interviews und von Kraftsport, sowas gucke ich mir sehr viel an, aber ist auch nicht mehr so vermehrt, sage ich mal. Ich gucke immer mal, ab und zu gucke ich mir ein bisschen Tennis an, manchmal gucke ich mir Best of NHL an, Best of NFL. Also ich mag Sport, aber ich verfolge es nicht aktiv. Aber NHL, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür würde ich mir sogar nochmal Sky anschaffen. Weil das finde ich richtig geil, wenn die sich da so, wenn die abgehen. Zeigen die überhaupt NHL? Ich weiß es nicht. Das Sky? war Ich jetzt glaube nur so, nicht. das war nur so Ich glaube daher. nicht, ne. Da musst du dir im Internet so einen Sportspass bei ESPN wahrscheinlich besorgen oder sowas. Ja, keine Ahnung. Aber das würde ich mir ganz ehrlich reinziehen. Aber das ist dann auch wieder so mit Zeit verbunden, die ich nicht habe und. Ich habe früher auch mehr Baseball geguckt, das ist nicht mehr so. Das sind alles so, weiß ich nicht, das ist weniger geworden, sagen wir mal so. Aber NASCAR, da ist halt der Plankenschnack immer ein Problem für mich, weil das NASCAR-Rennen ist immer sonntagabends. Also außer sie fahren nachts oder ein etwas von der Zeitverschiebung her etwas anders, aber in den meisten Fällen ist es jetzt, wenn wir senden, ist NASCAR-Rennen. Ich zeichne mir das dann immer auf und hoffe nicht gespoilert zu werden und dann geht das auch. Außer bei dem Daytona 500, da musste ich natürlich während des Plankenschnacks gucken. Wir erinnern uns. Ja, legendärer Schnack. Und Garak, willst du an die Kamera gucken? Was? Ich war gerade nicht da. War das gesagt? Ja, nee, ist schon gut. Okay. Ja, also, das war ein guter Schnack, ja. Ja, wie kann man auch auf dem Daytona 500 einen Klanggeschnack machen? Ja, Entschuldigung. War einfach ein Planungsfehler Ja. unsererseits. Nee, Nee, Plankenschnack von der kommt. Nesca. Nee, das war ein Planungsfehler von dir, Garak. Du hättest ja Sali fragen können. Ja, das stimmt. Problem gefunden. Wie steht ihr dazu, Gaming-Elemente und moderne Medien in den Schulunterricht einfließen zu lassen? Schöne Frage. Hatten wir Ist aber, wichtig. glaube ich, schon. Ziemlich Nee. wichtig. Doch, als Herr Juhl da war, Gaming-Elemente? haben wir kurz Ah ja, darüber stimmt, doch. gesprochen. Wir hatten schon drüber gesprochen, aber die Frage kam so noch nicht, ne? Ja. Gut, klar. Die Schule hängt momentan, glaube ich, 40, 50 Jahre hinterher. Und alle wundern Manche. sich, warum alle ADS haben. Dabei ist einfach die Schule zu langweilig, weil sie einfach nicht sich anpasst. Ja, ist lustig, ne? Vor 40 Jahren hatte keiner ADS oder nur Ja. Ja. zwei oder so. Und heute Keiner haben sie das hat, die alle. Sache ist, keiner hat ADS. Schule Langeweile, ist ja. einfach langweilig, Ja, weil ja. sie einfach nicht mit den Medien nachkommen. Also ich glaube, die Leute, die ADHS hatten, die haben erstmal vom Lehrer eine Schelle in den Nacken gekriegt und dann hat es einmal Klong auf den Tisch gemacht und dann war erstmal Ja. Ruhe, ja? Und So, dann war du das hast hier kein vorbei, ja. ADHS, weißt du? Hier wird stillgesessen, dass du Bescheid weißt. Okay. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse diese, ich mochte es in der Uni schon nicht, diese drögen Vorlesungen, weil Theorie ist Theorie, machen ist machen. Und ich denke, dass man mit machen viel mehr lernen könnte. Natürlich muss man dazu sagen, es gibt auch Einzelfälle, die sind Theoretiker, es gibt ja theoretische Physiker, aber die machen, wenden ja eigentlich auch Praxis an. Und ich denke, dass Praxis wichtig ist und neue Medien mit reinzubringen, ist auch sehr wichtig. Ich glaube, das war, wenn ich mich recht entsinne, bei den Dörpsens im Dörp oder auf der Schule dort kriegt man sogar ein iPad und die kriegen sogar damit Aufgaben, die sie lösen mussten. Stellt mich nicht am Pranger, aber ich glaube, so habe ich das in Erinnerung. Und das finde ich sehr cool. Weil warum sollte man, ich meine, jede Göre, entschuldigt den Ausdruck, jede Göre rennt mit einem beschissenen Handy rum. Warum sollten die denn nicht damit was Sinnvolles machen, als nur, ey, Dicker, WhatsApp, Alter, verstehst du mal, komm mal klatsch. Oder so, wisst ihr? Warum gibt man denen denn nicht so, machen Video so und wir machen jenes und das? Also, ich weiß nicht, das ist wieder so eine Sache, das wäre wieder die Reform der Reformen. Ich bin da nicht im Schulsystem drin und weiß nicht, wie schnell man sowas ändern könnte. Aber es wird dann langsam Zeit, glaube ich, von Papier und Stift auf neue modische Technik zu kommen. Aber da muss Also, ich, es da gibt kommt. hier oben schon viele Schulen, die auch iPads ausgeben. Ne? Also, es gibt schon. Ja, hoffentlich nicht iPads. Ja, natürlich iPads. Was denn Also, sonst? ja, vernünftig gepreiste Darum iPads. Pads. Naja, man kann aber auch die Hälfte des Geldes der Steuergelder Ja, für Sport kannst du ausgeben. das machen, aber für richtige iPads, also für richtige Pads, brauchst du ein iPad. Also ich muss sagen, ich kenne diese. Es gibt ja etliche YouTube-Kanäle, die sich auf sowas spezialisiert haben, zum Beispiel schwierige Matheformeln oder so etwas.
plausibel zu erklären. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich wäre froh, hätte es das damals gegeben. Ja. Da wäre ich echt froh gewesen. Also, ne? Also das wäre super. Ich finde das toll, dass man da so mit der Zeit geht. Es wäre moderne Nachhilfeunterricht. Du, ich habe in Kerbal Space Program habe ich so viel Physik gelernt, wie in 2 Jahren Physik-LK nicht. Weil dieses Spiel einfach nicht hundertprozentig realistisch ist, aber schon sehr nah dran kommt an wie halt tatsächlich. Das haben die schon ganz gut gemacht, ja. Orbitaltechniken oder halt, ne, wie das mit dem Orbit überhaupt funktioniert. Das wusste ich halt vorher nicht, weil du guckst halt immer nur Star Trek, wo die Raumschiffe geradeaus wegfliegen und einfach die ganze Zeit. Und du verstehst einfach, wenn dann der Physiklehrer dir versucht beizubringen, warum eine Rakete erst in Orbit kommen muss, dann denkst du dir, hä, warum fliegst du nicht einfach geradeaus durch, Alter? Naja, es würde funktionieren, wenn du genug Power hast. Ja, genau. Und in Kerbal wird dir das so schwer, tatsächlich das erklärt. Und ich habe jetzt ein viel besseres Verständnis von Gravitation und von eben Orbit. Ja, ich solche Geschichten muss man dann halt auch mit reinbringen, ne? Also ja. Als Physiklehrer würde ich Kerbal auf jeden Fall mit reinnehmen. Aber ich glaube nicht, dass die technische Ausstattung das Problem der Schulen ist. Also natürlich haben Schulen Natürlich haben Schulen das Problem, dass sie nicht ausreichend technisch bestückt sind, weil sie einfach keine Kohle kriegen, um das zu machen. Aber selbst wenn sie es hätten, ist das Problem nicht die Technik, sondern eher der Lehrkörper. Denn wenn du dir anguckst, was da für Leute rumrennen, die unterrichten, das geht gar nicht, ja. Und die lernen das einmal, die studieren das einmal irgendwo und danach ist dann Ende Gelände. Und such mal da die Katze. Nee. Und leider trifft das auf viel zu viele Lehrer zu, ja, dass die dann einfach da stehen bleiben. Ich hatte in meiner Schulzeit auch so einen Mathematiklehrer, der war klasse. Der hatte seine Matrizen da irgendwie 10 Jahre hintereinander immer dieselben benutzt. Bei Mathe geht das, ja, da ändert sich nicht so richtig viel. Aber wenn du dann irgendwie in anderen Fächern, da funktioniert das halt nicht. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass die Lehrer einfach nicht mitkommen mit dem technologischen Vorsprung und auf der anderen Seite auch nicht wollen, ja, Fortschritt wollte ich sagen. Und auf der anderen Seite aber auch nicht wollen. Ich kenne so viele, die wären am liebsten mit 35 in Rente. Also das, ja, gut, aber das Thema. Die Lehrer hat es schon immer gegeben. Also. Ja, aber die IT und Lehrer, das ist eine Gleichung, die du nie aufgehen lassen kannst. Es funktioniert ja nicht. Also das ist unglaublich, weil ich glaube, Lehrer wird ein bestimmter Typ Mensch. Und der ist einfach nicht kompatibel mit Hightech. Das funktioniert nicht. Also wenn ich mir angucke, die Pauker, die Fachinformatiker ausbilden in Kiel im RBZ, da fasse ich mir einen Kopf. Ja, also das ist unglaublich. Jo. Frage beantwortet. Schule. Naja, Gaming in Schulen. Gamifizierung. Das ist eine gute Sache. Gut. Ja. Würde wer als Mediendozent an der Uni gerne mal eine Vorlesung bei Game Design Studenten halten? Ich würde super gerne mal eine Vorlesung halten. Ich bin ja kein, ich bin kein Doktor, ja. Ich würde gerne mal über das ganze Zeug hier. Also so. Ich denke mal, 3 Jahre kann man schon mal was von reden, oder? Also, ich meine. Jetzt wird wahrscheinlich wieder der ein oder andere kommen, du hast auch nur Halbwissen, blabbediadi und du hast davon keine Ahnung, aber Erfahrung teilen, hätte ich schon mal Bock, eine Vorlesung zu halten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich hatte in der Uni hatte ich immer Probleme mit, ich hatte immer Probleme frei zu sprechen, weil mich das immer nervös gemacht hat, weil ich mich nie sicher gefühlt habe in einem Thema. Und jetzt kann ich mich hinstellen, ich glaube, ich könnte mich schon vor mehrere hunderte Leute stellen und einfach so locker fluffig ein losmachen. Also ich sag mal, meine Beklemmtheit oder die Beklemmtheit ist irgendwie gegangen und das würde ich sehr gerne mal machen. Das steht auch auf meinem Zettel, dass ich das irgendwann mal tue. Ich weiß zwar noch nicht, in welchem Zusammenhang, aber vielleicht lädt mich ja irgendwann mal irgendwer ein, in irgendeine Stadt, in irgendeine Uni. Das wäre cool. Da hätte ich Bock drauf. Ja, da hätte ich echt Bock drauf.
Wie seht ihr die aktuelle Entwicklung der Medienlandschaft? Siehe Bauersuchtfrau, YouTube, Reality Soap, also die Verblödung. Ja gut, hast ja alles zusammengefasst in einem Satz, oder? Punkt. Die Antwort hast du selber gestellt, ja. Die Antwort hast du dir selber gegeben, Punkt. Das Wichtigste dabei ist einfach auf sich selbst zu achten, dass man selbst nicht verblödet. Aber, und das muss man ja auch sehen, beeindruckend ist, dass der Sender mit dem größten Bullshit-Bingo die meisten Zuschauer insgesamt hat, auf Nummer 1 steht seit Jahren. Das ist schon sehr bedenklich. Bullshit-Bingo, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, Marcel Reif Bullshit-Bingo. Bullshit-Bingo. Immer gespielt, wenn Marcel Reif ein Bundesligaspiel kommentiert hat. Aber das ist halt, ihr müsst halt immer daran denken und deswegen will auch keiner über Politik nach der Arbeit quatschen. Menschen sind einfach gestrickt so. Wenn du 8 Stunden lang rackgehst oder 9, dann willst du dir ganz bestimmt nicht noch irgendeinen Fashion-Scheiß reinziehen. Wenn mein Vater nach Hause kommt, der will sich keine Doku reinziehen, der will sich einfach Bauersuchtfrau angucken. Der weiß, dass das nicht real ist, aber der zieht sich das halt rein und sagt sich so, mein Vater ist nicht dumm, möchte ich kurz mal hier mal anmerken, ja. Das ist, der ist schlau. Alrighty? Der löst Sudoku in der kurzen Pause, wenn er sein Ei legt, schneller als jeder andere, der da draußen sitzt. Das sage ich euch, Punkt. So. Aber das ist halt, ja, ich meine, dass die Jugend darunter leidet, okay, Erwachsene können ja immer noch nachdenken, wobei, da müssen wir auch wieder in Lager trennen, da gibt es ja auch welche, die können nicht nachdenken. Aber das wäre eine sehr lange Analyse von unserem Konsumverhalten von TV und da müssten wir ganz viele Gruppen aufschlüsseln. Ich denke, ich glaube, der Satz, also die Verblödung trifft schon ganz gut. Mhm. Was sagt ihr zum Ferrafake von Böhmermann? Das perfekte Comeback. Total genial und richtig zum richtigen Zeitpunkt und Böhmermann halt, ne? Also da kann man nicht mehr zu sagen. Einfach passend und genial. Also ich persönlich, ich mag ihn persönlich nicht, muss ich zugeben. Ich finde ihn meistens sehr, sehr unlustig. Aber das war lustig. Genauso wie diese ganze Erdogan-Sache. Und das verstehen halt die, oder nein, das verstehen viele nicht dann tatsächlich. Das war ja extra unlustig gemacht, ne? Also. Ja, es ist, du brauchst zu viel Kopf, um das zu verstehen. Und dann, das passt dann wieder nicht mit dem, wenn du bedenkst, dass die Masse eben diesen speziellen Sender, also das konnte gar nicht gut gehen, das musste schief gehen. Also der Böhmermann ist oftmals einfach zu intellektuell, das ist das Problem. Ich habe das nicht gesehen von Herrn Böhmermann. Kann ich nichts zu sagen. Er hat bei Bauer sucht Frau 2 Schauspieler Schwiegertochter gesucht. Oder Schwiegertochter gesucht. Ach so, gesucht. Ich dachte, ihr meint das mit diesem Gedicht, was er da gemacht hat? Von Erdogan. Das ist Erdogan. Nee, das ist ja schon durch. Nee, danach. Ach so. Das auch. Eigentlich das davor. Ja, das habe ich schon, ja, das habe ich mitgekriegt. Aber da ist doch nichts passiert, was man jetzt noch nicht weiß, oder? Ja, doch. Ja, waren 2 Schauspieler. Ja, und? Das ist alles Schauspieler. Da wollt ihr mich verarschen? Das ist doch schon seit 100.000 Jahren klar, dass überall ein Fake drin ist. Nee, du hast es nicht gesehen. Also nee, das ist so, natürlich, ist es natürlich, also nein, da ging es darum, also es sind keine Schauspieler. Er hat da Schauspieler eingeschleust, die anderen Kandidaten waren keine Schauspieler, sind auch keine. Das sind einfach nur Deppen, die richtig dumm sind. Und die Verträge, ihm ging es ja darum, das aufzudecken, was für eine Verträge da unterschrieben werden und wie die mit den Leuten umgehen. Und das hat er halt gefilmt mit versteckter Kamera. Mhm. Über lange Zeit. Das hat er aber auch sehr lange vorbereitet. Er meinte im Podcast heute oder beim letzten Sonntag, weiß ich nicht mehr, sonntags kommt ja immer ein Podcast von den beiden, er meinte, dass die über ein Jahr Wohnungen angemietet hatten und so weiter, also und sich beworben hatten mit gefakten Kandidaten, die Schauspieler waren. Also du wirst ja nicht ganz einfach so genommen. Und die haben also über ein Jahr das probiert, da in irgendeine Produktion reinzukommen. Und Charaktere, die sich einfach schon mit Absicht dumm gestellt haben, da haben die das Maximum rausgeholt. Also das ist schon, was die Menschen... Wie viel bekommen die? Wie viel waren das? 350, ne? Nein! Aufwandsentschädigung von 100, 150. Ich meine 150 Euro, glaube ich, ja. Für die gesamte Sendung bekommen die Kandidaten da. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das war schon bei Andreas Türk so damals. Das ist doch nichts mehr Neues.
Ja, da kommt es ja auch her. Ich hätte gedacht, die hätten einen kleinen Ticken mehr, würden die bekommen. Das ist schon immer so. Und die haben schon immer Schauspieler und schon immer die dümmsten Leute eingeladen. Also bitte, das weiß doch nicht schon jeder seit 100 Jahren. Aber so die Menschen dann noch sofort, das war schon, guck's dir mal an. Die haben genau, die schon 100, extrem guck dir das mal an, du weißt ja nicht genau, worum das geht. Also 150 Euro für 30 Drehtage waren das, genau. Aber es ging um diese anderen Sachen da drumherum und so. Das ist schon ganz gut, dass er das gemacht hat. Und, aber es werden ja nur 10 Drehtage. Aber es hilft ja nichts. Ich meine, diese Sendung wird es weitergehen und die Dummen werden es weitergucken. Ja. Und das gilt für alle diese Sendungen. Also nicht nur Schwiegertochter gesucht, auch Bauer sucht Frau. Und, ach, ja. Die kann es ja namenlos, endlos. Ja, und aber wenn ihr seht ja, wie viel Einschaltquoten die Dinger haben. Also der IQ der Deutschen liegt irgendwo unterhalb des englischen Toastbrots. Das ist halt so. Also der Durchschnitts-IQ liegt bei 100. Kann ich dir mit 100%iger Sicherheit sagen. Aber es gibt auch genug schlaue Leute, die einfach sowas gucken, Leute. Nee, das glaube ich nicht. Doch. Doch. Um sich berieseln zu lassen. Ja, eben. Einfach, weil sie nichts anderes haben oder irgendwie nichts anderes kriegen. Wir haben doch nichts anderes. Der Podcast von Böhmermann kommt auf Spotify. Ganz ehrlich, das ist alles so, weiß ich nicht, selbst bei Professor guckt Fernsehen. Also mein Mann, wenn Stefan von der Arbeit nach Hause kommt, legt er sich auch auf die Couch und dann... Manche Leute amüsieren sich da draus und machen da ein Fest oder Trinkspiele draus und das kommt halt auch immer alles noch dazu. Ach so, ja, kommen die Zuschauerquoten zu. Ja. Das schaut er jetzt also ich gucke das nicht, überhaupt CSI nicht. CSI guckt er an. Den besagten Sender habe ich seit, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mal erinnern, also ne. Also ich denke nicht, dass das irgendwie... Also nicht mal zur Belustigung, weil dann würde ich ja als Zuschauer zählen. Das tue ich denen nicht an, nee, das will ich nicht. Also ich gucke mir sowas überhaupt nicht an. Ich gucke gar kein Privatfernsehen. Aber so gucken halt auch Millionen Leute das andere Zeug bei YouTube und dann finden die Leute zum Beispiel uns scheiße und wieder andersrum. Also ja, das ist halt so, wie es ist. Mein Gott, das ist die Welt, das ist der Zahn der Zeit. Jeder darf machen, was er will. Soll sich doch jeder das reinziehen. Fertig ist. Ja. Achso, ZDF Mediathek, genau. Neo Magazin Royal. Vorletzte Sendung, glaube ich. Oder einfach Vera Fake suchen. Oder nach Vera Fake suchen. Bei YouTube. Aber das ist halt, ich meine, ganz ehrlich, das ist auch wieder so Leben und Leben lassen, ja. Böhmermann ist ja nur auch nicht dumm. Der macht das doch auch wieder nicht ohne Grund. Also, wisst ihr, das ist so, wir feiern das wieder richtig geil und er plant das schon jahrelang. Oder das ist natürlich, er muss ja auch leben irgendwie und er spricht halt intellektuelle Menschen an und intellektuelle Menschen wollen sowas sehen, wie dumme Menschen verarscht werden. Also das ist im Endeffekt sind die Nutznießer, die halt auch wieder schlauen TV gucken und das verstehen, das ist im Endeffekt auch nichts anderes. Wir gucken jetzt im Endeffekt wieder in die Röhre und schauen jemanden an, der intellektuell, also der auf eine gewisse Art und Weise besser berieselt ist und der verarscht die dummen Menschen. Und was anderes macht Böhmermann nicht. Und der kommt jedes Mal wieder bei weg. Und das ist genau dasselbe, nur dass jetzt der Affe nicht nach draußen guckt die dummen Menschen an, sondern der dumme Mensch guckt den Affen an. So, Punkt. Denk mal darüber nach. Denk mal darüber nach. So. So sehe ich das nämlich. Und deswegen interessiert mich das auch nicht. Also die andere Seite interessiert mich auch dann nicht. Weil das nämlich nicht besser ist. Ziemlich komische Sicht, aber gut, ja. Jeder hat ja so seine eigene Meinung. Ja. Wie steht ihr zu dem Thema freies WLAN in großen Städten? Freue ich mich, wenn es gibt, aber ist mir auch irgendwie egal. Ja, ich kann da was zu sagen, weil ich da mit relativ viel zu tun hatte. Ja, es ist sinnvoll, dass es das gibt, aber irgendeiner muss es bezahlen. Das heißt, es kann nicht umsonst sein, weil das keiner, ne? Also ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass es diese Infrastruktur gibt, dass man in eine Stadt kommt, macht sein Handy an und bumm, hier ist ein freies WLAN, ist klasse, aber dann muss man halt auch damit leben, dass da Werbung drin kommt oder sowas, weil irgendwoher muss die Kohle ja kommen. Das Zeug kostet nämlich richtig Geld und also ich finde es aber angenehm. Also hier in Kiel zum Beispiel haben wir ein freies WLAN, komplett in der ganzen Stadt.
Die haben, glaube ich, an allen Bushaltestellen ihre WLAN-Antennen angeschraubt und alles ganz toll. Und man kann im Grunde genommen nahezu überall, außer in den Randbezirken, hat man freies WLAN und top, ne? Schnell läuft, kostet nichts. Also, wenn ich da kurz was einwerfen darf, ich sehe das so wie Garak. Wir sollen das immer bezahlen. Irgendwoher muss das ja herkommen. Ja. Also, das ist halt nicht so. Ich meine, wir wollen immer Sachen for free haben, aber wir sollen das bezahlen. Und WLAN, überleg mal, wenn Garak jetzt sagt, an jeder Bushaltestelle ist ein WLAN-Hotspot drin, dann kostet ja nur auch nicht 2,50. Dann rechnet euch Nee, das. die kosten schon einiges mehr. Dann rechnet euch das mal hoch und dann habt ihr noch die Dingskosten. Oh, dann habt ihr noch die Dingskosten, die Fixkosten und so weiter und so fort. Das wächst halt auch nicht an den Bäumen. Aber gut, ist der Kommentar von Crazy Burn gegen freies WLAN. Es wird auch schon alles über die Datentarife abgedeckt. Völliger Bullshit. Ihr dürft niemals davon ausgehen, dass es da Internet gibt, wo ihr nicht wohnt, weil ihr das nicht wisst. In Schleswig-Holstein hat die Masse der Bevölkerung keine 2 Megabit. Ja? Vergesst 200 Megabit Unity Media und so einen ganzen Müll für ein Appel und ein Ei. Internet kostet richtig Geld und in Schleswig-Holstein, genauso wie in Mecklenburg-Vorpommern und vielen anderen Gegenden in Deutschland, gibt es maximal 2 Megabit, sogar eher noch weniger. Und da ist ein freies WLAN schon richtig Gold wert. Und Handyempfang, ja, hier oben, ja, in Norddeutschland, vergisst es, ja. Also hier ist nichts mit Handyempfang, mit LTE oder so ein Scheiß. Das funktioniert alles vorne und hinten nicht. Also insofern ist ein freies WLAN ziemlich wichtig. Frage war aber freies WLAN in großen Städten. Ja, in Kiel gibt es auch kein, also da vergiss es. Also LTE, vergiss es. Lebe in der Schweiz. Ja, Das gibt's du da hast nicht. Berge, bei dir ist das sowieso alles Gibt's anders. nicht. Das weiß ich gar nicht. Ja. WLAN über Satelliten, das ist technologisch nicht möglich. Achso, und Freifunk, darf ich mal was zu Freifunk sagen? Größte Bullshit. Heute haben wir echt nur Bullshit-Themen. Freifunk macht Folgendes. Freifunk, das ist, du kannst einen Router bekommen von Freifunk, da kommt eine Software drauf von Freifunk. Und das wird gefeiert im Moment überall, seit Jahren immer mal wieder, als die tolle Sache. Letztendlich wird Folgendes gemacht. Du benutzt deinen eigenen Internetzugang, also nehmen wir mal Nils, ja, der sitzt da und macht auf seinem WLAN-Router eine Firmware drauf von Freifunk, sodass seine Nachbarn über seinen Internetzugang surfen können. Das ist Freifunk. So, Was? ja. Ja, Ja, habe ich den ja. Arsch offen oder was? Ja, richtig. Die Wow. Leute haben einen Arsch offen. Und zwar alle, die das machen. Jetzt kommt Folgendes. Um die Störerhaftung zu umgehen, die du ja hättest, du bist ja dafür haftbar, wer über dich surft, wird in vielen Fällen, nicht bei allen Freifunkern, aber in vielen Fällen ein Tunnel ins Ausland geschickt. Ja? Damit umgehst du, also A, bist du nicht mehr haftbar, weil ja derjenige, sagen wir mal, in Amsterdam rauskommt. Statt bei dir an deinem Anschluss. Allerdings ermöglichst du auch jedem, ja, jedem, der auf der Straße rumrennt, sein kriminelles, was auch immer er vorhat, über diesen Freifunkanschluss zu machen, ohne dass er überhaupt trackbar wäre. Die Leute machen das tatsächlich. Es gibt wirklich Leute, und jetzt kommt der Hammer. Hier in Schleswig-Holstein gibt es sogar Ämter, wo du Freifunk in der Amtsstube kriegst. Was? Es ist sowas von schizophren und es ist unglaublich, ja. Und ich habe da gar keine Worte für, wie katastrophal das ist. Und die Leute feiern das als genial und überall freies Netz und so weiter. Aber letztendlich verhindert man, dass man kriminelle Machenschaften aufdeckt, also weil man das nicht mehr tracken kann, weil irgendein Fremder bei dir vorm Fenster steht in Dresden und irgendwelche Kinderpornos runterlädt, die kriegst du aber nicht, weil die über Freifunk rausgehen. Und B, hast du halt das Problem, dass dein Internetzugang, für den du bezahlst, von Fremden benutzt wird, zusätzlich. Das kommt ja noch dazu. Das heißt, die surfen auf Kosten anderer. Also ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Das ist Freifunk. Das ist schon vom Zuhören hört sich das dumm an. Ja. Wer macht denn Ja, so aber es gibt Scheiß? unheimlich viele Leute, die der Meinung sind, dass Freifunk geil ist. Die sind zwar Ja, ziemlich verblendet, aber es ist so. die leben wahrscheinlich draußen im Bus auf dem Campingplatz und singen noch Kumbaya, my Lord, oder was? Ja, ich Okay. weiß es nicht, aber es ist halt.
Weil bei Freifunk musst du dich halt nicht registrieren, ja? Und dadurch bist du nicht greifbar. Das heißt, jeder kann das Internet einfach so nutzen und vor allen Dingen über deinen Zugang. Das ist eine Katastrophe. Ja, und da sprechen wir wieder von der Verblödung der Menschheit. Ich meine, wer ist... Ja, das Schlimme ist ja, dass sogar ein Amtsstuben bei uns hier im Amt, ja, ganz groß Pressemitteilung, bei uns jetzt Freifunk. Das heißt, die scheren ihren Amts-Internetzugang mit den Leuten, die irgendwie anonym sind. Ja? Sind ja in erster Linie erstmal anonym. Ob das so sauber ist, ich weiß nicht. Ja, aber es hat nichts damit zu tun, dass für die Allgemeinheit irgendwie, das ist also völliger Bullshit. Wenn du öffentlich reingehen kannst, dann... Ja. Ja, ich krieg das auch nicht so. Du musst dich nirgendwo anmelden. Du kannst, das ist einfach so, wenn du mit deinem Handy jetzt vor meiner Tür stehst, kannst du einfach rein. Ja, genau. Okay, ja, nee, das ist natürlich für die Allgemeinheit, müssen wir da unbedingt das WLAN freischalten. Und dann kriegst du drei Monate später kriegst du Klaganhalt. Also, sie haben jetzt hier Avengers 5 bis 3000 runtergeladen, sie müssen 54.000 Milliarden Euro Strafe zahlen. Ja, natürlich. Ja. Nee, das fällt ja weg, weil dadurch, deswegen tunneln sie ja. Ach so. Ja, weil der Datenstream desjenigen, der mit über deinen Router surft, okay, geht ja irgendwo im Ausland raus. Aha. Also, die Gefahr für dich ist da null. Ne? Ah, also, okay, gut, denn, alles ja? Klar. Ja. Das ist klar. Also die Gefahr für dich ist null. Damit umgehen sie die Störerhaftung. Das Störerhaftungsgesetz sollte das nicht jetzt diese Woche irgendwann sowieso verändert werden. Und naja, aber wie gesagt, es ist halt eine sehr fragwürdige Geschichte. Das verbreitet sich im Moment gerade so ein bisschen. Funktioniert natürlich auch nicht. Ne? Also ich meine, wenn du ein dediziertes WLAN-Netz hast, das irgendeiner baut, ja, dann ist es halt so, dass du auch die Bandbreite tatsächlich hast. Ja, so scherst du ja einfach irgendwelche Privatleute WLANs und das bringt ja nichts. Also du kannst dafür nicht belangt werden? Nein, solange das richtig konfiguriert ist, nicht, nein. Okay, aber die Leute können... Über deinen Internetzugang ins Internet, ja. Ja gut, dann sehe ich da jetzt kein Problem dran. Naja, du ermöglichst es Leuten anonym über deinen Anschluss ins Internet zu gehen. Also man ist überall anonym, man kann nicht rausfinden, wer das ist. Nein. Okay. Ja, Dennis, ja gut, wenn die Leute anonym sind, dann ist Mist. Anonymität, das geht ja. Naja, gut, ja. Das kann man. Naja, du unterstützt ja indirekt damit jemanden, der. Ich meine, wer benutzt denn sowas? Ja? Ja, natürlich. Also ich mein, das ist eine ideale Möglichkeit, sich zu verstecken. Das also die Gefahr ist schon groß. Das ist wieder so zweischneidig, würde ich sagen. Also ja, also es ist cool, weil du es nutzen kannst, weil es ist ja nicht jeder ein Idiot. Also, aber die Idioten, die sich da drunter damit wieder verstecken können, das ist Kacke. Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich würde mich da jetzt nicht so lange drauf dranhängen, genau. wegen, ne? Also. Also vorsichtig, wer seinen Router zur Verfügung stellt. Eine Falschkonfiguration langt ja schon, und dann bist du im Arsch. Herr Nils, was? Streamer der Woche? Ja. Streamer der Woche, ja. Ja, lasst uns den Streamer der Woche machen. Das Thema, ich muss mich da nachher mal kurz ein bisschen belesen. Das finde ich sehr interessant. Nach dem Spielen, okay, wir spielen noch. Ich weiß, wir spielen noch. Streamer der Woche, ich hoffe, da ist auch... Oh Gott, nein, da ist auch alles kaputt, glaube ich, mit den... Ja, oh. Die Katze hat alles kaputt gemacht heute. Wir machen heute einfach mal ohne Kameras, okay? Jo. Also die Vorstellung. Wir machen heute einfach mal ohne Kameras. Stellt euch vor, wir sind da jetzt, ja? Entschuldigung, meine Katze ist vorhin über die Tastatur gerollt. Ich fange mal einfach an, weil meiner schon offen ist, ja? Und zwar... Mein Streamer der Woche ist Dance Gaming, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich diesen Typen einfach richtig edel finde. Ich finde ihn sehr lustig, ich gucke ihn sehr gerne und ich habe die Woche Total War bei ihm geguckt, ich habe wieder Witcher angefangen bei ihm zu schauen und ich finde es sehr, sehr amüsant, ich mag ihn. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Dann habe ich hier Coffee Junkies, das war von mir. Ja. Dann? Ja,
Ich gucke nicht viele deutsche Streamer, ich gucke auch nicht viele kleine Streamer, aber der Coffee, also der Dan, der ist auch einfach, wenn er streamt, dann bleibe ich immer eigentlich bei ihm hängen und ich weiß nicht, der macht einfach Spaß zuzugucken. Also ich kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen, der wurde schon mal als Streamer der Woche vom Herrn Juhl genannt und ich finde, ich könnte ihn auch mal wieder nennen, das ist schon lange her und der ist echt, also klein, aber fein. Was jetzt die Twitch-Größe, nicht die Körpergröße angeht. Dann habe ich hier Herrn Hellcat. Ja, das war ich, ne? Also The Real Hellcat, ja. Folge ich schon eine Weile. Gucke ich immer mal wieder rein. War nicht so viel los da, aber ganz cool. Macht Spaß so zu gucken. Und hat gerade Action gemacht mit einem Life is Strange Marathon. Und streamt auch mal so alte Retro-Geschichten. Und finde ich ganz cool. Ja. Unterstützenswerter Streamer, ja. Und ich Oh. gucke echt nicht viele Streams. Heute läuft echt alles schief, ne? Salis Dings habe ich noch gar nicht aufgehabt. Sali, jetzt darfst du. Macht nichts. Das ist WoW Heli. Sie spielt ausschließlich Farming Simulator, Landwirtschaftssimulator. Und das gucke ich morgens, bevor ich anfange zu streamen, schaue ich dazu. Das ist unglaublich entspannt, toll. Und es warnt mich davor, mir solche Sachen auf dem PC zu holen, weil es einfach viel zu viele Möglichkeiten gibt, das Zeug zu modden und da Sachen reinzumachen und. Das macht schon Spaß. Ich spiele das ja wirklich selber gerne und ja, ich schaue da unglaublich gerne zu. Da kann man, die kennt sich da auch richtig gut aus, spielt da bei der A&R Agrarbetrieb. Das ist da, da sind mehrere zusammen, die da einfach diese Map bewirtschaften. Und das, ja, Mache ich gleich gerade, habe ich vergessen. Ja. kann man mal vorbeischauen, ist immer sehr angenehm. Alrighty. Herr Hellcat noch rausgehauen hier. Zack, da habt ihr alle Links. Oh Mann, heute ist echt der Wurm drin. Ich muss hier. Es wird Zeit, dass das hier aufgeräumt. Oh Gott, dass das aufgeräumt wird. Mann. Das waren die Streamer der Woche. Habt ihr alle Links, habt ihr im Chat drin? Da könnt ihr gerne mal reingucken, falls ihr mal jemanden sucht und keinen habt. Und die meisten sind wirklich sehr gut, die empfohlen werden. Da bleibt man wirklich ein bisschen hängen. So nebenbei. Wollen wir dann zum Ende kommen? Nach dieser aufregenden Berg- und Talfahrt Jo. mit technischen Störungen gleich dreimal heute. Das war spitze. Hast gut gemacht. Darf ich anfangen? Wer hat denn heute das Schlusswort? Slabby. Gute Slabby hat Idee. schon mal Schlusswort gehabt. Ja, aber er hat da angefangen. Slabby, möchtest du abmoderieren? Von mir aus. Aber nicht so eine Wurst-Abmoderation wie sonst immer. Ich sag dir, entweder Tschüss. machst du, also heute ist Bewährungsprobe für dich. Du musst richtig ein, da musst, also ich Wie muss. abmoderiere ich denn sonst immer? Ja, und das war's. Nee, das. Also ich möchte heute Jetzt dahin. sind 15 Male nicht mehr zugeguckt, oder was? Nee. Also ich möchte, dass ich dahin schmelze, Slabby. Kriegst du das hin? Ja, aber nur wenn du Careless Whisper im Hintergrund anmachst. Keine Ahnung, was das ist. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei euch allen, dass ihr da wart heute, trotz dieser Lümmeleien. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit uns und ich freue mich sehr auf den nächsten Plankenschnack in 2 Wochen. Für alle, die jetzt häufiger fragen, wir haben da einen Kalender, da kann man reingucken, damit ihr nicht immer und immer wieder fragen müsst, wann denn wieder Plankenschnack ist. Haben wir extra für euch angefertigt, da sind auch Game Releases drin und so weiter und so fort. Also der ist sehr sinnvoll, den könnt ihr euch sogar bei jeglichen Telefonen einbinden und nutzen, okay? Also da könnt ihr sehen, wann der nächste Plankenschnack ist, ihr wundervollen Menschen. Das Ganze wird nachher bei YouTube drauf sein oder morgen dann für euch. Ich werde das Highlight schneiden für später. Guckt bei uns bei Twitter vorbei, das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich das A und O, das ist das Medium, wo es Informationen gibt. Bei den anderen gibt es, glaube ich, sogar Facebook, aber das findet ihr wahrscheinlich auch über Twitter. Ich möchte mich bedanken. Verzeiht nochmals die Störung heute und die Stimmungsschwankungen meinerseits. Das war nicht böse gemeint, ich war ein wenig genervt. Und
lasst euch gut gehen. Vielen Dank an euch drei, dass ihr da wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf viele weitere Jahre bei den Bay Pirates mit euch. Auf Wiedersehen. Danke und tschüss. Darf ich? Bitte. Ja, schön war es, wieder dabei zu sein. Ich habe da gar nicht so viel zu sagen. Das wird mein neuer Slogan für alle. Ich bin Bay Pirates. Das finde ich gut. Auf der T-Shirt-Rückseite Dizzy nicht. Die Dizzy war es zuerst. Ach so. Okay. Ja, das ist gut. Das ist, ja. Schön war's. Danke, dass ich wieder da sein durfte. Und das ist mein Muffin, geh weg. Schön war's. Da bin ich ja dran. Bis zum nächsten Mal. Ja. Danke fürs Zuschauen. Heute sehr kontroverse Themen, finde ich ganz gut. Das ist ja auch mal ein bisschen spannender, das Ganze. Vielen lieben Dank. Und eigentlich müsste uns ja Slevy jetzt ein Stück auf der Gitarre spielen. Aber naja, ich glaube, da kriegen wir ihn nicht zu. Danke euch fürs Zuschauen. Schaut mal bei mir rein oder bei anderen Bay Pirates. Wir sind ja eine ganze Reihe an Menschen. Und schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, und damit kommen wir zum Schlusswort, meine lieben Damen und Herren, meine Brüder und Schwestern. Freunde und Freundinnen, nein, im Ernst. Es war mir eine Ehre, es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit euch mal wieder. Danke für euch drei, dass ihr da wart. ich hoffe, wir sehen uns in 2 Wochen auf jeden Fall wieder. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, ein Thema haben wir schon mehr oder weniger. Wird wieder mit Gast sein, sofern ich das verstanden habe. Ansonsten, ja, wir haben gelacht, wir haben geweint. Wir haben gestritten und uns wieder vertragen und darum geht's ja auch bei den Piraten, dass wir uns am Ende wieder in den Armen liegen und nach vorne schauen. Auf dem Meer dieses Twitch-Planeten hier. Boah, von daher. Wie er aber aufträgt. Oh, Slappy, du hast mich! Mach weiter! Ich schwör's ja. Nee, das war jetzt schon mein Schlusswort. Und damit verlasse ich euch, beziehungsweise nicht, verlasse euch. Oh nein, ich verlasse die Bay Pirates, wollte ich damit sagen. Nein. Spaß. Oh, mach weiter. Jetzt hat er das gar nicht gehört, wahrscheinlich. Mach weiter, Slappy. Was wollte ich denn sagen? Ach so, ja, nee, ich entlasse euch in den Abend, Freunde. Ein fröhliches Dahinscheiden. Sind wir fertig? Jawohl! Jo. Okay. Alle nochmal winken. Ja, tschüss! Auf Wiedersehen! Winke, winke! Papa bless. Oh.